Das sind die besten Find the Games in Roblox. Ich zeige euch, wie ihr jedes Item in jedem Spiel freischaltet, wie alle Marker, alle Five Nights at Freddy's Morphs oder alle Stickman. Dieses Abenteuer wird auf jeden Fall super viel Spaß machen und verpasse auf keinen Fall das geheime Video am Ende. Sandy, heute haben wir eine Challenge. Wir müssen über 145 Marker finden. Alter Vitamine, das werden wir doch im Leben nicht schaffen, Junge. Das sind viel zu viele. Und wo sollen wir überhaupt anfangen? Ich bin ehrlich, das werden wir wirklich nicht schaffen. Naja, ich würde sagen, let's go, ab geht die Post. Wir werden uns jetzt auf die Suche machen. Warte mal, ich glaube, ich habe den ersten schon gefunden. Moin? Let's go. Wir haben den ersten Marker gefunden. Das ist der lila der Marker. Und das bedeutet, wir haben nur noch 144 vor uns. Let's go. Sandy, das sind aber die einfachen. Übrigens ist hier noch einer. Oh, ja, aber das ist ein Marker. Was ist denn da los? Und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute im Game Find the Markers zusammen mit, warte, wie heißt du nochmal? Vitamine Roblox. Vitamine! Moin, moin, Vitamine, was geht ab? Und in diesem Game sind wir auf jeden Fall. Hast du probiert zu tanzen? Ich wollte dancen, Mann. Ach Gott, ey, peinlich. Das geht mit /E-Dance, Junge. Das weiß doch jedes Roblox-Kind. Warte, und? Oh, geht nicht. Und wir befinden uns auf einer riesengroßen Map. Ihr seht es. Und auf dieser Map gibt es 147 Marker versteckt. Und da ist einer, Freunde. Zack, let's go. Einen Bienenmarker haben wir gefunden. Und ich würde sagen, Vitamine, wir haben jetzt 30 Minuten Zeit. Ich setze einen Timer auf 30 Minuten. Und wir probieren... Bist du ins Feuer gelaufen? Warte, aber schimmer. Hier ist erstmal ein Marker, ein Fischbrunnenmarker. Und wir probieren in 30 Minuten so viele Marker wie möglich zu finden, okay? Alles klar. Und ich habe jetzt schon einen gefunden. Alter, Junge, hier waren zwei im Haus drin. Warte mal, echt? Ja, ja, ja. Und hier ist eine Unukarte. Okay, hier war nichts. Hier, guck mal, über den Teppich. Hier ist einfach, das ist ein Marker anscheinend. Warte mal, wo? Hä? Der Teppichmarker. Na, den habe ich anscheinend schon. Und komm mal mit ins Feuer. Oh, ja. Jo, was? Warte mal, was ist das hier für ein Marker? Ja, der. Ein Feuermarker. Aber alles klar. Jo, och, Alter, nein, du solltest hier oben bleiben. Hey, was ist da? Was ist passiert? Ja, da oben ist noch ein richtig krasser Marker. Den kriegt man aber gar nicht so einfach. Alles klar, okay, okay. Oder? Ich komme wieder zurück. Ich komme wieder in den Kamin auf jeden Fall zurück. Let's go. Ey, ich weiß gar nicht. Hä? Alter, ich glaube, die haben mich raus. Die haben mich durch. Hallo, ich komme nicht mehr so. Okay, ich bin wieder zurück. Let's go. Oh mein Gott, hier gibt es so ein Parcours, ne? Genau. Aber das ist übel komisch. Man muss dann so ganz, ganz komisch springen. Oh. Alter Junge, wie hast du es geschafft? Ja, so wie Minecraft-Parcours. Alter Junge, das ist ja übel schwer. Und ich bin ganz oben, aber... Oh, oh, let's go. Yo. Sandy, ich weiß nicht, wo wir alles was berühren können, ohne runterzufallen. Okay, ich folge dir einfach ganz, ganz vorsichtig. Postmarker. Wolkenmarker. Oh mein Gott, guck mal, wie der uns anlächelt. Moin, wir haben mich gefunden, Kollege. Alter, und ich glaube, die Verstecke werden auch immer und immer schwieriger vor den Markern, weißt du? Da ist noch einer. Das ist noch ein Marker? Wo denn? Na, da kann ich einfach hier so, vielleicht hier einfach so, jo, oh mein Gott, hier runterspringen. Oh, es geht nicht. Wir können hier stehen. Wir sind hier gefangen genommen. Ey, Leute, kann uns irgendwie holen oder sowas? Wie kommen wir da runter? Das ist übrigens der Blitz. Ich seh's! Ja, ich hab's auch, ich hab's auch, ich hab's auch. Hier, oder? Das ist der... Nein! Oh, nein! Oh mein Gott, Vitamine, du kleiner Noob. Und? Oh mein Gott, warte mal. Hab ich's geschafft? Ich bin auf der falschen Seite. Eigentlich kann ich's ja gar nicht schaffen, oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich bin runtergefallen. Naja. Warte mal, okay, echt? Ich will jetzt extra wieder hoch. Guck mal, Sandy, ich war extra wieder oben. Okay, ich suche auf jeden Fall hier nach weiteren Markern. Ich bin wieder... Ey, was passiert? Komme! Oh ja, let's go. Lass es mal weiter. Guck mal, hier ist so ein Turm oder irgendwie sowas. Hier ist so locker irgendein Marker. Hier ist ein Marker. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Wo hast du dich hier versteckt? Ein roter... Andere Seite. Genau auf der anderen Seite bin ich. Okay, hier ist ein roter Marker schon drin. Der hat mich auf jeden Fall angelächelt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier nächstes Stockwerk. Wir müssen doch hier alle Stockwerke, alles einzeln abchecken. Und jo, was ist das denn hier für ein Marker? Ein Geistmarker ist einfach noch oben auf dem Turm. Roter, den habe ich. Oh ja. Sieht man überhaupt, wie viele Marker man gefunden hat bis jetzt oder sowas? Nee, leider nicht. Du kannst nur unten nachgucken, welche, also... Oh, man sieht es. Oh mein Gott, Freunde, guckt euch das Ganze an. So, so viele Marker gibt es, die wir auf jeden Fall noch finden müssen. Und es gibt Marker von einfach bis hin zu unmöglich oder richtig schwierigen Markern. Okay, ich bin jetzt hier in diesem Haus drin. Siehst du mich? Ich bin auch in einem Haus drin. Ich weiß aber nicht, in welchem Haus du bist. Ja, komm hier rein, Junge, du hier hinterm Turm. So, let's go, lass uns mal hier reingehen. Mal schauen, ob hier irgendwo was ist. Und wenn du was siehst, schrei einfach, okay?
Hä, wo bist du? Ich hab den Hammermarker! Alter, was ist passiert? Jo, ich hab ihn auch. Moin, moin, Hammer, so wie du dich bewegst in dem Outfit. Du kannst auch rennen, ne? Was? Ja, wenn du unten rechts auf diesen Rennmännchen klickst, dann können wir so ein bisschen schneller rennen. Warte, ich bin wieder beim Hammermarker. Ey, Kollege, ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab dich schon gesehen. So, gab's nur hier diesen Hammermarker? Ja, hier hab ich den schlafenden Marker. Ja, also den... hier, komm mal mit, hier drüben. Guck dir das mal an. Gab's nur diesen Hammermarker hier in dem Haus? Warte mal, ey, hier gibt's 10.000 Häuser, warum sollten da mehrere drin sein? Ja, Junge, weil es insgesamt 145 gibt oder so, okay. Ab geht's ins nächste Haus. Na, schlafe. Jo, der pennt einfach. Der Traummarker einfach, let's go. Okay, so, sonst war's hier nichts drin in dem Haus? Nee, ich bin schon im nächsten Haus drüben. Jo, chill mal ein bisschen, Alter, Kollege. Junge, ist locker auch eine Seite. Ich sag in der zweiten Etage, guckst du unten? Ja, oh mein Gott, Alter. Alter, Junge, Olivenmarker, der ist einfach ausgerutscht, ey. Guck mal, nasser Fußboden. Au, der wird voll auf seinen Po gefallen sein. Ist so, ey, okay, dann würde ich sagen, jo, okay. Schneemarker! Jo, Schnee, wo bist du? Bin hinterm Haus. Hinterm Haus? Wo ist das? Jo, da ist einfach, wieso schneit es hier? Keine Ahnung. Alter, einfach so Schneemann. Schneemannmarker. Guck mal, hier ist ein Marker direkt, der liegt, hier ist der Schneemarker und da war der Schneemannmarker. Genau, der liegt hier. So, danke. Und dann, guck mal, hier hatten wir so ein großes Haus. Willst du hier mal reingehen? Ja, okay, lass da zuerst reingehen. Junge, es gibt hier so viel zu entdecken, Freunde. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie viel wir auf jeden Fall nach 30 Minuten gefunden haben. Wie viele Marker. Ich hoffe, du denkst, wir knacken so die 100? Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall echt cool. Die 100 müssen wir eigentlich easy schaffen. Jo, was geht ab? Was ist denn mit dem, ey? Kann man dir irgendwie helfen? Das ist der hängende Marker. Junge, der macht da so eine Show oder irgendwie sowas. Guck mal, der redet mit einem. Sogar Hi sagt der einfach. Okay, Sandy, ich habe was Krasses gefunden. Einmal. Hier ist eine Mikrowelle. Einmal hinter dem Kühlschrank ist da so ein Schalter. Warte mal. Okay. Jo, das ist ein Schalter, Freunde. Ihr seht es. Oh mein Gott, tatsächlich. Okay, hat er irgendwas aktiviert? Warte mal, kann ich jetzt... Hey, warte mal. Hey, was ist los? Und hier ist so die Mikrowelle. Wir brauchen irgend so ein Passwort oder sowas dafür. Vielleicht finden aber wir. Aber wo ist hier ein Code? Ey, Kollege, kennst du vielleicht einen Code? Hi, sagt der. Guck mal, der redet einem. Vielleicht hat er den Code. Hier ist ein Mädchen im Klo. Oh. Warte mal. Jo, moi. Und was ist das denn hier? Der Magenta-Marker. Ich will dich auch gar nicht stören. Alles gut, Vitamine. Lass einfach alles raus. Was auf jeden Fall raus muss. Aber was jetzt hier mit diesem Code? ID steht hier? Keine Ahnung, oder irgendwie sowas? Vielleicht später erst sogar finden. Dann ab geht es auf jeden Fall wieder draußen. Yo, hier ist ein Parcours. Alter, Oh, der wurde weggesprengt hier. Okay, warte mal. Also vergiss es. Oh Gott, Freunde. Let's go. Hä? Ich will sterben, hallo? Es passiert einfach gar nichts hier. Also mal, Sandy, guck mal, ich... Jo, guck mal, man kann hier sogar an der Seite vorbei. Nein, ist hier irgendwas? Guck mal, wenn du rauszoomst, können wir unter die Map gucken. Da gibt es irgendein Geheimversteck am Spawn. Oh ja, ich sehe es auch jetzt gerade. Und hier gibt es so locker irgendeinen Marker, oder? Hier so an der Seite oder sowas? Gibt es hier gar nichts, oder wie? Ich weiß nicht, sollen wir erstmal dieses Geheimversteck suchen oder diesen Parkour hier machen? Lass uns erstmal den Obby hier machen, würde sagen. Ich glaube, das ist doch ein einfach. Guck mal, da schwebt sogar ein Marker rechts in der Luft einfach. Okay, aus dem Weg, Leute. Jetzt kommen die Obby. Kings, Junge. Oha! Ich bin einfach runtergefallen. Hä? Das war. Was muss ich danach machen? Junge, Alter. Wie schwer ist. Oh mein Gott. Jo, wie schwer ist das denn? Minecraft-Parkour. Junge, Alter, das ist ja übel schwer, der Obby hier. Kann es doch sein, dass wir vielleicht besser sind, wenn wir nicht sprinten? Alter, Junge, ich fall die ganze Zeit runter. Okay, ich hör mal auf zu sprinten, okay? Jetzt ganz vorsichtig. Und jetzt müssen wir hier so um die Ecke springen. Hast du den Sprung? Wow, Alter, ich hab's geschafft, hä? Okay, ich hab's geschafft, let's go. Und, oh mein, nein, ich glaube, ich hab den falschen Weg genommen. Ich geb's auf. Ich weiß echt nicht, wie wir da hochkommen sollen. Junge, das ist ja übel schwer einfach. Und dann musst du jetzt dahinter springen, hinter dir? Ich glaube schon, oder? Hast du geschafft? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auf den roten hier. Wie hast du das gemacht? Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich bin der Profi. Wie hast du das gemacht? Alter, ich weiß nicht, Junge. Okay, ich bin einfach heftig. Oh mein Gott, jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Alles gut. Bitte fall runter für mich. Ball. Ich will nicht. Wo soll ich hin, Kuber? Ich bin jetzt hier. Ja, du musst da auf diesen halben Ball da vor dir drauf springen. Als ob das geht. Ja. Und let's go. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Und jetzt von hier. Und jetzt hier. Nein. Ich bin runtergefallen. Ich bin auch drauf, Sandy. Jetzt hab ich noch eine Chance. Oh mein Gott, du schaffst. Okay. Junge, der Parcours geht dir übelst noch weiter. Und jetzt? Oh, yo. Ich war oben drauf, aber bin wieder runtergesprungen. Alter.
Und let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Warte mal. Jo, was ist das denn hier? Ein Jumpscare-Marker? Junge, ja. Der hat mich richtig erschrocken. Alter, mich vorhin auch, Senti. Alter, oh Gott, warte mal. Wo geht es lang? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, hab ich einen Checkpoint hier wenigstens? Ja, ja, ja. Das ist ein Checkpoint. Also bist du fast fertig. Ruhe jetzt hier. Oh mein Gott, Junge, über diese Mini-Dinger springen. Oh nein. Okay, okay, okay. Freunde, komm schon. Gibt's da noch einen Marker am Ende? Ja, ja, ja. Hier ist der Obby-Marker. Oh mein Gott, der Obby-Marker. Alles klar, würde ich sagen. Oh mein Gott, jetzt ab geht es. Wow, hier ab nach unten. Zack, zack. Nein. Junge, ich war so knapp. Alter, Junge, das sind übelst die schweren Sprünge, ey. Das stimmt. Ey, weißt du, wie lange ich gebraucht habe hier für das Stück Ende? Ja, so 2 Minuten. Ja. Und let's go. Oh mein Gott, den Obby-Marker. First try, ey. Ja, ja, ja. Let's go. Let's go. Okay, gibt's hier noch oben irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ich habe einfach nur gewartet auf dich. Ja, alles klar. Würde ich sagen, ab geht es nach unten. Und ey, ich kann nicht nach unten springen. Let's go. Wie ist... Ey, Alter, ich werde die ganze Zeit zurückgesetzt. Dann lass uns mal in diesen Pool hier gehen. Hier ist doch locker irgendwas im Wasser, oder? Ja. Guck mal, da schwimmt sogar einer oben. Ich sehe. Alter, was? Yeah. Hier? Jo, der versteckt sich. Was ist das hier für ein Marker? Der... dunkelblaue Marker. Hier ist der Wassermarker. Junge, kann der... Alter, der dreht sich so. Der hat locker so das Seepferdchen oder sowas gemacht. Okay, Wassermarker haben wir noch. Alter, bestimmt mal den Korallen oder sowas, Gott, oder? Oh mein Gott, ich bin in der Kanalisation. Jo, chill, 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 chill. Ich suche hier noch nach weiteren Marker. Aber gibt es hier noch keinen anderen mehr? Nee, anscheinend nicht mehr. Hier ist doch, ich wusste es, hier ist doch ein Marker. Guck dir das mal an. Der Korallenmarker, der hat sich da richtig gut versteckt. Okay, und jetzt durch die Kanalisation warst du? Ja, 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 da war ich dann da drinne. Und da stinkt's aber richtig. Ach Gott, oh Gott, was ist denn das? Aber wenigstens liegt hier ein Marker. Julia, der schwimmt da und er ist doch am Lachen. Er denkt so, ach, ich habe ein schönes Leben hier. Yeah. Das war's hier? Ah, nee, da ist auch noch einer. Oh mein Gott, Junge, wie viele Marker gibt es denn hier? Und der Teenage Mutant Ninja Marker. Was ist... Alter, was ist das hier? Alter, hier geheimer Raum. Junge, wie viele Marker? Platinum Marker. Er guckt gegen die Wand, ey. Der weiß nicht, wie man hier rauskommt, ey. Okay, gibt's noch sonst noch irgendwas? Oh, guck mal, das ist so ein Regenbogen oder sowas. Wir müssen auch hier so die Wände abchecken, so, weißt du? Vielleicht gibt's hier so Geheimgänge. Aber ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Ja, ich habe bis jetzt nichts mehr gesehen, oder? Ja, alles klar. Nee, nee, nee. Okay, dann würde ich sagen, raus sieht es aus dem Wasser. Wir haben hier übelst viele Marker jetzt gefunden. Und los, rausschwimmen hier. Okay, und waren wir hier schon drin, in diesem Shop hier? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Jo, moi, moi, guck dir den mal an. Der gelbe Marker, warte mal, der redet sogar mit einem. Hallo, was kann ich für dich tun? vielleicht könntest du uns eine Mayonnaise kaufen. Ist so, kauf uns, Junge, der soll uns eine Mayonnaise kaufen. Okay, aber gibt's hier nicht, sonst nichts mehr? Nee, die Regale, irgendwie haben die so Zeichen drauf, aber ich glaube, die bedeuten nichts. Naja, dann würde ich sagen, ab geht es auf jeden Fall hier nach oben. Hier oben gibt es safe noch einen, oder? Ab geht es. Oh mein Gott, hier ist der müde Marker. Der müde Marker? Warte mal. Der, was für müde? Der festgebundene Marker. Nein, der ist müde. Der ist tight, nicht tired, Vitamina, ey. Oh. Junge, Junge, also du musst echt noch, du musst noch mal ein bisschen zum Englischkurs gehen, ja, oder? Ja, egal. Und Alter, was ist das? Der... graue Marker. Hä, hey, hast du noch einen gefunden? Hey, yo, hast du dich nicht umgeguckt? Jo, 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 ich komm wieder back nach oben. Hier war doch eine Leiter. Alter, hä, wo? Jo, wie heftig ist das denn? Alter Schwede, guckt euch das Ganze mal. Hä, wo ist der Marker? Da oben, hä? Jo, Alter, wie hast du das denn gesehen? Der graue Marker, nicht schlecht, alles klar, würde ich sagen, raus aus dem Haus wie eine kleine Maus geht's jetzt auf jeden Fall. Alter, auf jeden Fall. Der Reimer. Ja, ich glaube, ich sollte Rapper werden, oder? Ja, ja, ja. Aber wo möchtest du jetzt am besten hingehen? Ja, lass uns einfach mal hier alles abchecken. So, hier war ja dieser Bienenmarker. Der war mir in diesem Haus drin, ich glaube schon, ne? Oh, ja, stimmt. Hast du eigentlich recht, ne? Ja, aber safe. Hier irgendwo gibt es doch noch hier irgendwas. Hier ist so ein Grabstein oder sowas. Was steht da? Hier liegt Markers Clown. Und jo, hä? Ich bin... Jo, ein Zombie-Marker. Oh mein Gott, ich habe mich übel erschrocken. Holy, und hier, was ist das hier? Ist das so eine Kappe oder irgendwie? Oder ist das auch ein Marker? Jo, das ist ein Marker ohne eine Kappe einfach. Ja, den soll es wohl auch geben. Und was ist das hier für ein Raum? Jo, jo, jo. Okay, okay, let's go. Factory. Irgendeine Fabrik oder irgendwie sowas, die gut für die Umwelt ist. Alles klar, würde ich sagen. Hä? Warte mal, hier war irgendwas oder war das ein... Jo, ist das ein Spieler hier? Ey, echt mal. Ich sehe okay, okay, egal, egal, let's go. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier entlang. Und hier, da steht einer, guck mal, das ist so eine Fabrik oder sowas. Guck mal, das ist der Fabrikmarker, oder? Genau, der Industrial-Marker, alles klar. Hier gibt es so das Lager oder so, können wir da rein? Nee, das ist geschlossen, alles klar. Aber hier, hier ist ein Obby, guck dir das mal an. Ah, oh mein Gott, das ist ja echt riesig. Oh, oh ja, oh.
Was ist gefällt? Ja, das war vielleicht nicht so gut. Oh, 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 oh. Und First Try, boom. Lava Jump Marker habe ich einfach bekommen. Warte mal, echt? Oh mein Gott, da will ich unbedingt hin. Auf jeden Fall. Und ich glaube, hier gibt es hier noch irgendwas zu entdecken oder sowas hier? Als ob es hier nur zwei Marker gibt. Okay, let's go. Oh, hier ist so die Produktionswerkstatt. Hier ist ein Schlüssel. Warte mal. Ah, mit dem Schlüssel können wir bestimmt die Tür öffnen. Zum Lager oder irgendwie sowas. Und haben wir hier noch irgendwas? Ich habe auch den Lava Jump. Oh Gott. Ich bin in irgendeine Giftflüssigkeit reingefallen. Ich würde an deiner Stelle nicht hier reingehen. Hier, die Tür ist jetzt auch zum Store. Wegen dem Schlüssel und, warte mal, hier liegt einer. Ich muss jetzt mir den Schlüssel aufheben. Alter, yo, komm mal rein. Warte mal, gibt's hier irgendwas? Moin, irgendwo? Irgendein kleiner Marker versteckt? Und hier vielleicht ein Biber? Warte mal, hier liegt ein Marker. Oh mein Gott, der Boxmarker. Alter, moin, Kollege, alles gut bei dir? Irgendwie, dem geht's ganz und gar nicht gut. Oh mein Gott, guck mal, das sind die ganzen Entwickler von dem Spiel. Yo, stimmt, das sind die Entwickler. Yo, die haben dieses coole Spiel auf jeden Fall hier ermöglicht. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ey, yo, guck mal, die sucht auch hier die ganzen Marker. Aber ich glaube mal, dann haben wir bestimmt alles gefunden hier also drin, oder? Also ich würde sagen, wir haben jetzt hier, glaube ich, alle abgefischt, oder? Also oh ich meine, ja, let's go. Da würde ich sagen, ab geht es auf jeden Fall die Treppen nach oben. Locker ist irgend noch ein Marker. Oh, auf dem Baum? Siehst du das? Können wir den Parcours hier machen? Denkst du, wir schaffen es? Warte. Wow. Let's go. Oh mein Gott, Junge, was ein Megasprung. Alles gut? Ja, bist du hier mit mir rein teleportiert worden? Hey, warte mal, wo bist du? Hä? Siehst du mich? Hier, ich bin hier. Jo, warte, ich komme zurück. Ist da ein Marker? Guck mal, da ist so ein kleines Ding da. Yo, der fehlende Texturmarker. Alles so schwarz und lila. Aber ich habe einen anderen Marker eigentlich. Genau, ja, bei dir. Den habe ich auch jetzt eingesammelt. Alter, wie hast du diesen Mini gesehen? Der war ja übelst winzig, ja, keine Ahnung, ich dachte, du meintest das. Nein, ich meine hier den Blättermarker, den Leafmarker. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Da haben wir jetzt auf jeden Fall hier die Marker auf jeden Fall eingesammelt. So, hier war genau der Zombie-Marker. Dann würde ich sagen, ab geht es jetzt auf jeden Fall hier ab nach oben. Hier musst du auch locker irgendwas geben, oder? Hier so am Rand oder so vielleicht? Irgendwo. Ich habe was. Komm mal zu mir. Ja. Yo, guck mal, hier ist irgendwas. The Purple Square. Guck mal, hier ist irgend so ein Viereck oder. Oh, yo, geh da mal ich rein. Ich komme! Yo, ein Lavendermarker. So Lavendel oder irgendwie sowas. Cool. Nicht schlecht. Wir müssen echt hier auf die Easter Eggs und sowas achten. Viele gibt es auch so am Rand oder wie du gesagt hast, so unter der Map oder so, ne? Es gibt übel viele Geheimnisse und Verstecke. Oh ja, und Freude, hat irgendwer mitgezählt, wie viele Marker wir bis jetzt gefunden haben? Gefühlt 100.000. Ja, irgendwie schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich alle Marker im ganzen Video zusammengezählt habt. Gibt es hier irgendwas? Gibt es hier irgendeinen Marker? Sieht aus wie so ein Skelett, aber anscheinend nicht. Ja, würde ich sagen. Aber können wir hier nach oben klettern? Ja, guck mal, wir können hier nach oben klettern, hier in die Höhle oder sowas. Okay, ich komme direkt hinterher, warte. Alter, oh mein Gott, ich bin hochgesprungen. Komm schon, und hier ist wieder so ein Knochen oder sowas. Aber hier ist weit und breit kein Marker in sich. Das ist so ein kleiner Parcours wieder. Ja, aber wo sind hier die ganzen Marker? Gibt es hier irgendeinen Marker, irgendeinen Grasmarker oder irgendwie? Oh, hier ist der Knochenmarker. Ich habe ihn gefunden. Hier unten. Oh. Hä? Wo denn? Oh! Da versteckt. Alter, hast du dich gesehen? Alter, das ist getan. Übel gut versteckt. Und oh mein Gott, ja. Das ist ein Jump'n'Run wieder. Oh ja, so ein Pro. Ey, Junge, wir müssen so viele Obbys hier machen, Alter. Das ist ja unmöglich. Du darfst nicht zu weit springen. Du darfst nur da vorne ranspringen. Ja, okay. Ich nur vorne? Ja, das ist übel schwer zu erklären. Und let's go, easy, let's go. Okay, Vitamin, ich gebe dir einen Tipp, du musst nur vorne ranspringen, genau. Yo, let's go. Was? Okay. Warte mal, doch, easy, hier kann ja, okay, jetzt sind wir schon mal weiter nach oben geklettert. Hier muss doch irgendwas. Oh mein Gott. Was? Alter, ich trau mich da nicht, Vitamin, ich glaube, ich trau mich nicht. Let's go. Hast du es geschafft? Oh, und let's go. Okay. Du hast es auch geschafft. Yo, Junge, aber wir haben bis jetzt nur einen Marker gefunden oder irgendwie so. Und es geht hier noch. Oh, hier ist eine unsichtbare Leiter. Genau, unsichtbare Leiter. Irgendwo muss jetzt noch was sein. Alter, locker haben wir schon irgendwas übersehen, oder? Ja, ich denke mal nicht. Ich glaube, jetzt kommt so ein krasser. Oh mein Gott, ich stell mir vor, es kommt jetzt einfach gar kein Marker oder irgendwie so. Ich seh's, die Höhle. Alter, und da ist ein Marker, siehst du den auch? Warte mal, nein. Hä? Da an der Seite. Warte mal. Aber wie soll man da hinkommen? Wir sind ja doof. Hey, wir müssen hier lang. Warte mal, müssen wir da lang? Jo. Da ist auch ein Mark. Ich bin runtergefallen. Oh. Ich komm. Alles gut. Wir haben ja den nicht gesehen, den Mark. Ich weiß es nicht. Wir sind übel falsch gelaufen. Nein, ich glaube nicht, dass wir falsch gelaufen sind. Ich glaube, oi. Und let's go. Pinke Marker. Jo, warte mal. Hier sind überall diese unsichtbaren Leiter. Und, jo, wir sitzen auf so einem Schneebio. Vielleicht auf einem Baum oder in einem Baum oder so. Guck mal nach oben. Da gibt's auch noch einen Marker. Alter, da geht's. Junge, können hier wir da so irgendwie vom Baum ausspringen? Baum. Wow, das war krass. Wie hast du das denn geschafft? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich hab's auch geschafft. Let's go. Ab jetzt, ist jetzt Junge, ab nach oben. Wo sind die? Ich hab ihn. Oh. Den Regenbogenmarker. Nein, ich bin runtergefallen.
Ich bin wieder oben, Vitamine. Let's go, komm her. Ich komme. Aus dem Weg und boom. Aurora-Marker, heftig. Aber ich würde sagen, komm mal ab nach unten. Ich hab hier an der Seite ist der Marker. Wir müssen jetzt hier bestimmt runterspringen, siehst du den? Oh, bin hier unten, genau. Oh ja, und jetzt ist der hier unten, der Marker. Alter, kommen wir da überhaupt hin irgendwie? Oh ja, let's go. Oh mein Gott. Jo, du hast es geschafft. Oh mein Gott, Junge, der Vollprofi. Guck mal, let's go. Oh mein Gott. Unsichtbare Leiter. Den hole ich mir direkt erstmal. Oh. Muss man aber. Unsichtbare Leiter. Oh. Warte mal. Oh Gott. Ich gehe nochmal runter lieber. Ich hoffe, wir müssen es ein bisschen mehr so vom Rand machen. Keine Ahnung, ich hab's geschafft. Lang gestruggelt. Yo, guckt euch das Ganze mal an, Freunde. Man kann hier einfach sogar vom Rand hier vorbeigehen. Und dann gibt es hier einen Marker ohne Kappe einfach. Wie heftig ist das denn? Let's go, oh mein Gott. Und jetzt habe ich es aber auch geschafft, hier diese Leiter. Und da haben wir den Regenbogenmarker. Halleluja. Oh ja, dann würde ich sagen, ab geht das wieder runter. Wo sind wir in der Höhle? Guck mal, da unten ist übrigens noch einer. Da unten. Jo, hast du den geholt? Nee, da kommen wir nicht mehr hier hoch. Alter, warte, ich glaube, ich habe den geholt. Das war der, den ich gesehen habe. Und guck mal, da links unten ist so einer auf dem Kopf. Siehst du den? Stimmt, hast du recht, ja. Oh ja, also den auf dem Kopf, den habe ich noch nicht geholt. Da müssen wir noch zusehen. Und ich sehe schon zwei, Digga, die mich direkt hier schon anlächeln. Ich habe einen. Oh, okay, den meine ich nicht, der mich anlächelt. Der Shadow-Marker. Der Schattenmarker oder irgendwie sowas. Okay, dann würde ich sagen, wie sollen wir jetzt zu den anderen kommen? Einfach runterspringen. Oh ja, einfach runterspringen, würde ich sagen. Let's go. Okay, ab geht es hier nach unten. Hier sind solche Eier oder sowas. Okay, brauchen wir die? Nee, ich glaube nicht. Aber hier ist der braune Marker. Okidoki. Und wo? Oh, da oben ist der andere Marker. Siehst du den? Ja. Oh. Moin. Warte mal, ein Geheimversteck ist hier. Und hallo, kannst du mein Baby finden? Was vermisst es? Nee, Kollege, tut mir leid. Achso, warte mal, muss ich den finden, das Baby? Es gibt irgendeinen Marker, der sein Baby bestimmt ist, oder? Und warte mal, Baby, kein Baby, hey. Du hast uns veräppelt, Mann. Ist so, da gibt es hier irgendwie so eine geheime Wand oder so vielleicht. So, ich gehe weiter. Ist hier noch irgendwas? Guck mal, hier ist ein Knopf. Oh, hier ist ein Knopf, ich habe einen Knopf gedrückt. Und habe ich irgendwas geöffnet oder so? Nee, leider, da passiert nichts. Jo, doch, ich bin hier unten angekommen. Hä, wo denn? Wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe einen schwarzen Marker gefunden. Und hey, man kann hier irgendwas eingeben hier in den Chat. Und let's go, ich habe das richtige Passwort eingegeben. Was ist das Passwort? Oh mein Gott, in Word. Und dann öffnet sich dieser Geheimgang und wir haben den Evil Marker gefunden. Haha, let's go, ey. Junge, was geht denn da ab? Alter Schwede. Wie wird denn das geschrieben? Hallo? I-N-V-E-R-T. Oh, ich habe mit D geschrieben. Let's go! Oh ja, let's go, Vitamine. Und da würde ich sagen, komm aus der Höhle wieder raus. Junge, das ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Tour. Wir haben übelst viele Marker hier gefunden, ey. Oh ja, jetzt sind wir echt markerreich eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Okay, da würde ich sagen, oh, da hinten ist ein hellblauer Marker. Ich sehe den. Okay, wir müssen irgendwie zu diesem Marker kommen, der so kopfüber ist. Aber wie kommen wir da am besten vielleicht hin? Vielleicht runterspringen und dann, keine Ahnung, raus? Ja, ich habe es auch probiert, aber irgendwie, ich habe es zweimal gefailt. Keine Ahnung. Aber gibt es hier irgendwas noch am Rand? Lass uns mal hier am Rand gucken, weil hier gibt es ja überall Marker. Okay, hier steht einfach so ein Baum ganz alleine rum. Oh, guck mal, warte mal, waren wir hier schon? Jo, hier steht das Wort, Freunde. Invert, hier, siehst du es? Und hier ist ein Baum. Stammmarker. Let's go, ein Holzmarker. Hier, moin. Hier, schnappt ihr das Holzmarker und da steht das Passwort auf jeden Fall in Word. Let's go, das habe ich ja vorher schon gesehen, ey. Als ich gefailt habe und hier gibt es so einen geheimen Gang hier, so eine unsichtbare Wand, siehst du das? Ich werde mir auf jeden Fall jetzt erstmal... Ich habe einen Marker gefunden. Let's go! Hä, was ist das für ein Marker? Ich kann den nicht... Jo, ein Mega-Marker, der ist riesengroß. Holy. Junge, der ist doppelt so groß wie wir, ey. Wie heftig. Vielleicht mag der uns. Oh ja, vielleicht mag der Marker uns, meinst du? Vielleicht mag der Marker den Mark. Ein Marker heißt Mark, der mag den Mark des anderen Marks. Und der ist gerne Tomatenmark. Ich will auf jeden Fall noch den einen dort holen und den Kopf über, oder was du meintest. Ja, der ist jetzt hier direkt runter, aber wie schaffen wir den, ey? Einfach so runterspringen. Ne, ich glaube nicht. Guck mal, einer ist auch Kopf über so ein Parcours machen. Ich glaube mal, wir müssen irgend so ein Parcours oder irgendwie sowas machen. Genau, den was Lilan. Ist, wenn ich gucke, den hier einfach mach? Und... ich berühre ihn. Ging nicht. Das habe ich doch auch schon probiert. Das hat ganz gar nicht gut geklappt. Oder hier die Höhle vorne. Ja, wir müssen wahrscheinlich in die Höhle. Habe ich ja auch gesagt. Weil dann muss man wahrscheinlich irgendein Obby oder irgendwie sowas machen. Alles gut. Jo, was ist das denn hier? Alter, wo kommt der denn raus? Alter, oh mein Gott, ich habe hier... Crystal Marker. Alter, warte mal, wo hast du den denn gefunden? Yo, Crystal Marker, moin, komm mal mit, Kollege. Da haben wir den nächsten Marker auf jeden Fall hier gefunden. Und ich habe noch einen Maroon Marker. Maroon Marker? Warum gibt es hier irgendwas? Was ist denn ein Maroon Marker? Ja, keine Ahnung, hier hinten. Okay. Ja, ich gucke erstmal hier oben, ob es irgendwas oben ist, aber ich glaube, oben ist auf jeden Fall nichts. Da haben wir Dummy. Ich habe einen Dummy Marker gefunden. Dummy! Let's go, der Dummy Marker einfach. Okay, wo war dieser Makroon oder so?
Der war da auch an der Seite. Okay, ich habe ihn gefunden. Ich habe Maroon-Marker. Alles klärchen. Sehr, sehr gut. Okay, haben wir schon mal ein paar Marker gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier entlang. Hier ist auch noch einer, ne? Der Marker Seed, der Fallen Marker. Junge, was ist das für ein Name? So viele, aber ich glaube, das sollten jetzt alle gewesen sein. Jo, aber gibt es hier noch irgendwas, irgendwo, wo wir hin können oder sowas? Auch wegen dem Kopf oder so, um das Ganze auf den Kopf zu stellen? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht müssen wir das denn doch irgendwie anders bekommen. Ja, ja, okay, du hast recht, Junge. Das wird auf jeden Fall eine harte Challenge auf jeden Fall. Aber hier gab es doch auf jeden Fall... Oh, warte mal, habe ich irgendwas gefunden? Nee, hier gab es auf jeden Fall viele Marker. Moin, Santi! Moin, Jo, lass mal zu dieser Pyramide hier gehen. Ja, okay, okay. Auf geht's und ab geht's zur Pyramide. Und hier, guck mal, hier ist ein Marker, ein Zyan-Marker einfach. Ha, der versteckt sich hinter Baum einfach. Ey, aber ein übel schlechtes Versteck, wenn man mal ehrlich ist. Ja, aber trotzdem nicht schlecht. Oha! Und, ich glaube, ich weiß, wie wir an den rankommen, an den umgedrehten... Guck mal hinter der Höhle, guck mal hinter der Höhle. Wir können hier so vorbeigehen oder sowas. Ja, okay, ich bin gespannt. Jo, Alter, der ist einfach runtergefallen. Ich weiß nicht, ob wir da rankommen, aber an irgendwen werden wir bestimmt rankommen. An irgendeinen Marker oder irgendwie sowas. Guck mal, wir können jetzt hier uns so vorbeischleichen oder irgendwie sowas. Und wie kommen wir jetzt da ran, aber, hä? Wo bist du? Hier, hinter der Höhle, hinter der Höhle. Ah. Ich probiere es einfach nochmal so, Santi. Oh nein, 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 Vitamine. Nein, tu's nicht. Und? Ich hab ihn! Was? Das ist gecheatet. Das ist gecheatet, Kollege. Ich bin abgerutscht. Und, yo, Alter, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier angekommen? Vitamine, bist du auch hier irgendwo? Ich bin da um die Ecke, keine Sorge. Oh, ja, okay, okay, ich komm. Und, yo, moin, moin. Was geht? Ich habe schon den einen eingesammelt. Oh, ja, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Let's go. Alter, was ist das hier für ein Marker? Ey, richtig krass, das ist der Devil, der Teufel-Marker, holy. Okay, gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Nee. Ah, dann glaube ich nicht. Okay, okay, dann würde ich sagen, wir können auf jeden Fall jetzt hier wieder ganz, ganz vorsichtig vorbei. Und nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, jetzt hier um die Ecke. Okay, let's go. Aber ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja, ich bin runtergefallen. Da ist, glaube ich, nicht mehr. Okay, ich bin auf jeden Fall auch runtergefallen. Aber da oben auf der Höhle drauf, guck mal, das sind so Triple-Marker. Wir müssen auch irgendwie noch hochkommen. Die habe ich schon. Alter, wie hast du die denn bekommen? Hier an der Seite musst du hochspringen. Ja, an der Seite? Ja. Jo, Junge, der Profi einfach, oder was? Und dann kannst du da oben den kleinen Parcours machen und dann kannst du die einholen. Komm schon. Ich spring schon die ganze Zeit. Hilfe, kannst du meine Hand festhalten? Also, hier in der Ecke. Du musst ein bisschen wackeln. Oh ja, ich wackel. Und let's go. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, irgendwie. Dann so hier ab nach oben und let's go. Da sind wir angekommen beim... Jo, das ist einfach Triple-Marker. So dreifache Marker. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ich würde sagen, Vitamine, noch eine letzte Zone haben wir noch vor uns, wo wir noch gar nicht waren. Nämlich hier bei der Pyramide, ne? Oh ja, die Pyramide sieht echt krass aus. Meinst du, oben vielleicht auf der Spitze ist jemand? Warte mal, ich glaube, hier steht einfach einer. Hier chillt einfach einer sein Leben, nämlich der Tan-Marker. Fast gelernt ab. Und ist vielleicht hier irgendein Marker als Kaktus oder sowas versteckt? Müssen wir auf jeden Fall auch schauen, okay? Hier ist auf jeden Fall jemand drin. Jo, ich hab einen. Warte mal. Jo, hier ist der Freund. Ja, ich bin einfach vorbeigelaufen. Der Kaktus-Marker. Jo, was ist das für ein Marker? Der Liquid oder so. Irgendwas, hier, keine Ahnung. Warte mal, wie bist du da hingekommen? Hier an der Seite vorbei. Alles klar. Und der Liquid, yo, Liquid-Marker. Junge, was geht denn da ab? Der ist der total zerquetscht einfach. Hier könnte man übrigens drauf, nicht? Aber, keine Ahnung, wollen wir den machen hier, den Parcours? Ich glaube, der sieht schwer aus. Oh ja, wir können es auf jeden Fall probieren. Warte mal, was ist hier? Yo, ich bin in ein Loch gefallen. Oh, ich bin in ein Loch gefallen und... Oh, moin, wen haben wir denn da? Den Crayon einfach hier. Den Crayon-Marker, let's go, ey. Und ab geht es auf den Parcours, let's go. Oh mein Gott, Vitamin, okay, zeig mir, wie das geht, okay? Also gar nicht so einfach. What? Alter, wie du weggeschleudert wurdest. Und Freunde, nein, oh Gott, ayo, wie schwer ist das denn? Wie soll man das schaffen? Ich weiß es nicht, das ist übel hart. Alter, man wird hier richtig weg. Warte mal, gestoßen. Okay, ich muss erst sprinten, erstmal aktivieren. Und dann 3, 2, 1, let's, oh, okay, ich hab's durch den ersten. Okay, okay, ich bin mein zweiten gefällt. Das ist schon das Schwerste. Und dann, ach, die dreht sich zu schnell. Ach, die werden immer schneller, oder wie? Ich renne einfach durch. Das klappt ganz und gar nicht gut, ey. Oder muss auf ein Timing oder sowas warten? Ja, aber, Alter, guck mal. Oh mein Gott, Junge, das ist ja übel schwierig, ey. Holy Macaroni, okay, würde ich sagen. Der erste ist ja einfach, ne? Und jetzt? Und was? Hä? Wie hab ich das denn gefällt? Okay, okay, wie weit bist du? Ja, ich bin unten. Nein! Okay, würde ich sagen. Ab jetzt durch den ersten. Der erste ist einfach. Zack. Okay, der zweite, was? Junge, ich fail immer schon beim zweiten. Es geht nicht nur dir so, das geht leider mir auch so. Ei.
Ich hab's geschafft! Was? Oh mein Gott, wie hast du es geschafft? Wie hast du es geschafft? Und let's go! Oh mein Gott, okay, noch einer! Und ich hab's auch geschafft! Alter, war das schwer! Junge, der Blumenmarker! Alter, der sieht aber hübsch aus, so einfach so ein Blumenmarker. Okay, dann würde ich sagen, let's go, lass mal hier auf die Pyramide gehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Wohnt jemand? Warte mal, ich weiß nicht, hallo? Wohnt hier irgendwer? Nee, irgendwer also vor der Pyramide oder sowas? Nee. Okay, können wir in die Spitze gehen? Doch, die Spitze, da ist einer drin! Hey, warte mal, was? Bist du in die... Hä? Jo, ist einfach ein Geheimgang. Ja, den habe ich auch gerade so einfach entdeckt. Moin, einfach der Salmon-Marker. Junge, was ein heftiger Geheimgang. Denkst du, es gibt noch einen Geheimgang hier irgendwo? Nee, ich glaube, es geht aber noch nach drinnen. Jo, ja, würde ich sagen, ab geht es, Freunde. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier drinnen. Guck mal, da in der Ecke steht schon einer. Halleluja, guck mal, da kommt was ein Lichtstrahl. Die Knöpfe? Ich verstehe die Knöpfe nicht. Ein Sandmarker, die Knöpfe. Okay, oh, warte mal, gibt es hier mehrere Knöpfe? Die gibt es schon überall auf der ganzen Map verteilt. Aber ich so, weiß, vielleicht aktivieren wir irgendwelche Geheimgänge. Jo. Oh ja, ab geht es auf jeden Fall jetzt hier nach oben. Alles gut bei dir? Nee, nicht mehr. Let's go, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Den Tempelmarker hier bekommen, da war eine Falle. So eine Pyramidenfalle, du bist voll reingelaufen, ne? Ja, woher soll man das wissen, ey? Voll dagegen gelaufen. Oh ja, gibt es hier sonst noch irgendwas oder sowas in der Pyramide? Ich glaube nicht hier. Dann würde ich sagen, ab geht es, juhu. Ab geht es hier wieder nach unten. Hast du noch irgendwas gesehen, irgendeinen Marker hier? Ich hab den Tempelmarker. Oh, den Tempelmarker habe ich auch, dann würde ich sagen, ab geht es jetzt auf jeden Fall hier draußen. Das ist die Pyramide. Und jo, was ist das für ein orangener Riesenball dort? Siehst du den? Ey, das soll die Sonne darstellen, oder? Holy Macaroni. Ja, das könnte wirklich sein. Aber ich glaube, hier hinter gibt es nicht so... Ich habe immer noch nicht diesen Kopf über Gras. Okay, das ist der letzte, den ich noch haben will, okay? Let's go! Okay, der letzte Marker, Freunde. Den hole ich mir so. Hast du ihn nicht sogar bekommen? Ich hab den schon. Ja, das ist der grüne Marker. Okay, gib mir einen Tipp, wie ich an den heftigen Marker rankriege. Einfach nur irgendwie... runterspringen. Okay, danke für den Tipp. Der ist auf jeden Fall ein krasser Tipp. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und ich hab ihn. Den grünen Marker. Let's go. Ich denke mal, das soll es aber gewesen sein, Freund. Ihr seht es. Wir haben schon so viele Marker gefunden. Aber ja, ich glaube, wir haben schon bestimmt über 100, oder? Denkst du, wir haben 100? 100.000 sogar! Oh ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar, die wir noch nicht gefunden haben. Die können wir auf jeden Fall vielleicht beim nächsten Mal suchen. Aber ich denke mal, das soll es erstmal gewesen sein mit Vitamin und mir, wie wir auf jeden Fall auf dieser Riesen-Map probiert haben, die 145 Marker zu finden. Heute begeben wir uns mal auf die Suche nach lustigen Strichmenschen. Und wen haben wir denn da? Da haben wir den ersten gefunden, den normalen Stickman. Und solche und noch viel, viel weitere Stickmans sind auf jeden Fall auf dieser riesengroßen Map überall verteilt. Und unser Ziel wird es auf jeden Fall sein, so viele Stickmen wie möglich zu finden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal in Find the Stickman. Das ist der Nachfolger von Find the Marker, wo wir auf jeden Fall verschiedene Stifte finden mussten. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall in diesem Spiel verschiedene Strichmännchen finden. Wie zum Beispiel den Kollegen hier. Oh ja, der uns schon so nett anlächelt. Oh ja. Und dann haben wir, yo, hier noch 3 Stickmans, die wir einsammeln können. Und zack. Oh, dafür müssen wir die Gruppe joinen. Und da sind wir natürlich schon gerade eben reingejoint, dass ich auch den Stickman hole. Und wir schauen uns mal um, Freunde. Ihr seht es hier. Boah, das sind die alle Stickmen, die es gibt. Und wir schauen uns erstmal im Haus. Haben wir hier irgendwo einen Stickman? Und oh, warte mal, was ist das denn hier? Und joha, der, oh, Flammenstickman. Alles gut bei dir? Kann man dir irgendwie helfen? Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal hier um, hier in den Bücherregal, ob es hier vielleicht irgendwo so ein Versteck gibt oder irgendwie sowas. Aber, hallo, ist hier ein Stickman, ein Strichmännchen oder sowas? Oh, hier ist ein Knopf oder sowas. Warte mal, können wir den Knopf drücken? Ha, nee, anscheinend nicht. Ich mag Käse, steht auf dem Buch drauf. Alles klar, dann ist hier doch sowas, ein Bild, können wir da reinspringen? Nee, das geht auch nicht, dann haben wir, jo, hier aber, oh, den lesenden Stickman, der liest gerade fleißig ein Buch und ich glaube, dann sollten wir auf jeden Fall jetzt hier in dem Haus hier alles gefunden haben. Okay, wir schauen uns mal hier ein bisschen weiter um, haben wir vielleicht im Busch irgendwas oder hinterm Baum irgendeinen Stickman oder oben auf dem Baum? Jo, was ist das denn hier? Jo, ich habe einen Stock gefunden, einen Stick gefunden und wer ist er denn? Der chillt sein Leben, den Suntailing Stickman, haha, haben wir auch gefunden. Jo, ich will dich auch nicht länger stören. Chill du mal dein Leben. Hier ist so ein Stein. Gibt es irgendwo einen Geheimgang? Hier sind noch Steine und sowas. Aber weit und breit. Warte mal. Hier ist nichts in sich. Was ist hier? Ist das ein Knopf? Ah, nee, das ist auch noch ein Stein. Alles klar. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Stickmen hier gefunden, die es gibt. Und jo, was ist hier im Brunnen?
Brunnen. Hier im Brunnen ist doch locker irgendwas, oder? Jo, Alter. Oh, ein Labyrinth oder irgendwie sowas. Ha, was geht denn da ab? Wir müssen jetzt hier so ein Labyrinth bewältigen. Und danach werden wir wahrscheinlich hier irgendwo den nächsten Stickman oder sowas finden. Und hey, da oben ist wieder sowas. So ein Knopf oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob man die drücken muss oder so. Und hallo, Stickman? Gibt es hier irgendwo ein Strichmännchen für mich? Ey, Junge, was ist das bitte für ein schwieriges Labyrinth? Ey, da ist noch irgendwer. Aber nur Sackgassen. Hier sind überall Sackgassen. Okay, wir gehen mal den Weg. Okay, hier. Oh, ist hier irgendwas? Nee. Oh, Alter. Wo bin ich? Wo bin ich hier? Ich habe alle die Kontrolle verloren. Und? Hä? 6 steht da. Das ist auch eine blaue 6 oder so. Okay, das müssen wir uns merken. Vielleicht ist das ein Hinweis für irgendwas oder sowas. Da ist der Freunde. Wir haben den Strichmännchen gefunden. Confused Stickman. Er ist verwirrt. Wo ist der Ausgang? Folgt mir. Komm. Okay, aber ich würde sagen, Freunde, guck mal, wir können hier sogar rennen oder wir können hier mit Fast Travel hier zack an den Spawn wieder gehen. Ab geht es. Perfekt. Da haben wir ihn auf jeden Fall gefunden. So, was haben wir hier? Cool Tool Chat. Hier gibt es, ja, hier gibt es noch irgendwas. Solche Eggs und, hä? Wooden Stickman? Ab geht es. Yo, wo ist denn hier der Wooden Stickman? Ha, was geht da? Und, hä? Ach, da unten. Ha, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe den einfach nur eingesammelt. So, hier gibt es noch so ein Fahrrad, hier so ein Messband und sowas. Jo, was macht sie da oben? Können wir irgendwie hochspringen? Gibt es hier irgendwas oder sowas? Oh, hä? Alter, ich habe eine Crowbar oder irgendwie sowas. Seht ihr das? Warte mal, gibt es da ganz oben was? Ich glaube, da oben gibt es jetzt nichts. Aber wir haben jetzt eine Crowbar. Hey, auf mich zu verfolgen. Ja, die verfolgt mich jetzt. Mal schauen, was wir da machen können. Hier im Busch, genau, war hier nichts. Dann haben wir hier noch irgendwas. Okay, finde die Reihenfolge und mach etwas mit dem Code. Alles klar. Ich weiß nicht, was wir machen können. Vielleicht finden wir das später. Können wir hier runter? Ist es irgendein Geheimgang oder sowas? Wahrscheinlich müssen wir den Code öffnen. Jo, hier ist das Schneegebiet. Wie krass ist das denn? Guckt euch das Ganze mal an. Wir befinden uns jetzt hier im Schneegebiet. Und mal schauen, welche Strichmänner es hier auf jeden Fall geben wird. Hallo, Strichmänner. Und da ist einer. Da ist auf jeden Fall ein Stickman. Und zack, jetzt haben wir den Frozen Stickman auf jeden Fall am Start. Und ich sehe dort hinten direkt schon den nächsten. Okay, aber erstmal gehen wir hier das Haus hier rein. Okay, haben wir hier irgendwo einen Stickman? Oh, hier hinter ist irgendwas. Nee, was ist das hier? So eine Klingel. Doch, hier ist so ein Stickman. Guckt euch den mal an. Hilfe! Hilfe, ich bin Steckgebiet. Oh, aua, kannst du mal aufhören, mein Gesicht zu treten da oben? Was ist denn da los? Okay, okay. Ich glaube, wir müssen sogar hier neu teleportieren. Da sind wir jetzt wieder im Haus drin. Und da haben wir den Gingerbread Stickman. Boah, Junge, der war richtig gut versteckt, muss ich sagen. Und dann haben wir, yo, wir sind hier. Comfy Stickman. Ha, der ist boah, mit so einem schönen warmen Schal hier angezogen. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Ein Knochen. Wir haben den ersten von, oh, 3 Knochen gefunden. Das bedeutet, 3 Knochen müssen wir finden. Können wir hier rein? Hallo? Können wir nach oben? Hallo. Was ist denn da los? Und, oh, wir sind stecken geblieben. Nein, wir sind stecken geblieben im Schornstein. Hilfe, können wir hier raus? Hallo? Hallo? Ich komme hier. Okay, okay, ich bin rausgekommen. Nicht da rein, geh nicht da rein. Oh, sie ist auch reingegangen. Ich dachte, vielleicht gibt es da irgendeinen Stickman zu entdecken. Aber anscheinend nicht. Aber, Freunde, da oben ist hier der nächste Stickman. Nämlich den... oh, warte mal. Man macht mir einen Freund. Und warte mal, hey, ich kann den nicht einsammeln. Okay, das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich irgendwas finden. Gibt es hier irgendwie auf den Bäumen irgendwo so einen Stickman? Okay, alles klar. Hier gibt es nichts. Hier unten vielleicht irgendein Parkour oder Jump'n'Run. Wir müssen wirklich jetzt hier auf jede Kleinigkeit achten oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt es hier irgendwelche geheimen... Oh nein, ich bin runtergefallen. Irgendwelche Geheimgänge. Okay, da würde ich sagen, wir klettern aber jetzt mal hier nach oben. Hier gibt es doch locker auch irgendwelche Stickmans. Hier ist so eine Leiter. Und dann gehen wir noch hier so ab nach oben. Perfektomatico. Und warte mal, kommen wir hier hoch? Hallo? Wir kommen hier nicht hoch. Naja, da würde ich sagen, zack, müssen wir da drauf springen. Und jetzt von hier da drauf. Alles klar. Junge, wie weit oben sind wir? Und immer noch kein Stickman. Oh, sieht so aus, als mit der Weg hier enden steht. Und da haben wir ihn, den Captain, den Campenden Stickman, den Campfire Stickman. Der chillt hier auf jeden Fall sein Leben. Was geht denn da ab? So, zack, wir springen jetzt hier noch weiter nach oben. Alles klar. Und ich glaube, boah, okay, okay, wir müssen hier wahrscheinlich so einen kleinen Parcours machen. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Oh, oh mein Gott, ist hier ein Geheimgang? Können wir hier reingehen? Hallo? Warte mal, wir gehen probieren, so reinzugehen. Okay, sieht aber anscheinend nicht so aus. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir müssen wahrscheinlich hier, zack, so nach oben springen. Zack, noch weiter nach oben springen und hier so ein Parcours oder irgendwie sowas bewältigen. Wieso mit dem Sprung denn hier um die Ecke schaffen? Okay, vielleicht mit Shift-Lock, komm schon. Und nein, ich bin runtergefallen. Junge, Junge, das ist ja übertrieben schwer. Okay, okay, ab geht es nochmal nach oben. So, zack, okay, okay. Warte mal, wir machen das Ganze aus. So, und alle hopp. Ey, hä? Wir haben gerade den Sprung geschafft. Wir haben es doch gerade eben so irgendwie, geschafft. Auf einmal schaffen wir den Sprung hier nicht. So, okay, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Zack, jetzt hier ab nach oben. So, dann geht es hier. Komm schon. Ja. Zack, ab nach oben. Aber wo geht es jetzt entlang? Hey, sie springt einfach runter, hä? Ist der Sprung überhaupt möglich hier um die Ecke? Das ist ja überschwer.
Und wir haben es geschafft. Ab geht's. Jo, er hat's auch geschafft. Was geht ab? Uiuiui, das muss ich sagen, war schon ein bisschen schwieriger. Jo, da haben wir aber das nächste Strichmännchen gefunden, nämlich den Santa Stickman. Wie sieht der denn aus? Einfach den Santa Claus Stickman. Okay, okay. Haben wir sonst noch hier irgendwas oder sowas? Na, wir schauen uns mal um. Okay, die Reihenfolge ist entscheidend. Warte mal, können wir hier hoch? Ganz, ganz. Nein, vorsichtig. Oh, wie so runtergefallen. Na super, ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Haben wir hier vielleicht irgendwo so einen Geheimgang oder sowas? Nee, alles klar. Oh, da ist ein Stock oder sowas. Warte mal, Freunde. Wir probieren mal. Nein! Hier rüber zu springen. Das ging irgendwie. Ja, das ging irgendwie ein bisschen in die Hose. Wir haben hier Schneebälle, alles klar. Vielleicht haben wir bei den Spikes noch irgendwo so ein Stickman. Okay, es sieht aber nicht so aus. Hier an der Seite ist aber noch so ein Obby. Ihr seht es. Oh mein Gott, Junge. Jetzt müssen wir hier die ganze Zeit rumspringen. So, hab um die. Oh mein Gott, um die Ecke hier. Leben am Limit. Ey, das ist ja übelst gefährlich. So, jetzt müssen wir da so um die Ecke ganz. Zack. Oh mein Gott. Vorsichtig springen dann hier ab nach oben. Junge, was wird uns da erwarten? Alter. Okay, okay. Jetzt hier um die Ecke springen anscheinend. Und hopp. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, der Obby King. Der Obby King. Okay, wohin müssen wir jetzt? Müssen wir. Alter, schaffen wir den Sprung? Schaffen wir den Sprung? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay, wohin müssen wir jetzt hier gehen? Okay, wir sind da. Oh, da ist irgend so ein Geheimgang. Seht ihr das? Okay, wir schweben jetzt hier in der Luft oder so. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich hier darüber springen. Okay, Freunde, drückt mir die Daumen und let's go. Oh, oh, oh. Alter, haben wir es geschafft? Hilfe und jo, wir sind irgendwo drin. Der Yeti Stickman. Junge, das ist ein hartes Strichmännchen, was wir gefunden haben. Wie heftig ist das denn? Und wir springen jetzt hier wieder ab nach unten. Da haben wir ihn wirklich gefunden. Den Yeti Stickman. Und oh, da ist sogar noch irgendwas, Freunde. Da ist nämlich ein. Nein, ein Stock war da gewesen. Okay, den müssen wir auch noch holen. Und da haben wir ihn. Jo, wir haben einen Stock. Okay, was können wir jetzt damit machen? Jo, Kollege. Hallo, weißt du, was ich mit diesem Stock machen kann? Nee? Alles klar, würde ich sagen. Wir springen jetzt auf jeden Fall mal hier ab nach unten. Aber ich glaube, im Schneegebiet haben wir doch eigentlich jetzt relativ viel gefunden. Außer diesen Schneemann oder irgendwie sowas, der da war. Da haben wir irgendwie noch nichts gefunden. Das war ganz gar nicht gut. Können wir vielleicht von hinten, gibt es irgendwie so ein Geheimgang? Hä? Wir können einfach hier hochklettern oder irgendwie sowas. Guckt euch das Ganze mal. Habt ihr das gesehen? Jo, wir können hier hochklettern. Dann können wir hier irgendwie so drauf aufs Haus gehen oder sowas. Nee, okay. Hier ist anscheinend nichts. So, ist hier vielleicht irgendwie so ein Geheimgang im Schnee oder irgendwie sowas? Nee, okay. Da haben wir eigentlich auch alles abgefunden. Naja, da würde ich sagen, Freunde, komm. Wir gehen erstmal in die Spawninsel. Wir können ja nochmal später zu diesem Skigebiet. Und wir haben jetzt diesen Stock auf jeden Fall am Start. Und wie immer noch diese Crowbar. Und was steht hier? Gefahr. Nicht betreten. Vielleicht kannst du etwas finden. Oh, um die Bretter. Warte mal, so zerstört es. Yo, Freunde, mit diesem Crowbar, was ich hatte. Ihr seht es. Haben wir jetzt diese Bretter zerstört. Und oh, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? In einer Mine. Was geht denn da ab? Und können wir irgendwie. Yo, wir können ein bisschen schneller rennen. Hier müssen wir so einen Code eingeben oder sowas. Und oh, warte mal, da war doch irgendwas. Yo, wir haben eine Spitzhacke gefunden. Eine von 6 Spitzhacken haben wir gefunden. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Ich will aber keinen Spitzhacken finden, sondern ich will Stickmans finden. Jo, oh, ich habe 6 von meinen Spitzhacken hier verloren. Finde mich, um mich zu bekommen. Ja, alles klar, Freunde. Ich suche deine Spitzhacken. Eine habe ich schon bekommen. Aber ansonsten habe ich leider noch keine Spitzhacke oder sowas gesehen. Wir sind jetzt auf jeden Fall genau. Warte mal, ihr seht es. Oh, warte mal, hier. In der Mine, genau. Cave sind wir. Alles klar, da habe ich schon mal den nächsten Bereich freigeschaltet. Und wo sind hier seine Spitzhacken? Wir gehen jetzt erstmal hier ab nach unten. Vielleicht haben wir hier irgendwo so einen Geheimgang oder sowas. Hallo, kann mich irgendwer hören? Gibt's hier? Oh mein Gott, tatsächlich hier hinter, Freunde. Boom, da haben wir schon die 2. von 6 Spitzhacken gefunden. Ab geht es hier oben, Alter. Junge, das ist ja richtig, verwirrend hier. Oh, warte mal, ist das hier so ein Parcours oder sowas? So, zack, zack. Oh, wir können hier so nach oben springen. So, jetzt ab. Wow, 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 hier drauf, können wir irgendwie nach oben, hallo? Ich stecke hier fest, aber ich glaube, warte mal, Freunde, wir probieren mal so alle hopp hier hinzuspringen. Können wir jetzt hier rüber? Nein, Mist, okay, okay, fast haben wir den Sprung geschafft, aber wo ist jetzt hier seine Spitzhacken, um den nächsten Stickman hier freizuschalten? Und jetzt hier rüber, jo, wir haben es geschafft, und hä, warte mal, hier ist eine Leiter, Freunde, guckt euch das Ganze an, warte mal, können wir hier nach oben, wo ist mir jetzt angekommen? Wir sind im geheimen Raum und hier, Freunde, oh mein Gott, da haben wir den, oh mein Gott, den Crystal Stickman. Und der ist sogar der harte Mode, Junge. Durch diesen Parcours. Oh, wie kommen wir wieder hier runter? Ich habe mich hier komplett verirrt, muss ich sagen. Oh Gott, ich weiß gar nichts mehr. Hier geht es. Aua. Ab nach unten. Okay, den Obby haben wir jetzt auf jeden Fall bestanden. Das läuft doch hier schon mal sehr, sehr gut. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Oh, hier oben locker ist doch irgendwas hier in der Ecke. Okay, nein, hier ist nichts. Oh, da ist ein Buch und hier ist so eine Spitzhacke, Freund. Okay, perfekt. 3 von 6 Spitzhacken haben wir anbekommen. Ich werde diesen Ort erkunden. Stickman. Das bedeutet hier unten irgendwo, komm schon. Muss doch irgendwo noch ein Stickman oder sowas sein. Strichmännchen, komm und zeig dich. Hä?
Hallo? Sind wir jetzt hier in der Falle oder wie? Gibt es hier nichts? Und na, nein, wir sind jetzt hier einfach eingesperrt oder so. Ja, na toll, okay, da würde ich sagen, gehen wir wieder hier ab nach oben. Klettern wieder hier ab nach oben. Aber hier irgendwo muss doch locker noch ein Stickman sein. Jo, das ist ein Loch gefallen. Hallo? Alles gut bei dir? Oh mein Gott, hier ist Lava. Kann ich da reingehen? Naja, da passiert auf jeden Fall auch nichts. Das ist nicht so gut. Dann gehen wir mal hier irgendwie vorsichtig schauen. Aber hier ist auch nichts. Und... Jo, da ist einfach ein Stein-Stickman. Dieser Mini-Stickman, boah, den habe ich ja fast gar nicht gesehen, ey. Der war übel schwierig zu finden, okidoki. Okay, vielleicht finden wir ihn noch irgendwo bei den Steinen oder irgendwie sowas. Alter, ich muss sagen, die manche Verstecke sind super einfach, aber manche sind auch sowas von schwer. Ihr seht es, wir haben schon einige einfache, 16 Stück haben wir gefunden, 19% haben wir gefunden. Insgesamt gibt es 83, okay, Strichmännchen, die wir finden können. Und guck mal, Freunde, hier ist einfach eine Zahl, hier hellblau 3 oder irgendwie sowas. Und vielleicht brauchen wir das gleich für den Code oder sowas. Okay, das müssen wir uns merken. Hellblau 3, bis hier vielleicht beim Grün. Da, 7, okay. 3, 7, okay, das müssen wir uns merken, die Zahl. Hier beim Rot oder beim Pinken, hier irgendwo müssen wahrscheinlich hier noch geheime Zahlen oder irgendwie sowas versteckt sein, die wir dann gleich für den Code brauchen. Hier ist noch eine 4, perfekt beim Roten, okay. 3, 7, 4, das müssen wir uns merken. Dann springen wir hier, oh nein, hier ab nach unten. Haben wir vielleicht hier beim Pinken noch irgendwo, sehen wir, hier muss doch irgendwo eine Zahl sein. Da drüben seht ihr, ist eine 2, okay, perfekt. Und jetzt müssen wir nur noch hier so auf den blauen, oh Gott, drauf springen. Und auch eine 7, okay, perfekt. Das bedeutet, wir sollten jetzt auf jeden Fall den Code haben. So, was war das jetzt hier nochmal? Wir müssen nochmal schauen. Eine 3, alles klar. Okay, 3, 7 und ich habe schon alles wieder... ich habe schon wieder alles vergessen, Freunde. Okay, habt ihr euch das Ganze gemerkt? Okay, dann würde ich sagen, okay, das Rote war eine 4, dann eine 3, dann eine 7. Pink war 2 und Grün war, glaube ich, auch eine 7, Freunde. Es war das richtige Passwort und wir haben jetzt den Alien-Stickman, Junge, und wir sind gestorben, alles klar. Was ist denn da los? Okay, dann würde ich sagen, wir sollten jetzt erstmal hier fertig sein mit der Cave. Junge, was ist hier? So ein Parcours oder irgendwie sowas, so ein Obby. Oh, warte mal, ist hier so ein Geheimgang, Freunde? Irgendwie, das sah so ein bisschen aus wie ein Geheimgang. Haben wir vielleicht hier irgendwie Geheimgang? Oh, wird vermisst, alles klar. Warte mal, können wir ihn holen? Ah, ich habe ein Poster auf jeden Fall gefunden und hier ist auch wieder so ein Knopf oder sowas. Ist im Busch irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Hier an der Seite vielleicht? Nee. Dann probieren wir mal jetzt hier diesen Obby hier zu meistern. Hier gibt es locker doch auch irgendwas zu gewinnen. Hier ist so ein Strichmännchen oder sowas. So, jetzt hier, zack. Wow, wow, wow. Alter, vorsichtig im Eck. Okay, das ist echt ein bisschen schwieriger, als ich dachte. So, jetzt hier vorsichtig. Und zack. Okay, ab geht es. Und jetzt hier so ab. Alter, können wir nach oben springen? Oder müssen wir da um die Ecke springen? Ich glaube, nach oben. Boah, es ist unmöglich. Da sind wir oben angekommen und ab geht es. Und da haben wir den Parcours-Stickman. Boah, okay, das war schon ordentlich schwierig, muss ich sagen, der Parcours. Okay, gibt es hier oben noch was? Hier gibt es sogar auch noch einen, der nicht so schlaue Stickman hat. Junge, hat er sich einen Nagel in den Kopf gebohrt? Was hat er denn gemacht? Alles klar, okay, die zwei Stickman haben wir jetzt auf jeden Fall gefunden. So, würde ich sagen, können wir hier vielleicht irgendwie nach oben gehen? Hier muss doch locker irgendwo einen Geheimgang geben, Freunde. Hier irgendwo? Nee. Oh, wir haben sogar so einen Wasserfall. Nicht mal hinter Wasserfall oder irgendwie sowas. Alles klar, gut, dann müssen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen, oh, oder? Okay, ein bisschen genauer anschauen, weil hier muss doch irgendwie Strichmänner geben. Strichmänner, komm zu mir. Oh ja, komm zu Papa. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt wahrscheinlich hier noch ein Obby hier machen. Okay, der war jetzt nicht so schwer. Das war's mit dem Obby. Haben wir hier vielleicht hier hinter, oh, irgendwas hier unten, Freunde, guckt euch den mal an. Oh, du Ali, komm schon. Nein, wir haben ihn fast getroffen, aber hier, oh mein Gott. Tatsächlich, der Wasserstickman. Das war ein harter. Und oh, wir haben eine 7 gefunden. Eine grüne 7. Alles klar, vielleicht bringt das was. Oh, hier ist noch irgendwas. Hallo, ich will hier raus aus dem Wasserfall. Was ist denn da los? Hä? Wie sind wir überhaupt hier reinkommen? Ich glaube so von der Seite oder irgendwie sowas. So, perfekt, okay. Da sind wir wieder draußen angekommen. Let's go. Aber wir müssen jetzt wieder hier so ab nach oben. Oh, warte mal, was ist hier? Ist hier noch irgendein Weg? Nee, okay. Wir müssen jetzt wieder hier so, zackidi, zack, ab. Oh, oh, nach oben. Ich habe da irgendwas gesehen beim Baum. Hier drüben. Da ist ein Stickman. Aber wie kommen wir jetzt da oben? Wie kommen wir nach oben auf den Baum drauf? Dich kriege ich noch irgendwie. Aber erstmal müssen wir uns um den Kollegen hier kümmern. So, komm schon, zack. Und ey, oh, ich traue mich nicht runterzuspringen. Und jetzt aber. Und da haben wieder den hängenden Stickman gefunden. Ab geht die Post. Dann gehen wir mal hier weiter und
Ah, hier ist der Hund Stickman. Und ich glaube, für ihn müssen wir die Knochen sammeln oder sowas. Und wir haben ja mittlerweile schon ein Knochen gefunden oder irgendwie sowas. Oh, da ist die nächste Zahl. Eine rote 1 oder sowas. So eine grüne 7 war das, glaube ich, die wir gefunden haben. Alles klar. Oh, warte mal, was ist hier? Jo, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Alter Schwede. Oh, no sprint zone. Okay, das bedeutet, wir dürfen hier nicht sprinten oder sowas. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier so den, oh, Parcours bewältigen. Und jetzt bloß nicht ins Wasserfall. Alter, das ist ja übel schwer. Und zack. Hä? Wie sollen wir den Sprung schaffen? Okay, ich würde sagen, okay, mit Anlauf und alle hopp. Hä? Junge, okay. Das wird auf jeden Fall jetzt. Ah, eine harte Challenge vielleicht. Ah, müssen wir jetzt hier hin erstmal. Genau, und jetzt bewegt sich das Ganze. Und zack. Oh mein Gott, okay, ich drehe mich mit. Oh ja, und oh Gott, noch eine Runde. Ich drehe noch eine Runde. Komm schon. Und jetzt. Oh mein Gott, sind wir rübergesprungen. Perfekt. Wie ein Profi. Nein! Der letzte Sprung, ey. Und jetzt aber. Perfekt, da haben wir ihn, den sandigen Stickman. Oh ja, und jetzt raus hier auf jeden Fall. Zack, da haben wir den sandigen Stickman jetzt hier mitgenommen. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo was? Hier beim Strand, genau, da hat er so sein Leben gechillt. Ich glaube, den haben wir. Wer ist er denn? Der angelt hier seine Fische hier. Der Fishing Stickman. Let's go hier. Und dann haben wir hier, oh, warte mal, wie können wir da rein? Hallo? Kann ich da rein? So, irgendwie? Hier, irgendwie, hallo? Ich möchte hier rein und irgendwie, der lässt mich nicht rein. Aber da ist ein Stickman, Freunde. Der Kapitän. Vielleicht so von außen, wisst ihr, so, oh, in die Scheiben rein. Hallo? Kann ich rein? Kann ich rein bei dir? Nein. Okay, ich glaube, bei dem komme ich nicht so einfach rein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und gehen mal in die Wüste. Guckt euch das Ganze an. Wir können jetzt einfach sogar hier in die Wüste gehen und zack. Johoho. Und hier gibt es locker auch bestimmt richtig viele, oh mein Gott, Strichmännchen oder irgendwie sowas. Hä? Was machen wir denn? Müssen wir alles ausfüllen oder irgendwie sowas? Haben wir es richtig gemacht? Naja, ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Ich glaube, alles war falsch. Hier gibt es doch locker irgendwo so einen Kaktusstrichmann. Und wo ist wieder jetzt hier unten angekommen? Okay, wir sind in irgendeinem weiteren Obby oder irgendwie sowas gelandet. So, alle hopp. Okay, ich glaube, das wird jetzt ein schwieriger Obby, aber alles klärchen. So, bis jetzt sieht alles gut aus. Dann zack, ich glaube, wir müssen jetzt hier genau. Perfekt. Nein, da ist mir runtergefallen. So, hier im Schifflock so rumrennen. So, zack. Okay, mal schauen, was uns jetzt hier warten wird. Ich glaube, das wird auf jeden Fall jetzt ein harter, harter Obby. Oh, Tap. Genau, einmal hier rüberspringen. Wir müssen jetzt wirklich genau auf das richtige Timing warten. Und jetzt. Und okay, das war nicht das richtige Timing, aber, oh, warte mal, Freunde, was ist das da unten? Da unten ist auch noch ein Stickman, ihr seht es, und alle, hopp, wir springen jetzt, ey, runterspringen jetzt hier und zack, wir haben den Quicksand Stickman hier unten gefunden. Naja, ich würde sagen, Freunde, ohne Parcours kümmern wir uns gleich. Ich glaube, ey, ich will hier raus. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr harter Parcours hier, aber wir schauen uns mal hier nach einfachen Strichmännchen erstmal um, vielleicht hier im Gras oder irgendwie sowas. Hier gibt es noch irgendwas, hier im Kaktus, aua, voll gegen den Kaktus gelaufen. Okay, hier ist aber alles nochmal in Ordnung. Vielleicht gibt es hier noch weitere Geheimgänge oder sowas. Hier ist ein Stück Knochen oder sowas. Können wir hier irgendwo, oh, reingehen? Hier ist doch irgendwo ein Eingang. Guckt euch das Ganze mal. Boah, hallo. Der ist einfach auf seinem Kamel. Ich habe den Kamel-Stickman gefunden. Der sieht auf jeden Fall super lecker aus. Nicht lecker, sondern lustig aus. Wie komme ich auf lecker, ey? Naja, dann würde ich sagen, wir spazieren mal am Rand vorbei. Oh, wen haben wir denn da? Da haben wir, oh, warte mal. Oh, finde das Puzzle heraus, um den Stickman zu finden. Alles klar, okay. Um dich kümmern wir uns gleich. Ja. Ich merke mir dich, Kollege. So, dann haben wir hier noch irgendwelche Steine. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Geheimgang oder irgendwie sowas, wo wir reinkommen? Oder hinter den Steinen irgendwo. Ansonsten gehen wir gleich mal in diesen Wüstentempel irgendwie so rein. Und der Besitzer macht gerade eine Pause. Alles klar. Kann ich hier? Jo, hier irgendwo rein. Was ist das denn? Ich habe eine Schaufel gefunden. Guckt euch das Ganze mal an. Okay, die brauchen wir vielleicht auch noch irgendwann für irgendwas. Kann mir hier damit irgendwas hier so buddeln oder so? Hier hinter? Okay, ist auf jeden Fall nichts. Aber hier ist noch ein weiterer Parcours hier. Wir springen über den See hier. Und da ist mir, bei einer Pyramide gelandet. Und hier bist du locker hier irgendwo. Hallo, ein Strichmännchen? Nein, da würde ich sagen, müssen wir, nach unten gehen hier. Boah, wir sind jetzt hier unten einfach hier in der Pyramide. Mal schauen, oh mein Gott, was es hier zu entdecken gibt. Hier, vielleicht hier irgendwo so ein Fackelstrichmännchen oder sowas. Ich glaube, hier gibt es nichts. Oder haben wir, irgendwas übersehen? Warte, geht es hier noch weiter ab nach unten? Hallo, kann ich hier runtergehen?
So, perfekt. Oh mein Gott, wir sind jetzt hier tatsächlich unten. Guckt euch das Ganze, Mann. Und hier muss irgendwo einer versteckt sein. Hallo, kann mich irgendwer hören? Irgendein Strich. Oh Mensch, okay, da sind wir wieder am Anfang angekommen. Okay, dann gehen wir mal hier entlang. Immer links schön halten. Hier sind nur Juwelen. Da haben wir einen Freund. Ich habe den, wow, Kisten-Stickman gefunden. Das nächste Strichmännchen ist auf jeden Fall hier, zack, auf meiner Liste. So, Schaufel, komm auf jeden Fall mit. Vielleicht brauchen wir dich noch später. Oh mein Gott, hier geht es noch tiefer nach unten. Jo! Und oh, na, das war eine Falle. Da durfte ich anscheinend nicht runterspringen. Naja, dann schauen wir uns doch mal hier rum. Genau, hier ist der Schatzraum. Dann springen wir hier ein bisschen drüber. Haben wir vielleicht irgendeinen Stickman oder sowas, den wir noch übersehen haben? Gibt es hier so ein Parcours? So, zack, hier hoch. Oh, wir sind auf jeden Fall weiter hochgesprungen. Wir müssen wahrscheinlich irgendein Obby oder sowas machen. Und jo, wer ist er denn? Wir haben den Pharao-Stickman gefunden. Oh, wie cool ist das denn, ey? Einfach so einen Pharao hier im Labyrinth gefunden. Okay, dann würde ich sagen, hallo, gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube, ansonsten haben wir hier unten hoffentlich alles gefunden. So, wir gehen wieder hier ab nach oben von der Pyramide. Haben wir hinter der Pyramide noch irgendein Stickman oder irgendwie so ein Geheimgang? Das war ja bei Fight the Marker, war auf der Pyramide hier irgendwie so ein Geheimgang. Aber hier anscheinend nicht. Okay, dann hier im Gras ein Stickman. Nee, hier ist auch kein Stickman. Das, einer Freunde. Alter, können wir zu dem springen? Ich rette dich und Kollege, boom, den schwimmenden Stickman. Okay, okay, sehr, sehr cool. Den haben wir auf jeden Fall auch gefunden. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, oh, warte mal, haben wir dich mitgenommen? Wer bist du denn? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Der läuft ja schon komplett aus wie der Stickman. Das ist der schmelzende, das schmelzende Strichmännchen. Wegen der heißen Sonne schmilzt er einfach. Jo, sorry, ich habe keine Zeit für dich. Schmilzt du mal vor dich hin. Und wir betreten jetzt mal hier diesen Tempel. Mal schauen, was auf jeden Fall jetzt hier zu entdecken. Wir haben hier einen König, einen King. Den King Strichmännchen. Oh, hier ist ein Bild. Gibt es hier? Oh, vielleicht ein Geheimgang. Locker gibt es hier keinen Geheimgang. Alles klar. Hier ist doch ein. Achso, das ist eher einfach. Der hat so sein eigenes Bild hier hängend hier. Das ist anscheinend hier sein Königreich. Das können wir hier irgendwie so nach oben oder sowas oder hier vielleicht drunter irgendwo ein Geheimgang oder sowas. Nee, aber hier gibt es ein Parcours. Okay, den müssen wir jetzt hier so bestehen. Hier, zack. Dann müssen wir jetzt hier holly hopp um die Ecke springen. Jetzt hier drauf. Nein. Boah, ich dachte, wir machen das First Try, ey. Das ist auf jeden Fall mega, mega krass gewesen. Aber, nee, leider natürlich nein. Nicht. Ey, Mann, hier diese ganzen Parcours, ey. Die werden auch immer, na, die werden auch nicht leichter, muss ich sagen. Aber, komm schon. Zack, zack, zack. Oh, ja. Sehr, sehr gut. Okay, und jetzt müssen wir hier um die Ecke springen. Alles Klärchen. Und jetzt hier, oh mein Gott, um die Ecke, jetzt hier. Oh, alter Schwede. Wir stoßen, nein, die ganze Zeit unseren Kopf. Wir waren schon so, so weit. Dann hier rüber. Okay, okay, okay. Wir sind sehr, sehr weit. Wir sind sehr, sehr weit. Zack. Jo, wie soll ich jetzt da rüber springen? Über diese einzelnen, oh mein Gott, dünnen Stäbe und so. Zack, zack. Dann hier rüber. Okay, okay. Junge, es hört ja einfach nicht auf. Der Parcours hört einfach, oh, oh, oh. Nein, nein. Wir müssen jetzt ins Wasser gefallen. Konzentration. Komm schon. Die letzten Sprünge und jawohl. Oh mein Gott. Da haben wir es endlich geschafft. Den nächsten Stickman. Und hier geht sogar eine Leiter nach oben. Oh ja, komm mit, Mr. Schaufel. Und da haben wir, jo, wir haben den nächsten Knochen gefunden. Den zweiten von drei Knochen. Sehr, sehr gut. Alter, was ist das denn hier? Gewinnen? Tanzen? Alien? Können wir irgendwie rein? Okay, hier kommen wir anscheinend nicht rein. Hier stehen nur irgendwelche mysteriösen Zeichen. Haben wir vielleicht hier irgendwas? Oh, hier ist locker ein Obby oder irgendwie sowas. Können wir hier so drauf springen mit der Schaufel oder irgendwie sowas? Nee, ich glaube, das geht nicht. Ist hier irgendwo so ein Geheimgang? Wir müssen natürlich immer hier die ganzen Geheimgänge alles wirklich abchecken. Auch hier, Freunde, ist irgendwie so ein Knopf oder sowas. Können wir hier so nach oben springen? Nee, das geht nicht. Aber wir kommen doch locker hier irgendwo rein. Irgendwo müssen wir doch jetzt hier reinkommen. So, komm. Geheimgang, Geheimgang, Geheimgang. Irgendwo Geheimgang. Nee, okay. Nur hier dieser, diese Tür. Hier können wir aber hochgehen. Bei dieser Statue hier. So, zack. Perfekt, okay. Jetzt sind wir oben auf der Statue drauf. Und können wir jetzt hier auf den Turm springen. Let's go. Warte mal, war hier irgendwas? Okay, nee, ich glaube, das war... Oh, doch. Hä, warte mal. Wir können ja... Ah, die Schalter oder irgendwie sowas aktivieren. Ihr seht, hä, wir haben das Ganze so aktiviert. Blau, gelb. Und jetzt können wir die ganze so verschiedene Farben machen. Alles klar. Und jetzt können wir aber hier nach oben klettern. Und du bist vorhin nicht sicher. Da haben wir den, jo, den Flank-Stickman gefunden. Haha. Vorhin hier ganz, ganz oben haben wir eine richtig schöne Aussicht. Und da ist sogar der nächste Stickman bei diesem Turm oder irgendwie sowas. Kommen wir da irgendwie hin oder sowas? Von hier außen gibt es auch noch so Sprünge. So, dann hier, so, zack. Und perfekt. Jetzt sind wir tatsächlich oben angekommen und können hier hier rumlaufen. Das ist doch schon mal sehr, sehr krass. Und danach machen wir uns hier auf die Suche nach dem... Oh, warte mal, nach dem nächsten Stickman. Der muss doch hier irgendwo auf irgendeinem Turm gewesen sein. Und oh, da ist der, Freunde, da ist der. Guckt euch, hä?
Warte mal, das ist ein... Der Foto-Stickman. Ha! Einfach so ein Bild von dem Stickman ist da. Von dem kleinen Strichmännchen. Alles klar. Okay, da würde ich sagen, gehen wir noch auf diesen Turm. Haben wir noch hier irgendwo so ein Strichmännchen oder sowas am Start? Und tap. Okay, okay. Hier haben wir weit und breit nichts in sich. Also, ich habe zumindest nichts gesehen. Alles klar. Und hier gibt es sogar noch ein Obby oder irgendwie sowas. Ein weiterer Parcours. Oh, ja, warte mal. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, alles klar. Und, yo! Was? Wir haben die Schaufel benutzt, um uns hier runter zu graben. Und jetzt haben wir den Invisible Stickman bekommen. Einfach den unsichtbaren Stickman. Junge, mit unserer Schaufel haben wir uns hier runtergebuddelt. Okay, das bedeutet, unsere Schaufel hat sich hier schon ein bisschen gelohnt. Und warte mal, wie sieht der denn aus? Einfach so ein Trollplatz. Und gib in den Chat ein /E-Answer, um ihn zu bekommen. Junge, das ist doch locker ein Troll oder sowas. Okay, wir geben es genauso ein. Und Freunde, oh, warte mal, wir haben es freigeschaltet. Und Halleluja, da haben wir den Funny Stickman. Alles klar, okay, und jetzt, jo, warte mal, müssen wir hier ein Obby machen oder irgendwie so, Obby für Antworten. Okay, da würde ich sagen, können wir hier irgendwie, zack, hä, können wir nicht rüberspringen, hä, hallo? Naja, wir gehen erstmal weg von diesem komischen Parcours. Das ist sehr merkwürdig, ey, womit es sich das auffällt. Aber ich würde sagen, wir teleportieren uns mal hier sofort wieder an unseren Spawn hier. Und dann schauen wir mal. Hier haben wir doch locker auch irgendwas übersehen hier auf dieser Spawnwelt oder so. Wir gehen doch mal in die Mine. Hier haben wir doch, hier fehlen uns doch noch diese Spitzhacken hier. Wir müssen ja 6 Spitzhacken oder irgendwie sowas finden. Und ich glaube, 3, oh, war da irgendwas? Nee, okay, 3 Spitzhacken haben wir ja auf jeden Fall schon gefunden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber wo sind die nächsten 3 Spitzhacken, um auf jeden Fall diesen Miner, genau den Kollegen hier freizuschalten da drüben, ha, mit diesem Bauarbeiterhelm oder so. Ja, 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 ich suche deine Spitzhacken, du musst dich nicht wieder volllabern. Ist in Ordnung, ich gebe dir ja schon mein Bestes. Wir schauen nochmal hier unten, aber ich glaube, hier unten war ja nichts. Und, hä? Warte, was ist das denn jetzt hier? Guckt euch das Ganze mal. Wir haben, jo, den vermissten Stickman gefunden. Und hier sogar die nächste Spitzhacke. Freunde, das war der mit der vermissten Anzeige oder sowas, wo wir die vermissten Anzeige oben gesehen haben. Und dadurch hat sich auf jeden Fall jetzt hier dieses Portal freigeschaltet. Jo, wir haben ihn zwar gefunden, aber raushelfen kann ich hier trotzdem nicht. Tschüss, leb wohl. Okay, okay, okay. Da haben wir jetzt wirklich das vermisste Strichmännchen auch noch gefunden. Okay, dann gehen wir hier mal nach oben. Haben wir hier, oh, warte mal, hier noch irgendwas. Jo, tatsächlich, hier ist die nächste Pickaxe. Okay, 5 von 6, das bedeutet noch eine fehlt uns noch. Noch eine einzige letzte fehlt uns noch. Wo kann hier die allerletzte Pickaxe sein? Und warte mal, was ist das denn hier? Warte mal, können wir da rein? Und tatsächlich, und da haben wir sie, die allerletzte Spitzhacke. Okay, let's go, ich möchte hier raus. So, perfekt. Junge, wie heftig war das denn? Alter, neben diesem Stone Stick, man. Aber ich habe den Geheimgang davor gar nicht gesehen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zurück. Mina, Strichmännchen, ich komme. Diesmal werde ich dich schnappen. Und Freunde, als nächstes müssen wir gucken, mal was wir mit diesem Stock hier machen können. Und vielen Dank. Und jo, so ein schwerer Stickman war das. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen raus aus der Cave und gehen mal wieder zum Schneegebiet hier, weil hier haben wir diesen Stock bekommen und irgendwas müssen wir doch hier mit diesem Stock hier machen können. Ich meine, naja, wir müssen das Ganze auf jeden Fall herausfinden. Aber ich wüsste auch nicht, was wir damit machen könnten, Freunde, oder irgendwie sowas. Und, hä? Warte mal, yo, was ist das denn? Wir haben einfach hier den Stock angezündet. Junge, vielen Dank, Campende Stickman. Was geht denn da ab? Und Alter, was können wir damit machen, hä? Können wir damit irgendwas so zum Schmelzen bringen oder sowas? Guckt euch das Ganze mal. Ich habe jetzt hier... Oh, warte mal, eine Fackel oder sowas. Was ist das hier? Das sind solche Schneebälle. Kann ich damit irgendwas anklicken oder sowas? Nee. Kann ich hier diese Gletscher zum Schmelzen bringen? Nee. Aber hier muss ich doch irgendwas machen können oder sowas. Hier ist... Alter, das habe ich ja gar nicht gesehen davor, hä? Hier ist so ein riesiger Eisgletscher oder irgendwie sowas. Ha. Da würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal da rein. Ah, damit können wir jetzt hier den Eingang hier zu diesem Eisklotz hier aufschmelzen. Und da haben wir den nächsten Stickman freigeschaltet, den Icy Stickman. Boah, der ist ja total eingefroren. Brrr, ist das hier kalt drin. So, gibt es hier sonst noch irgendwas zu entdecken oder so? Oder war es das hier von eigentlich an der Seite? Nee, okay, anscheinend war es das so. Wir probieren mal hier irgendwie hoch zu klettern. So, hier drauf zu klettern. Alle hopp. Okay, okay, der Sprung geht nicht, aber... Oh, warte mal. Oh, hier ist was. Guckt euch das Ganze mal. Wir haben jetzt hier Schneebälle oder sowas. Können wir irgendwie so hochklettern hier? Nee, ich glaube, nach oben können wir nicht. Aber da oben ist doch irgendwas. Ah, ich glaube, ich habe auch schon eine Idee, wo wir diese Schneebälle hinbringen. Weil hier gab es doch irgendwo so einen Ort. Warte mal, können wir irgendwas zum Schmelzen bringen? Wo es diesen Schneemann-Stickman oder irgendwie sowas gab. Und den konnten wir uns aber noch nicht einsammeln. Dafür müssen wir noch irgendwas machen. Und deswegen würde ich sagen, so, schauen wir uns erstmal hier um. Haben wir hier noch irgendwas übersehen oder sowas hier? Oh, unter den Bäumen. Alter, das könnte echt sein. Aber nee, ey, pass auf, Junge, ich habe hier Rare aus. Abgefackelt. Ha, sorry. Hier vielleicht
irgendwas? Können wir das zum Schmelzen bringen? Oder hiermit irgendwas machen? Nee, okay, das geht nicht. Da drüben, Freunde, ihr seht es. Und, warte mal, können wir das jetzt hier so platzieren? Und tatsächlich, wir haben hier... Ah, was? Nur die erste Schneekugel platziert. Das bedeutet, hier muss es irgendwo noch eine zweite Schneekugel geben oder sowas. Oder vielleicht sogar noch eine dritte Schneekugel geben. Oh Gott, wo soll ich die denn hier finden irgendwo? Aber irgendwo hier im Schneegebiet muss sie ja sein. Wir können mal hier unter den Bäumen gucken. Hier versteckt sich doch locker auch irgendwo irgendwas. Und hier haben wir den nächsten Junge, den habe ich ja davor gar nicht gesehen hier. Einfach hier so ein Schneeball hier. Alle aus dem Weg oder ihr kriegt einen Schneeball ins Gesicht. Haha. Und damit werden wir jetzt hier vorbei an diesem Frost hier. Oh, der Arme, der friert ja schon. Hier vorbeigehen, so zack. Und jetzt hier nach oben springen, Freunde, das Ganze platzieren. Und da haben wir ihn. Und Dankeschön. Und da haben wir den Schneemann, Stickman am Start. Oh ja, oh, wir können hier sogar nach oben hier springen. Warte mal, können wir da rein? Und jo, hier war einer im Kamin drin. Ich habe ihn gerettet. Ey, hallo, ist der wer? Da ist der, Freunde. Da ist auf jeden Fall der Stickman am Start hier. Okay, Freunde, wir probieren noch einmal nach oben zu gehen, weil ich glaube, ganz, ganz oben haben wir noch irgendwas übersehen oder irgendwie sowas. So, wir gehen mal hier ab nach oben. Moin, moin, wieder hier zum Campfire-Dude am Start. So, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier wieder diesen Parcours so absolvieren. Oh Gott, ja. Springen müsste man einmal können, ey. Mein Gott, ey. Diese Obbys werden auch nicht leichter, muss ich sagen. So, und jetzt, boah, dieser Megasprung hier um die Ecke, der war ultra, oh mein Gott, schwer, okay, wir haben es geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft, so, jetzt sind wir hier ankommen und hier, oh mein Gott, guck mal, hier gibt es sogar, hier genau, hier waren wir schon bei Santa Claus oder irgendwie so und können wir jetzt hier runterrutschen einfach, warte mal, das gucken wir uns mal gleich an, aber als erstes, genau, hier nach oben konnten wir ja nicht gehen, aber hier gibt es doch einen Parcours, guckt euch das Ganze an, Alter, wie schwer wird das denn sein, wenn wir jetzt hier einmal runterfallen, dann, oh mein Gott, was ist das mit unserem Leben jetzt, so, ganz, ganz vorsichtig hier, so um die Ecke jetzt, bloß, oh mein Gott, keine falschen Bewegungen machen. Und zack, zack. Oh mein Gott, okay, okay. Sehr, sehr gut. Und komm schon. Komm schon. Ey, komm schon. So, jetzt haben wir es geschafft. Alter Schwede. Wir sind jetzt hier gleich. Oh mein Gott. Ich dachte, ich bin runtergefallen. Wir sind hier gleich am Gipfel angekommen von diesem ganzen. Wow, Schneeberg. Ja. So, wo sollen wir jetzt hin? Hier, zack, um die Ecke. Perfekto. Matikot. Yo, wer ist er denn? Der Bundle Stickman. Und wir sind jetzt hier ganz, ganz oben angekommen auf der ganzen Schneemap. Was geht denn da ab? Und alle hopp, wir springen wieder hier runter. In den Schnee hier. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in diese Rutsche hier nach unten. Können wir diese Rutsche runterrutschen? 3, 2, 1 und festhalten. Oh, wir gehen einfach nur runter, okay? Ich habe es mir ein bisschen cooler vorgestellt, muss ich sagen. Aber wir gehen hier nach unten. Und wer ist er denn? Guckt den euch mal an. Der fährt Ski. Der Ski-Stickman. Wie cool ist das denn, ey? Können wir irgendwie rüber oder sowas? Nee, ich glaube, wir können hier nicht rüber, oder? Können wir runter? Okay, wir können hier nur runterspringen. Und Freunde, was ich auch noch gesehen habe, genau, wir sind ja hier oben hier rumgesprungen. Hier an der Seite gibt es doch eine Eishöhle. Können wir da reingehen oder so? Oh, yo, wir sind jetzt hier drin, Alter. Wir gleiten hier richtig und kommen schon. Hier muss doch auch irgendwas sein. Das bedeutet, wir müssen hier so... oh Gott, nein. Wir fahren Schlittschuh. Bloß nicht hier ausrutschen. Können wir hier runter? Hä, hey, was ist das denn hier? Hey, hier war doch... War hier kein Stickman oder sowas? Oh, wir brauchen bestimmt einen Code oder sowas dafür. Die Sterne sind schön und E steht hier einfach. Hallo? Kann ich hier runter? Oh, ich bin runtergefallen. Okay, ich lebe aber noch. Alles in Ordnung. Als ob hier nichts ist. Als ob hier sonst hier nichts ist hier in dieser Höhle. Nicht mal ein einziges Strichmännchen oder sowas. Okay, das ist echt hier eine Enttäuschung, diese Eishöhle. Ich dachte jetzt, ist hier eine fette Party oder irgendwie sowas. Aber hier ist wirklich gar nichts. Oh, warte mal. Oh, hier war doch irgendwas. Warte mal, wir gehen mal hier rein. Hey, lass mich rein. Ich komme hier nicht rein. Ich gleite hier die ganze Zeit nur von einem Ort zum anderen Ort. So, und jetzt... Ah, warte mal, wir müssen wahrscheinlich hier so rein, so mit der Seite. Zack und jo. Hä, wo sind wir? Sind wir richtig? Da oben ist einer und tatsächlich den, den kalten Stickman haben wir gefunden. Boah, der hatte sogar eine harte Schwierigkeitsstufe. Okay, wenigstens einen haben wir noch gefunden und ich dachte, hier gibt es echt noch gar nichts zu holen. Okay, da würde ich sagen, gehen wir mal, wohin können wir gehen? In den Tempel oder irgendwie sowas. Warte mal, was war das? Ah, genau, das war hier die Pyramide oder sowas. Jo, den haben wir, hatten wir den überhaupt genommen? Den Mumien-Stickman, den haben wir noch gar nicht genommen, ey, den habe ich ja voll... Übersehen, ist da drin irgendwer? Hallo? Ist da irgendwer? Kuckuck. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, hier haben wir noch verhältnismäßig wenig gefunden. Hier gibt es locker noch viel, viel mehr zu entdecken. Ich meine, wenn es sogar so ein extra Bereich oder sowas dafür gibt, wisst ihr? Hä? Yo! Warte mal, hier waren wir noch gar nicht. Was ist das denn für ein Ort? Guckt euch das Ganze mal an. Junge, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr heftig aus. Und hier gibt es doch locker irgendeine fette Party oder sowas. Ich will jetzt mal so 10 Stück auf einmal finden. Das wäre krass. Alles klar. So, dann würde ich sagen, so... Gehen wir jetzt hier einfach ab nach unten. Komm, jetzt geht es einfach nach unten. Hier muss doch irgendwas hier sein. Junge, wie tief sind wir hier? Und 3, 1.
1, 2, 4. Oh, wir müssen irgendwo ein Passwort. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 4. Hä? Warte mal, okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendein Passwort knacken. Ich glaube, dafür müssen hier mehrere Personen hier auf den Druckplatten stehen, damit ich das Ganze öffne. Aber ich glaube, alleine haben wir keine Chance. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu erkunden oder sowas? Irgendein Geheimversteck oder sowas, was wir vielleicht hier übersehen haben? Naja, dann gehen wir hier mal vorsichtig nach oben. Aber immer schön die Augen aufhaben. Vielleicht sehen wir noch irgendwas, was wir vorher, ja, nicht gesehen haben oder sowas. Ich meine, das Loch ist hier super groß, also muss dir doch locker irgendwas geben. Naja, dann gehen wir mal, oh, hier den Weg entlang. Hier waren wir auch noch nicht. Junge, was haben wir denn bitte hier alles übersehen? Warte mal, gibt es hier irgendwas? Hier? Können wir irgendwas drücken? Irgendein Geheimgang? Hier ist doch auf jeden Fall was. Und hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas... Ah, wir müssen das wahrscheinlich aktivieren oder sowas. Gibt es hier irgendwas im Pool oder irgendwie sowas zu entdecken? Oh, hier ist doch... Guckt euch das Ganze mal. Hier ist ein Geheimversteck, Freunde. Ich hab's gefunden mit dem Stickman. Hallo? Kann ich irgendwie rein und... Oh ja, warte. Ein Moment. Plitsch, platsch. Wir platschen hier ein bisschen im Becken rum und müssen dann hier... Oh, Hilfe, ich ertrinke. Jo, hä? Wo sind wir denn hier angekommen? Alles klar, das ist hier, oh, ein Parcours irgendwie sowas, alles klärchen, ey, warte mal, ich muss jetzt hier drauf springen, oh, wir dürfen bestimmt nicht das Schwarze jetzt berühren, jetzt hier, oh, nein, ganz, ganz vorsichtig, okay, das schaffen wir aber, drückt uns die Daumen, das werden wir jetzt ohne große Probleme schaffen, so, und jetzt ab nach links laufen, perfekt, und oh, jetzt müssen wir hier über das Schwarze hier, oh mein Gott, springen, und währenddessen, boah, ist das schwer, und währenddessen hier die ganze Zeit auf dem Weißen hier drauf stehen bleiben. Jetzt hier ganz, ganz vorsichtig. Wow, am Rand vorbei. Jetzt bloß nicht getroffen werden. Und wir haben es geschafft. Und da haben wir. Wow, das ist sogar ein schwerer Schwierigkeitsgrad. Dieses Strichmännchen gefunden. Jakob steht da. Moin, Jakob. Haha, dich habe ich mir jetzt geschnappt. So, da würde ich sagen. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall jetzt hier runter. Und gehen jetzt wieder hier raus. Aus diesem Parcours. Okidoki. Das war jetzt hier dieser Parcours im Pool. Alles klar, Freunde. Da sind wir aber jetzt wieder hier in der Spawninsel angekommen. Können wir erstmal hier nach oben klettern. Jo, wen haben wir denn da? Oh, zack, den haben wir noch gar nicht. Einfach den Affen-Stickman hier ganz oben. Und wie steht da nur? Und können wir sogar hier auf den Baum hier so hochklettern oder sowas? Nee, ich glaube, wir sind kein... Oh, Affe, doch, wir sind ein Affe. Hallo, gibt es hier irgendwas? Stickman? Nee, okay, hier im Baum gibt es leider nichts oder so. Im Schornstein, den haben wir ja schon gefunden. Und wie konnten wir den eigentlich übersehen haben? Da ist wieder so eine versteckte Eins, eine rote Eins. Alles klar, das können wir uns auch mal merken. Und jo, hier sind doch Stickmans und... Jo, ein Stickman für 1000 Besucher. Dann gibt es hier einen für 10.000 Besucher. Und den für, hallo, kann ich dich kriegen? Für 100.000 Besucher. Ich glaube, den haben wir schon. Zack, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Und das ist der für 1 Million. Jo, die habe ich ja gar nicht gesehen. Wie heftig ist das denn? So, so viele neue Strichmännchen gehören auf jeden Fall jetzt hier in meine Sammlung. Let's go. Und guck mal, was ich gefunden habe. Den letzten Knochen. Und jetzt können wir zum Hundi gehen. Braves Hündchen. Wuff, wuff, wuff. Und perfekt. Da haben wir den Stickman Dog auf jeden Fall bekommen. Und warte mal, haben wir den überhaupt eingesammelt? Ha, der ist richtig am Spawn. Der lächelt mich hier direkt an und... Hey, was? Den einfachen habe ich einfach bekommen. Der war auf Schwierigkeitsstufe einfach und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Na toll, ey. Und was ist das hier? Alter, übel schwieriger Parcours. Okay, komm schon. Und ich würde sagen... Oh mein Gott, wir müssen das Ganze probieren. Wir müssen das Ganze probieren. Und jetzt rennen wir durch. Okay, alles gut. Und jetzt rennen wir durch. Nein, wir wurden runtergeschubst. Okay, komm schon, Freunde. Den Parcours, nein, will ich jetzt auf jeden Fall hier noch meistern oder sowas. Alles klar, okay, bis jetzt läuft es nicht so gut. Und jetzt, Freunde, rennen, zack. Und jetzt hier weiter rennen. Alles klar, und jetzt hier an den Windrädern. Nein, Mist, vorbei. Und am Ende haben wir dann wieder so einen Strichmännchen. Und, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Alter, wieso wir das denn jetzt schaffen? Oh mein Gott, und wir springen und... Wow, das ist ja übertrieben schwierig. Okay, nächster Versuch. Komm schon. Diesmal bin ich ein Profi. So, wir warten die ab, easy. So, dann den hier abwarten. Zack, ohne große Probleme. Jetzt hier durchrennen, alles klar. Jetzt durch das dicke durchrennen. Okay, perfekt, wir sind jetzt hier. Aber wie sollen wir es machen? Schaffen wir den Sprung direkt in die Mitte. Okay, Freunde, ich würde sagen, ab in die... Oh. Wow, oh mein Gott, okay, wir haben den Sprung geschafft. Alter, die drehen sich alle richtig schnell. Komm schon, wir müssen es schon...
schon irgendwie, wow, schaffen. Und ab geht es. Und da haben wir ihn. Da haben wir auch den nächsten Stickman bekommen. Was geht denn da ab? Und was ist das denn hier? Hä, hier ist doch locker noch ein Geheimgang. Und schaut euch das Ganze mal. Was haben wir denn? Nein, oh, wir sind gestorben. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Hier an der Seite oder irgendwie sowas. So, zack, wir gehen nochmal hier so hindurch. Und hier ist einfach, Junge, der schmilzt ja einfach so das Strichmännchen. So, zack, zack. Und perfekt. Und da haben wir es. Das den Lava-Stickman. Das ist sehr, sehr krass. Alles klar. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt hier wirklich gewesen sein mit dem heutigen Fight des Stickman. Ihr seht es, wir haben einfach 53 von 83 Stickman schon gefunden. Das sind über 60%. Boah, schaut euch mal das Ganze an, ey. Wenn ihr auf jeden Fall Bock auf den zweiten Teil habt und wollt, dass wir noch die restlichen Stickman und Strichmännchen finden, dann gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich glaube mal, für heute sollte es erstmal reichen. Sonst verwandle ich mich noch selber in ein Strichmännchen, ey. Yo, Freddy, ich werde heute alle Five Nights at Freddy's Morphs finden. Ja, ja, das wirst du niemals schaffen. Ja, genau, Alter. Wer bist du denn, kleiner Mann da unten? Naja, aber ihr werdet auf jeden Fall schon sehen. Wir befinden uns hier. Wohoho, wo sind wir denn hier angekommen? In einem riesengroßen Five Nights at Freddy's Raum. Und in dieser Map befinden sich auf jeden Fall ganz, ganz viele Five Nights at Freddy's Morphs, die wir auf jeden Fall heute zusammen suchen werden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, überall Five Nights at Freddy's und noch mehr Freddy's am Start. Denn wir suchen mal heute, oh, warte mal, was ist das denn hier? Alle Freddy Morphs. Und da haben wir schon das erste Freddy Morph. Rotes Licht, grünes Licht. Und da haben wir sie, die Freddy Puppe einfach. Und jetzt können wir auf jeden Fall hier links, alter Schwede, guckt euch das Ganze mal an. So viele Morphs gibt es. Junge, alter Schwede, das ist ja übelst viel. Okay, das ist echt viel. Okay, hört's mal auf, Irf. Alter, irgendwann reicht's doch mal. Okay, Freunde, wo haben wir, alter, es gibt sogar Hagiwagi und sowas. Wo haben wir jetzt hier die Puppe? Da ist sie, die Freddy Doll. Und yo, rotes Licht, grünes Licht. Hier sitzt einfach hier die Puppe vom Squid Game. Let's go. Und mal schauen, was wir für verschiedene Morphs auf jeden Fall noch heute hier finden werden. Aus dem Weg oder ich werde euch eliminieren. Alter, was ist der denn? Junge, Junge, ist der in den Schornstein gefallen oder wieso ist der so schwarz, ey? Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir schauen uns auf jeden Fall mal hier ein bisschen um. Hallo, haben wir vielleicht hier irgendwas im Popcorn-Shot? Oh, hier haben wir irgendwas. Old Freddy. Oh ja, Alter. Der sieht ja richtig alt aus. Okay, warte mal, wo haben wir ihn? Junge, bis wir hier die ganzen Morphs und sowas finden, das wird die Ewigkeit dauern. Aber da haben wir ihn, Freunde. Und, oh, warte mal. Hallo Kinder, hat irgendwer mein Gebiss gesehen? Oh ja, wir sind jetzt auf jeden Fall der alte Freddy. Ach ja, damals, als ich noch ein Kind war, waren die Zeiten noch schön. Oh ja, wir sind jetzt hier als alter Freddy auf jeden Fall am Start. Da haben wir schon den nächsten Morph gefunden. Mal gucken, ey, nicht hinsetzen. Wir haben keine Zeit zum Pause machen. Mal schauen, was jetzt auf jeden Fall, oh, haben wir hier vielleicht einen Geheimgang oder sowas? Nee, was wir hier denn noch für weitere Morphs finden oder sowas. Und ah, hier gehen sogar diese Fußstapfen entlang und die führen hier hin und das ist ein Dominus Prefisius oder was auch immer das heißt. Hallo, hallo, gibt es hier einen Geheimgang hinter Poster? Alles klar, gibt es anscheinend nicht, da würde ich sagen, Freunde, schauen wir uns mal den nächsten Morph an. Irgendeinen Dominus Morph haben wir bekommen. So, wir scrollen mal uns hier ein bisschen durch. Okay, da haben wir den alten Mann auf jeden Fall am Start. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Und da ist er nicht. Da ist er! Oh, yo. Oh, yo, ich bin jetzt ein grüner Dominus, Freddy. Okay, okay, was war das für eine Lache, Freunde? Wir gehen auf jeden Fall mal ganz, ganz schnell weiter. Ab geht es auf jeden Fall. Oh, hier durch. Hallo, haben wir irgendwas? Nee, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Hallöchen, was geht ab? Ich bin jetzt der Dominus, Freddy. Oh, was haben wir hier? Ah, wir haben hier, warte mal, Flashlight. Ah, eine Taschenlampe am Start. Können wir die auch irgendwie anmachen oder haben wir die einfach nur so, na, Inventar? Was ist das denn für eine Taschenlampe? Hallo, ich glaube, meine Taschenlampe ist kaputt. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal hier weiter entlang. Save your spot steht hier. Okay, da würde ich sagen, Freunde. Oh, hallo, hallo, hallo. Ich komme hier nicht rein. Ich bin einfach zu groß. Warte mal, Freunde, ich glaube, wir können uns aber hier, genau, wir können uns hier wieder zurückverwandeln in unsere normale Form. Dann schauen wir uns mal hier um, was wir so hier für Morphs haben. Vielleicht hier in der Ecke oder so. Nee, alles klar, da haben wir nichts. Aber wo sind wir überhaupt? Guckt euch das Ganze mal. Es geht ja auf jeden Fall, oh, Alter, weiter nach unten. Und Junge, das sieht irgendwie aus wie die Hand von Mami Longlegs. Wisst ihr? So eine pinke Schnur oder sowas. Hallo, Mami Longlegs, gibt es hier irgendwie einen? Okay, da würde ich sagen, schauen wir uns mal hier um, bei den ganzen Mülleimern. Nee, okay, hier ist nichts. Vielleicht irgendwo in der Ecke, irgendein Geheimgang, Freunde. Und, oh, warte mal, wir können hier, ah, okay, wir können das Ganze betreten hier. Okay, das machen wir gleich, eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir dieser mysteriösen, unheimlichen Spur folgen. Alter, wie lange geht das denn? Okay, vielleicht haben wir
hier irgendwas? Hallo, 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 hallo. Okay, okay, hier geht es nicht weiter. Junge, okay, ich glaube, das ist doch nicht der Arm von Mami Longlegs, oder? Als ob die so einen langen Arm hat, ey. Das, da würde ich mir aber ein paar Gedanken machen. So, haben wir hier irgendwas oder steht das einfach nur so zum Spaß rum? Okay, nee, anscheinend, ey, Junge, es hört einfach nicht auf, Freunde. So, hier, oh, warte mal, können wir hier rüberklettern mit der Leiter? Hallo, nee, okay, ey, hä? Hey, ich bin rübergeklettert. Jo, als ob es geht. Okay, okay, Freunde. Wir gucken uns mal hier um, hier in der Ecke von den Kisten. Okay, mittlerweile, Junge, ich habe mich schon so verlaufen. Hallo, hallo. Junge, wie ich mit meinem Kopf hier rausgucke. Leute, ich glaube, oh, es geht hier nach oben. Es geht hier auf jeden Fall ab nach oben. Durch den Lüftungsschacht. Wow, und oh, Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Junge, ich renne hier quer durch die ganze Five Nights at Freddy's Pizzeria. Junge, Junge, Junge. Und jetzt sind wir bei irgendeinem komischen Obby gelandet oder sowas. Schaut euch das Ganze, Mann. Was haben wir hier? Wir haben so ein Poster oder so. Haben wir hier oben was? Hier hinter der Säule ist anscheinend auch nichts. Hä? Wohin führt das Ganze? Okay, anscheinend geht es hier weiter. Und, oh, da haben wir doch irgendwie, da haben wir den Monty Gator. Yeah, das Krokodil, das Krokodil. Hallo, ich glaube, ich falle durch. Nein, was ist denn jetzt passiert? Ich bin durch die Map gefallen. Ey. Okay, da würde ich sagen, Freunde, wir verwandeln uns nochmal in. Und jetzt würde ich sagen, hallo, schön, ich bin es, das Krokodil, Monty. Yeah, yeah, yeah. Okidoki, aber Freunde, wir müssen das Ganze nochmal anschauen. Genau, hier gab es ja diese Fußstapfen. Und wohin hat jetzt dieser pinke Arm geführt? Wir gehen der Suche jetzt nochmal genauer auf den Grund. Da haben wir wieder die Taschenlampe. Aber, oh, so können wir das Ganze aktivieren. Alles klar. Noch brauchen wir sie nicht. Okay, hallo? Ist hier irgendwer? Und, oh, get Mami Longlegs, Freunde. Wir haben sie gefunden. Mami Longlegs. Alter Schwede. Es gibt einfach eine Mami Longlegs Morph, oder wie? In Five Nights at Freddy's. Wie heftig ist das denn? Ich glaube, sie war hier irgendwo unten locker, oder? Bei den anderen Huggy Wuggies. Wir scrollen mal nach unten. Und da haben wir sie, Freunde. Hallöchen. Ich bin es. Mami Longlegs, haha, das neue Spielzeug von Huggy Wuggy. Oh ja, und Alter, Junge, als ob die so aussieht, als ob die hier so geht. Lalalalalala. Wie Mami Longlegs, ey, geht die jetzt auf jeden Fall hier rum. Ich wusste doch, dass es der Arm von Mami Longlegs ist, aber irgendwie war der schon ein bisschen weit, muss ich sagen. Also sehr, sehr lang und aua, voll gegen den Kopf gestoßen und aua. Okay, blub, wir verwandeln uns so wieder zurück. Waren wir schon hier an dem Ort? Was haben wir denn hier hinter, Freunde? Nee, wir waren noch nicht hier. Ey, das ist ein Maskottchen. 1 von 7. Ah, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier 7 Maskottchen oder irgendwie sowas finden. So, ansonsten haben wir hier in dem Raum nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier wieder hier durch. Hallöchen. Alter, ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch, wo ich war und wo ich noch nicht war. Ich gehe hier. Alter, was ist das denn? Noob Freddy, alles gut bei dir? Kann man dir irgendwie helfen? Jo, ich bin Spider-Man. Ich kann an der Wand kleben. Einfach Noob Freddy, ey. Okay, wo haben wir den Kollegen? Der Noob Freddy, da ist der Freude. Und yeah, ich bin jetzt Noob Freddy. Klar, Leute. Und hier sind die ganzen Toiletten und sowas. Alles klar, interessant, interessant. So, aber ich will nicht länger sterben auf der Toilette. Genieß auf jeden Fall die Zeit. Und, warte mal, was haben wir hier? Enter Museum, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal, oder, Freunde? Ab geht es jetzt hier ins Museum. Hallo? Wie lange geht das? Es lädt die ganze Zeit. Und, oh, da sind wir angekommen. Oh, warte mal, da war irgendwas. Baby Gregory oder so? Hä? Wer ist Baby Gregory? Und vor allem, wo haben wir den gefunden? Wo sind wir denn jetzt angekommen? Im Museum. Kinderwagen oder sowas war da drin. Einfach Baby Gregory. Wer ist denn Baby Gregory? Ich dachte, das ist hier so ein Five Nights at Freddy's Morphs oder sowas. Auf einmal kommt da so ein komisches Baby. So, wo haben wir ihn? Da ist der doch. Hallöchen. Und hallo, ich bin Gregory. Baby Gregory. Was macht der denn hier? Und ey, da haben wir schon direkt den nächsten Dodge. Oh Gott, diesen Hunde Dodge einfach als Five Nights at Freddy's Morph. Wo haben wir das Ganze denn? Alter, bis man den hier findet, das dauert die Ewigkeit. Da haben wir ihn, Freunde. Und hallöchen. Oh ja, einfach hier Dodge hier als Five Nights at Freddy's Morph. Und yo, hier ist so eine Statue. Ja, kann ich hoch? Kann ich hoch? Gibt es hier irgendwas oben oder sowas, was wir, übersehen haben? Oder auf der Palme oder sowas drauf? Nee, okay, dann schauen wir uns mal hier um. Junge, das ist ja hier riesengroß, der Ort. Oder? Oh, was haben wir denn hier? Oh, was? Ein Squid Game Morph. Wie cool ist das denn, ey, Freunde? Ich glaube, es gab jetzt auch ein Update oder sowas. Genau, mit Squid Game Morphs und alles. Das ist jetzt alles neu. Auch mit Mami Longlegs und sowas. Und da habe ich ihn, Freunde. Bido, Bido, Bido. Alles klar. Teilnehmer 1. Eliminiert. Ha. Jetzt bin ich hier einfach so ein Squid Game Wächter hier unterwegs und kann hier alles beobachten. Oh yeah. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal hier. Oh, weiter oben. Hier, Alter. Hier ist das Lager.
Und was ist das? Guard Gregory, also der Wächter Gregory. Da haben wir auch so einen Wächter oder sowas am Start. So, da, wo ist der ganze? Und da haben wir, okay, den normalen Wächter. Da haben wir den Zirkelwächter, also den Kreiswächter. Und wo haben wir Gregory, Freunde? Da ist der Freunde Gregory. Oh Gott, wie bin ich in dieses Spiel gekommen? Ich bin Gregory. Und bin jetzt als Squid Game Wächter unterwegs. Alles klar. Ich würde sagen, oh, hä? Wo sind wir denn jetzt hier angelandet? Oh, müssen wir jetzt irgendwie die Knöpfe drücken? Nee, da würde ich sagen, dum, 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 dum. Alter, durch die Lüftungsschacht. Hallo? Kann mich irgendwer hören? Naja, ich glaube, wir gehen auf jeden Fall mal entlang. Und Alter, wo sind wir hier? Und vor allem, wie lang geht der Gang? Und oh mein Gott, wo sind wir jetzt gelandet? Hallöchen. Und hä? Sind wir in einem neuen Raum angekommen? Nicht betreten. Wo sind wir denn jetzt hier? Junge, Junge, Junge. Ey, ich kann echt nicht reingehen. Hallöchen, hallo? Ich bin's hier. Das Codewort lautet Squid Game 1234. Ich bin's, ein Wächter von euch. Oh Gott, aber anscheinend, hä? Wir können auch nicht hier reingehen oder sowas. Alles klar. Ah, müssen wir vielleicht von hier rein, Freunde? Probieren das Ganze. Okay, okay, von hier kommen wir rein. Haben wir hier ist so eine Taschenlampe am Start, so eine Musikbox oder so, aber kein weiterer Morph, den wir hier finden können oder sowas. Nee, bei der Couch ist auf jeden Fall auch nichts. Nein, da würde ich sagen, gucken wir uns auf jeden Fall mal hier ein bisschen weiter um. Was haben wir denn hier? Hier sind solche Vitrinen, hier die Gitarre hier von diesem Krokodilmorph. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. So, Do Not Enter steht hier auch, also nicht betreten. Alles klar, ich betrete hier schon nichts. Alles gut, alles gut. Haben wir vielleicht in den Ecken irgendwas übersehen? Nein. Da würde ich sagen, Freunde, wir sprintet auf jeden Fall mal weiter und schauen uns mal weiter um, was wir jetzt noch hier für Morphs finden. Ich meine, es gibt doch so, so viele Morphs. Wir sind doch am Anfang, vom Anfang, vom Anfang, vom Anfang. Oh ja, warte mal, war mir hier drin? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich schon drin war und wo nicht, ey. Das ist ja hier komplettes Chaos und komplett riesengroß, muss ich sagen. So, hier, okay, können wir leider auch nichts abholen. Hier geht es auch nicht weiter. Dann schauen wir uns auf jeden Fall mal hier um, als ob hier auf der Palme oder sowas nichts ist. Was haben wir hier? Ein Geschenk, aber das ist anscheinend nicht für mich. Das Geschenk, da gehen wir mal, aha, hier rein. Hier können wir anscheinend reingehen. Hä? Hier waren wir doch, oder nicht, Freunde? Doch, von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Genau, hier der Lüftungsschacht, genau, Guard Gregory, alles klar. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Hier in der Box oder so? Und, oh, wen haben wir denn da? Aha, den Koch Freddy einfach, alles klar. Das bedeutet, wir können uns jetzt hier noch in einen Koch oder so verwandeln. So, wo haben wir den denn? Mamma mia, Ihre Pizza Margarita ist bald fertig. Kommen Sie sofort meine Pizza Margarita abholen. Jetzt sind wir einfach hier als Koch unterwegs. Und der macht hier, lecker, lecker, Pizza, Pizza. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Okay, ansonsten, glaube ich, sollte es das hoffentlich hier gewesen sein. Können wir hier durch? Aua, Alter, mit meiner Kochmütze. Oh, okay, wir sind doch hier durchgekommen. Und, oh, warte mal, was ist das hier? Im Tunnel oder sowas. Okay, und, ah, okay, da können wir jetzt wieder zurückgehen. Von da kommen wir aber eigentlich. Aber hier, genau, gab es ja noch Aufzüge oder sowas, die ich auf jeden Fall noch betreten wollte, oder? Ah, oder warte mal, ist es ein Aufzug oder ist es ein Lüftungsschacht? Wir finden es auf jeden Fall raus. Und da sind wir angekommen. Und, jo, Alter, wer bist du denn? Mama mia, Ihre Pizza ist noch nicht fertig. Geben Sie mir doch bitte 5 Minuten Zeit. Oh, Junge, was macht der denn hier? Hat er sich hier hinverlaufen oder wie? Alles klar. Mal schauen, was gibt es jetzt hier zu entdecken? Und, oh, Alter, müssen wir jetzt hier so ein Obby machen oder sowas? Naja, ich würde sagen, wir setzen uns lieber als Spieler so zurück. So, perfekt. Alter, hier sind übelst viele Leute oder so. Gibt es hier in dem Raum was? Nee, okay, hier gibt es nichts. Das bedeutet, wir müssen hier scheinbar irgendein, so, oh mein Gott, irgendein Obby machen. So, jetzt ganz, ganz vorsichtig bloß. Oh, oh mein Gott, hier nicht runterfallen. Alles klar, wir sind runtergefallen. Das war's mit unserer Mission. Und, mal schauen, wohin wird das Ganze führen? Haben wir hier im, oh mein Gott, hier rechts geht's auch noch entlang. Junge, wie riesengroß ist das denn? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, darum kümmern wir uns gleich. Obwohl, komm, wir können eigentlich direkt mal reingehen. Mal schauen, was es auf jeden Fall jetzt hier zu entdecken gibt. So, aber jetzt bloß hier in diese giftige Flüssigkeit hier reinfallen. Das wäre ganz sonst gar nicht gut. Und ich brauche einen Schlüssel dafür, um das Ganze zu öffnen. Alles klar. Von wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Aber wahrscheinlich nicht von hier, oder? Naja, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal auf die Suche nach dem Schlüssel hier. Oh, ey, Leute, Leute, moin, moin. Ja, ja, ich bin kein Pizza-Bäcker mehr geworden. Joho, Alter, der hat sich in Akiwaki einfach verwandelt. Alter, hab ich mich erschrocken kurz. Okay, dann würde ich sagen, ey, Leute, habt ihr irgendeinen Schlüssel oder sowas gesehen? Vielleicht hier auf der Seite, wir müssen wirklich alles gucken. Oder, Alter, sag nicht, wir müssen jetzt hier irgendwo reingehen in diese Dinger oder sowas. Aber sieht, nee, anscheinend auch nicht so aus. Der Schlüssel muss, oh mein Gott, ist das hier riesig. Der muss hier irgendwo sein. Wir folgen mal hier dieser roten Spur oder irgendwie sowas. Und, oh, hast du was gefunden oder ist das eine Sackgasse? Oder, hä, was ist das denn hier? Marker Cap Freddy?
Wer ist er denn? Einfach von feinte Markerfreude. Junge, damit, also ich habe jetzt mit jedem Morph gerechnet, aber nicht mit einem feinte Marker-Morph. Hallöchen, ich bin's, der feinte Marker. Einfach der feinte Marker, Teddybär, nee, nicht Teddy, sondern Freddy. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier entlang. So, von da kommen wir auf jeden Fall. Haben wir vielleicht hier in der Ecke irgendwas übersehen vielleicht, aber nee. Oder hier nach oben kommen wir anscheinend auch nicht. Okay, Freunde, ich glaube, obwohl, können wir hier nach oben? Nee, okay. Naja, wir verwandeln uns mal wieder hier zurück. So gefalle ich mir besser. Und ich glaube, so ist sie auf jeden Fall auch ein Ticken schneller. Und jetzt müssen wir aber diesen komischen Schlüssel noch irgendwie finden. Hallöchen, Huggy-Wuggy, na, alles klar bei dir, mein bester Kumpel? Der chillt da jetzt hier in dieser komischen giftigen Säure oder sowas. Oh, was haben wir denn da hinten? Das sieht doch irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Alter, Freunde, guckt euch das ganz mal. Hallo? Ist da irgendwer? Und, oh, warte mal, Grizzly Five at Freddy's, alles klar. In den können wir uns auch verwandeln. Wir gehen aber lieber ganz, ganz schnell zurück. Alter, wir haben übelst viele so schwarze, dunkle, gruselige Morphs. Aber wo haben wir diesen Grizzly am Start? Da haben wir ihn, Hallöchen. Oh, Mami Longlegs, na, alles klar bei dir? Oh ja, Freunde. Aber guck mal, wie groß Mami Longlegs im Gegensatz zu mir aussieht, ey. Das ist übertrieben heftig. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier als Grizzly unterwegs? Wow. Okay. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas anderes gibt in der Kanalisation. Da oben, guckt euch das Ganze an, da ist doch irgendwas, Freunde. Können wir da irgendwie dran? Können wir überhaupt hier in die Flüssigkeit? Ah, okay, wir können ja einfach reingehen und... Oh, tatsächlich, Freunde, da oben ist was. Aber wie kommen wir jetzt da nach oben? Können wir da irgendwie... Ja, dran, komm, hallo, hier ist ein Grizzlybär. Ich hab ihn, den Saiyajin Freddy. Oh mein Gott, den Super Saiyajin Freddy. Kame. Ha! Junge, wie heftig sehen wir denn jetzt einfach aus? Wir haben jetzt auf jeden Fall die totale Kraft hier als Super Saiyajin. Oh, geht es da oben, Freund? Guck dich das ganz mal. Hier ist eine Leiter da oben. Können wir hier nach oben gehen? Oh, ich glaube, dafür müssen wir es am besten wieder so zurücksetzen. Kamehame! Oh, na toll, jetzt bin ich wieder normal. So, und jetzt, wir müssen doch irgendwie nach oben kommen, Freunde. Wir müssen vielleicht so genau geradeaus und, hä? Wieso ist hier eine Leiter einfach sonst? Oh mein Gott, Freunde, den habe ich fast übersehen. Evil Huggy Wuggy, oh ja, der müsste jetzt irgendwo hier ganz, ganz unten sein, bei den neueren Five at Freddy's Month. Genau, da haben wir ihn. Und ja, haha, ich bin es, Huggy Wuggy, na, habt ihr Angst vor mir? Haha, aber das war der böse Huggy und es gibt anscheinend noch einen lieben Huggy oder sowas. So lalalalalala. Stampfen wir auf jeden Fall hier ein bisschen rum, so hier waren wir schon. Naja, aber ich würde sagen, lasst mal wieder zurück in die Lobby gehen. Das stinkt ja schon komplett in der Kanalisation. Dann schauen wir uns nochmal in der Lobby um, weil locker gibt es da auch noch einige Morphs, die ich übersehen habe oder so. Alles klar, da sind wir auf jeden Fall jetzt wieder ankommen. So, was haben wir denn hier, Freunde? Hier sind so ein paar Mülleimer. Wir müssen uns hier alles erstmal genauestens umschauen, Freunde. Guck mal, da ist direkt der Erste. Nämlich der King Huggy Wuggy. Nee, nicht Huggy Wuggy, sondern der King Freddy. So, wo haben wir ihn denn? Der Freddy hier natürlich hier mit der Krone. Wo bist du? Hier, hallo? Oder haben wir schon übersprungen? Alter, es gibt hier unendlich viel. Das ist so unglaublich. Verbeugt euch vor eurer Majestät, King Freddy. Oh ja, da haben wir den König auf jeden Fall ausgerüstet. So, dann können wir hier unsere Taschenlampe und alles, genau, hier wieder auffüllen. Oh Gott, aber Freunde, das ist ja hier riesengroß. Vor allem die Lobby. Wir müssen wirklich eins nach dem anderen machen. Ansonsten haben wir echt gar keine Chance. Wir verwandeln uns am besten so wieder hier zurück. Hallöchen, ich bin jetzt kein König mehr. Und schauen uns erstmal hier um. Vielleicht im Wasser. Ah, was haben wir denn hier? Alter, wieso ist das so dunkel, das Bild? Frozen Freddy. Und da haben wir ihn, Freunde. Das ist der Frozen Freddy. Mir ist ein bisschen kalt. Ich brauche ein bisschen Sonne. Oh ja, das ist jetzt hier der Frozen Freddy am Start. Mal schauen. Aha, da haben wir doch direkt die nächste, Freunde. Jetzt gibt es doch mal die ab hier am Spawn. Erstmal hier alles abchecken. Den Toxic Freddy. Yeah, einfach so ein radioaktiver, giftiger Freddy. Fasst mich nicht an, Leute, oder? Ihr werdet auf jeden Fall auch vergiftet von mir. Aber würde ich sagen, schauen wir uns erstmal hier unten. Aha. Glamrock haben wir da. Glamrock Freddy, sehr, sehr nett. Ich glaube, das war einer von den oberen. Genau hier, direkt oben. Glamrock, yeah, okay, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die andere Seite. Vielleicht haben wir auf der anderen Seite vor der Treppe auch irgendwas. Was ist denn da oben, Freunde? Den habe ich doch direkt schon gesehen mit meinen schönen Glamrock-Augen. Oh ja, Alter, ich sehe aus, als würde ich jeden Moment einpennen. Nämlich, da haben wir ihn noch, Freunde. Pika, Pika, Pikachu. Oh ja, das ist auch einer von den neueren Morphs.
Der sollte auch hier irgendwo unten sein oder sowas. Genau, da haben wir ihn auf jeden Fall. Pika, Pika, Pikachu. Da haben wir jetzt hier den Pikachu Freddy Morph am Start. Let's go. Okay, dann schauen wir uns mal, bevor wir hier zum neuen Bereich kommen. Oh, Atrium gibt es hier. Ah, und von hier können wir hier alles Mögliche betreten. Sehr, sehr gut. Hier gibt es aber noch einen Ort oder so. Kann ich hier rein? Hallo? Pika, Pika, Donnerblitz. Okay, okay, ich glaube, wir müssen uns wieder hier, zack, so, wieder zurückverwandeln. Und was haben wir hier? Vielleicht hinter den Pflanzen. Hallo, gibt es hier irgendwelche Freddy Morphs? Hast du irgendwas gefunden oder sowas? Ah, mal schauen, was es gibt. Oh, Unicorn Freddy, den Einhorn gibt es hier also am Start. Alles klar, wo haben wir den denn hier? Der musste wahrscheinlich irgendwo auch hier sein. Ah, genau, da haben wir ihn. So, wie das aussieht, ey. Einfach so ein, yo, Regenbogen-Einhorn. Guckt euch das Ganze an. Junge, so bunte Farben, so Regenbogenfarben kommen auf jeden Fall auch von denen raus. Ey, dich hinsetzen die ganze Zeit, du kleiner Faulpelz. Und yo, da haben wir schon den nächsten. Warte mal, Sus Freddy? Alter, wie lange braucht das? Und warte mal, in Among Us 5 dann at Freddy's oder wie? Oh mein Gott, okay, da bin ich gespannt. Okay, 3, 2, 1, noch ein bisschen schneller, schneller. Und da haben wir den Sus Freddy. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr krass. So, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Und ich bin der Imposter. Hallo? Hilfe! Ich stecke hier fest. Nein, 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 nein. Oh Gott, wir müssen uns wieder zurückverwandeln. So, Hallöchen. Oh, schönen guten Tag. Alles klar bei Ihnen. So, sehr, sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas oder sowas? Hier gibt es noch so eine Abstellkammer. Oh, wir können hier. Oh, das Waschbecken benutzen. Alles klar. Machen wir das Ganze an. Wir können das hier an- und ausmachen. Vielleicht bekommen wir irgendwas. Oh, hier ist auch noch was. Wir können hier. Oh, Cookie Chica. Yeah. Sie war hier auch irgendwo oben. Wo haben wir sie? Da, genau. Cookie Chica. Hallöchen. Chica, Chica. Da haben wir auf jeden Fall hier Cookie Chica auch bekommen. In der Küche war sie versteckt. So haben wir hier irgendwas. Oh, hier geht es noch ab nach unten. Ist das hier der Kellerbereich oder irgendwie sowas? Aha, so, hier können wir unsere Taschenlampe wieder aufladen. Und wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Ah, genau, hier bei der Krone und sowas. Geht es hier noch entlang? Lost and found? Nee, okay. Leute, ich glaube, ich habe ein Problem. Hilfe, ich steck fest. Wie man immer mit dem Morph so stecken bleibt. So, hier haben wir auf jeden Fall auch nichts. Hey, hier ist doch irgendwas. So ein Liebesnetz oder so. Mal schauen, ob wir da hinkommen können. Hier sind die ganzen Schließfächer und so locker, Freunde. Wetten, gibt es irgendwo hier in der Dunkelheit. Oh, warte mal, der steht hier ein bisschen so vielleicht. Oh, hier hinter. Hä? Was? Hallo? Wo sind wir? Das sollen wir hin? Warte mal, ist irgendein Versteck und... Oh, wer ist er denn? Ender Freddy! Ich wusste es, dass da irgendwas ist. Und das ist auch ein sehr dunkles Bild. Und Junge, die sind ja alle übelst dunkel. Wir suchen da ein dunkles Bild und... Hey, hallo, ich bin so ein Enderman. Oh mein Gott, Junge, der sieht episch aus. Mit so lilanen, glänzenden Augen einfach hier hinter Versteck. Ja, ja, ja. Ich wusste, hier irgendwo wird wahrscheinlich noch ein Versteck sein. Oh, ich glaube aber, wir sind ein bisschen zu dick. Sorry, ich muss mich wieder zurückverwandeln. So, jetzt sollten wir... Ey, okay, okay. Jetzt passen wir auf jeden Fall hier durch. Ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts. Aber irgendwie müssen wir doch hier hinkommen, Freunde. Zu diesem Liebesgitternetz. Was ist hier? Und oh, warte mal, da oben war doch direkt was hier in der Lobby. Guckt euch das Ganze mal an. Zack, hier konnte ich den übersehen. Ah, das zweite Maskottchen von sie. Und hier gibt es dann noch so ein Parcours oder sowas am Start. Alle-op, alle-op, alle-op. So, und da sind wir oben angekommen. Und wen haben wir da? Den Diamond Freddy. Oh, ja, Free Morph. Da würde ich sagen, wo haben wir den? Freddy aus schönem Diamant. Da haben wir ihn. Oh, ja, ich glänze wie ein schöner Diamant. Alter, ich habe sogar Diamanten auf meinem Kopf hier drauf, ey. Okay, das ist wirklich ein richtig krasser Diamant, auf dem wir haben. Und da oben ist auch noch einer. Guckt euch das Ganze mal, okay? Das bedeutet, dafür müssen wir wahrscheinlich auch wieder einen Parcours hier machen. So, wo haben wir denn den Anfang vom Parcours? Aha, da haben wir den Anfang hier. Junge, allein in der Lobby gibt es so viele Morphs hier zu entdecken, ey. Die habe ich am Anfang gar nicht gesehen oder gar nicht so richtig darauf geachtet. Aber lalalala. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier vorsichtig lang und da haben wir ihn, Freunde. Oh, Feuer Freddy. Ich brenne, Hilfe, Hilfe. Da haben wir den Feuer, Freddy. Okay, mega cool auf jeden Fall am Start. So, waren wir hier. Ey, nicht hinsetzen. Jo, kann der auch springen. Okay, okay. Hier, oh, oh, Hack. Warte mal, wir können irgendwas hacken. Können wir da irgendwie in den Raum reingehen? Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ah, genau, hier hinter können wir in den Raum gehen. Und let's go. Los, jetzt fackeln wir hier die ganzen Pflanzen ab hier. Als Feuer, Freddy. Haben wir hier sonst noch irgendwas hinter der Top-Pflanze? Nee, irgendwas muss doch irgendwann hinter der Top-Pflanze sein. Und Yellow, oh, Axolotl. Haben wir am Start. Sehr, sehr gut. Wo haben wir den? Ey, warte mal, Statue Freddy? Wann haben wir den denn bekommen, ey? Hallöchen, ich bin eine Statue Freddy. Ja, ich bin eine Statue. Ich bleib stehen. Hä? Haben wir den bei der goldenen Statue vielleicht bekommen? Ist mir gar nicht aufgefallen, Freunde. Aber wo haben wir auf jeden Fall jetzt hier den Axolotl am Start? Da ist der. Blub, 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 blub. Ich bin ein Axolotl. Blub, blub, blub. Ha! Und schwimme im Wasser. Hier, ja, ja, aber hier könnte man jetzt irgendwas hacken oder sowas, Freunde. Da würde ich sagen, wir hacken jetzt hier. Blub, 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 blub. Alle meine Fischfreunde, aufgepasst, meine Axolotl-Freunde. Wir hacken jetzt auf jeden Fall den Computer. Und mal schauen, oh, ob wir jetzt irgendwas freischalten. Let's go. 349, 34. Okay, und, ah, okay, warte mal. 349, 34.
Und, oh, wir haben es geschafft. Wir haben den Hacker Freddy freigeschaltet. Junge, wir haben uns jetzt einfach reingehackt. Von mir ist keiner sicher. Ich werde alle eure Roblox-Accounts hacken. Ja, oh ja, eine böse Lache muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Aber da haben wir tatsächlich bekommen den Hacker Freddy. Boah, der sieht krass aus mit diesem Hacker-Symbol und alles Mögliche drumherum. Alles klar, Freunde. Waren wir jetzt hier überall in der Lobby? Ich würde sagen, wir verwandeln uns mal... Oh, alles klar, hier wieder zurück. Wo sind wir jetzt hier ankommen? Hier ist so alles dunkel. Können wir... Oh, hä? Ja, tatsächlich? Oh mein Gott, hier war wirklich was. Guck dich das Ganze an. Hier ist einfach ein Obby oder so. Wie cool ist das denn, ey? Ich wusste, es hinter irgendeinem Bild musste doch mal locker ein Obby... Nein! Oh, oh, hä? Warte mal, achso. Musste doch locker ein Obby irgendwie versteckt sein. So, Freunde, gib mir noch einen Versuch. Zack, zack, zack. So, und jetzt. Oh. So, jetzt hier rüber balancieren und da haben wir... Warte mal, wer ist das denn? Sonic! Sonic Roxane oder sowas. Alles klar, sind wir damit auch schnell... Oh, no, Freunde, da haben wir auf jeden Fall Sonic und... Mii und... Wow, wir sind damit... Alter, wir sind damit echt... Mio, Mio, Mio. Hallo, ich bin Sonic. Haha, Sonic Roxane Move einfach. Okay, sehr, sehr krass. Einfach hier hinter versteckt. Nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, hat mir da was? Ah, nee, genau, das Moskottchen. Ich glaube, hier haben wir ansonsten hier alles... genau, hier haben wir eigentlich alles gesnackt hier. Mit dem ist es ja übelst chillig einfach. Miu, wir rennen jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen rum. Aber, Freunde, ich glaube, wir müssen doch jetzt hier irgendwo... Genau, hier war das Unicorn oder sowas. Aber hier drunter war ja dieses Herzabteil. Vielleicht können wir von hier irgendwie runter... Und, warte mal, wow, warte mal, wo sind wir? Wir sind tatsächlich beim Herz angekommen und da können wir ihn abholen. Valentine Glamrock Chicken, wie cool ist das denn? Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir teleportieren uns auf jeden Fall hier wieder in die Lobby. Wo haben wir sie? Glamrock Valentines haben wir sie. Ich sorge heute für ein bisschen Liebe. Da haben wir sie auf jeden Fall am Start. Aber ich würde sagen, Freunde, wir teleportieren uns lieber hier wieder in Sonic Roxane Mew. Da haben wir übelst schnell. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen als erstes mal hier ins Atrium oder was auch immer das ist. In den neuen Bereich hier. Mal schauen, was es hier so zu entgelten gibt. Alter, wie groß ist das denn hier? Oh Gott, ich glaube, das wird auf jeden Fall hier lange dauern, bis wir hier alle Morphs finden. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir fangen aber hier sofort an. Wir dürfen jetzt hier keine Zeit verlieren. Wir gucken hier bei den ganzen Postern. Hallo, hallo, hallo. Ist hier irgendwas drin in der kleinen Fotokamera? Oh Gott, Leute, ich glaube, ich komme hier... Oh, okay. Ich bin noch rausgekommen. Haben wir vielleicht hinter den Automaten noch irgendwas? Nee, oder hier? Okay, ich würde sagen, erstmal kümmern wir uns vielleicht hier um die offensichtlichen Sachen, ob wir vielleicht hier irgendwas direkt finden. So, wir gehen mal hier in diese Richtung. Und, oh, da haben wir doch den direkten nächsten Map-Bot oder so. Und ich glaube, der war hier irgendwo, genau, unten hier. Und Bito, Bito, hallo, wie darf ich Ihnen behilflich sein, Bito? Einfach einen Map-Bot hier am Start. Alles klar, so ein kleiner Roboter. Okay, da würde ich sagen, Freunde, so, ab geht's jetzt aber wieder hier zu Sonic. So, haben wir hier ansonsten irgendwas? Hier ist noch so eine kleine Fotokabine oder so. Nee, aber sieht anscheinend, ey, okay, auch nicht so aus, Freunde. Dann schauen wir uns erstmal hier alles gründlich hier oben, auch hier hinter, ob wir hier irgendwas haben bei den ganzen Stehplätzen. Und dann gibt es ja, Alter, es gibt sogar noch eine Etage nach oben und nach unten noch. Junge, das wird hier Ewigkeiten dauern. Aber erstmal kümmern wir uns hier so um die Etage. Haben wir hier hinter noch irgendwas? Nee, sieht so nicht aus. Hinter den Getränke. Oh, nee, okay, Automaten haben wir auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich mal, mit dieser Etage fertig. Oder zumindest mit dieser Seite von der Etage, Junge. Das wird hier riesengroß hier, okay? Da waren wir auch hier in der Fotokabine. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Oh, warte mal, wen haben wir denn da? Hä? Den habe ich ja fast übersehen, Freunde. Turtle Freddy einfach. Juhu. Einfach eine kleine Schildkröte oder sowas am Start. Hallöchen, ich bin jetzt eine kleine Schildkröte. Ich bin aber ganz, ganz langsam, muss ich sagen. Aber natürlich nicht so schnell wie der hier. Wie Sonic. Wir flitzen hier ein bisschen durch die Gegend rum. Und wir schauen mal, ob wir hier auch irgendwas übersehen haben oder so. Ansonsten gehen wir mal in die nächste Etage und schauen mal, ob wir hier irgendwas haben. So, ich glaube hier, genau. Hier waren wir eigentlich überall. Hier sollte es auf jeden Fall nichts gehen. Aber würde ich sagen, Freunde, ab geht es nach unten. Haben wir vielleicht direkt hier unter der Rolltreppe irgendwas, was man übersehen könnte? Hier in den ganzen Pflanzen drin oder so? Oder hinter den Automaten? Nee. Okay, das bedeutet, hier gibt es scheinbar... Oh, nee. Okay, hier gibt es scheinbar nichts. Oh, was ist das denn hier? Okay, hier ist so eine Rakete. Und, oh, da haben wir, weil, ey, steh auf, ey. Du kleiner Sonic Eagle. Police Freddy haben wir auf jeden Fall am Start. Wo können wir den Hasen denn hier auf jeden Fall ausrüsten? Da haben wir ihn. Halt, stopp, stehen geblieben. Polizei hier. Was haben sie alles in den Taschen? Hände hoch. Oh ja, einfach hier als Polizist sind wir unterwegs. Mit so einem Sheriff-Stern, ey. Der war echt gut getarnt, der Mann.
morphen, muss ich sagen. Okay, da würde ich sagen, aber wir gehen wieder in meinen Lieblingsmorphs hier. In den Sonic-Morph. Ich glaube, so geht das Ganze auf jeden Fall schneller. Haben wir hier sonst irgendwas bei den Palmen? Irgendein Palmen-Sonic? Irgendein Palmen-Freddy oder so? Nee. Dann schauen wir uns mal hier bei den ganzen Sitzen um. Oh, da haben wir doch irgendwas. Birthday. Ey, Geburtstags-Freddy. Happy Birthday to me. Der singt sein eigenes Geburtstag-Lied. Oh ja. Tore, Tore, Tore. Ich habe Geburtstag. Okay, dann würde ich sagen, so, zack. Wir verwandeln uns aber wieder zurück. So, bis jetzt haben wir eigentlich relativ gut viele Morphs hier gefunden. Hier, so auf dem Tisch war ja eins. Dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um auf der Seite. Genau, haben wir hier irgendwas bei den Palmen? Haben wir hier bei der Säule irgendwas versteckt oder so? Oder hier hinter? Nee, alles klar. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen rechts um auf der rechten Seite. Vor allem hier außer. Also, oh, da haben wir noch irgendwas. Warte mal, was ist das hier? Ah, nee, okay. Ich dachte, das wäre ein Morph oder sowas. Ah, in den. Oh, in den Kabinen. Endlich, Freunde, haben wir da was. Ah, das ist ein Maskottchen. Aber in der Kabine dann haben wir nichts drin. Alles klar, Hallöchen, da ist ein Maskottchen drin. Als kleiner Tipp, ich bin Sonic. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier so ein bisschen lang. Hier gibt es ja überall diese Fotokabine. Ey, steh auf. Junge, wie hoch ich gesprungen bin. So, Hallöchen. Okay, hier ist nichts drin. Als ob hier in dieser Fotokabine, Hallöchen, wieder nichts drin ist, ey. Hallo, Hilfe, ich glaube, ein kleiner dicker Igel steckt fest. Okay, was haben wir? Roxy Rage. Ah, da haben wir doch, oh, Doublehead Freddy. Einfach ein Freddy mit zwei Köpfen. Hallo, ich bin's Freddy. Und ich bin auch Freddy. Halt die Klappe. Ja, okay. Das sind einfach jetzt hier so zwei Freddy-Köpfe, die sich hier miteinander verständigen können und sowas. Und oh, da haben wir nicht den nächsten Morph. Was ist da? Oh, Roxane haben wir. Let's go, Roxane Wolf. Haben wir endlich auch mal freigeschaltet. Wurde auch mal Zeit. Und ja, miau, miau, miau. Ich bin ein Wolf oder was auch immer. Au, Wölfe für Geräusche machen. So, können wir jetzt hier hinter die Tribüne gehen oder sowas? So, hinter den Vorhang irgendwo so ein kleines Geheimversteck? Nee, okay, das bedeutet, hier ist echt Schluss. Okidoki, da würde ich sagen, gehen wir mal hier in die dritte Etage. Gibt es natürlich hier noch eine. Oh, Etageabschalt. Warte mal, was ist das denn hier? Hä? Sass oder irgendwie sowas? Das ist so ein Mülleimer. Das ist so ein ganz normaler Mülleimer. Wir chillen erstmal hier, zeigen unser Leben. Ach, das Leben ist echt hart. Ich muss erstmal eine Pause machen vor dem ganzen Rennen. Und, warte mal, Among Us. Wen haben wir denn da gefunden? Hä? Wir haben doch schon so ein Among Us Morph gefunden. Da, Sass Monty. Einfach Monty ist Sass. Oh ja, yeah. Du bist ziemlich Sass. Mit dieser Among Us Brille oder sowas. Junge, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, nur weil das eh hier dieses Zeichen so aufgeblinkt hat, ist mir das Ganze aufgefallen. Alles klar, Freunde. Wir müssen wirklich jetzt unsere Augen gut aufhaben. Hallo, können wir irgendwie rein? Nee, oh, hier ist ein Lüftungsschacht. Okay. Aber da müssen wir jetzt erstmal nicht reingehen. Erstmal, oh, schauen wir uns mal hier um. Was haben wir denn hier, Freunde? Guck dich das Ganze an. Da haben wir auf jeden Fall Uzumaki. Alles klar, Freunde. Ich glaube, das ist auch einer der neueren Morphs oder so. Das scrollen wir mal nach unten. Genau, da haben wir ihn. Yeah, wow. Okay, das sieht krass aus, ey. Einfach als Five at Freddy's Morph. Da würde ich sagen, haben wir da noch irgendwas? Lalala. Und hey, da ist ein Engel. Halleluja. Wie kommen wir an den Engel dran? Aber erstmal kommen wir hier an dich dran. Und ah, das ist ein Maskottchen. Alles klar, Freunde. So, dann würde ich sagen, so, wir sind wieder Sonic. Wie kommen wir jetzt an den Engel dran? Können wir jetzt einfach dahin springen und let's go. Ah, da war ein unsichtbarer Parcours. Habt ihr gesehen? Ich glaube, ansonsten oben war nichts mehr, okay? Dafür verwandeln wir es aber wieder zurück, ey. Weil sonst, ich glaube, als Sonic sind wir hier ein bisschen. Oh, ne, hopp. Ein bisschen zu schnell. So, zack. Und da haben wir es geschafft, Freunde. Angel Freddy. Boah, der sieht episch aus. Einfach so ein Engel oder so. Halleluja. Wie sieht wieder aus? Ich kann fliegen. Und aua. Okay, und Junge, das sieht richtig episch aus. Guckt euch das Ganze, Mann. Einfach so ein leuchtender Freddy-Engel. Mega cool, okay. Aber so, Sonic gefällt mir besser. Ansonsten sehen meine Augen hier nichts außer diesen Parcours hier, den ich auf jeden Fall noch hier. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, den Parcours hier als Sonic zu machen. Ich würde sagen, oh, wir verwandeln uns mal lieber ganz schnell zurück. Oh, okay. So, ich glaube, so ist das Ganze hier so ein bisschen einfacher jetzt hier. Vorsichtig balancieren. Wen haben wir denn da? Bilderman Freddy oder sowas. Ah, das ist der Roblox Bilderman. Bilderman, der Baumeister, können wir das schaffen? Jetzt, oh mein Gott, sogar mit dem Hammer hier in der Hand. Als Bilderman Freddy unterwegs, alles klar. Aber ansonsten, hey, keine Pause machen. Gab es, glaube ich, hier in der dritten Etage hier ganz oben nichts mehr. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Nur hier war noch so ein Lüftungsschacht und da gehen wir mal als Sonic durch. Obwohl, okay, wir gehen doch nicht als Sonic durch. Ist eine schöne Zeit mit dir, aber wir müssen uns genau wieder normal verwandeln oder sowas. Und jetzt gehen wir mal hier, hallo, hier durch. Oh mein Gott, ey, nicht, dass er jetzt irgendwie Huggy Wuggy um die Ecke kommt oder sowas.
Okay, wir haben hier sogar noch unsere Taschenlampe am Start. Links oder rechts? Links, Freunde. Let's go. Oh, hier geht es noch nach unten und Hallöchen. Und, oh, wen haben wir denn da, Freunde? Original Chica. Junge. Und jetzt kommen wir wieder nach oben. Alles klar. So, um den Morph kümmern wir uns gleich. Ist hier rechts noch irgendwas? Oder? Ah, nee, okay. Das bedeutet, das war jetzt anscheinend hier dieser Morph, den wir bekommen konnten. Ansonsten war ja, glaube ich, nichts oder so hier hinter. Nee. Alter, wo sind wir hier überhaupt? Hinter der Leinwand. Da haben wir sie, die originale Chica aus Five at Freddy's. Haben wir jetzt auch gefunden. Okay, da würde ich sagen, Freunde, damit sind wir jetzt fertig. So, wir waren in der Lobby, aber wir waren noch nicht im Daycare, waren wir noch nicht. Alles klar, da würde ich sagen, gehen wir mal hier im Daycare. Was gibt es denn hier alles so Schickes? Vielleicht irgendwas auf den Tischen oder sowas. Ich glaube, hier gibt es noch eine jede Menge Maus. Hallöchen, hallo, hallo, hallo. Kann ich irgendwo hinterklettern? Nee, sieht anscheinend nicht so aus. Okay, und da haben wir doch schon mal den ersten. Ah, das ist, das vierte Maskottchen, was wir gefunden haben, von 7. Mal schauen, ob wir hier alle, finden werden oder sowas. Boing, ja, und, warte mal, hä, wo ist denn hier was? Und, ach, da oben, Spider-Freddy einfach. Alter, ist das eine Minecraft-Spinne? Das ist so eine kleine Minecraft-Spinne, die da ist. Okay, würde ich sagen, Freunde, können wir uns jetzt hier in Spider-Freddy verwandeln? Was? Wie sieht der denn aus, Alter? Junge, wie so eine Spinne. Boah, haben wir hier solche Spinnenbeine auf unserem Rücken. Das erinnert mich hier an diesen Huggy-Wuggy-Morph, wo wir auch eine Spinne waren. Und, Hallöchen, alles klar bei dir? Ja, renn lieber weg von mir. Wow. Oh ja, ich glaube, der hat schon ordentlich Angst vor mir bekommen. Okay, dann schauen wir uns mal. Warte mal, hier weiter. Oh, gibt es da irgendein Parcours? Können wir da nach oben springen, Freunde? Warte mal, wir verwandeln uns mal hier wieder zurück. Ihr seht es, hier sind solche Plättchen oder sowas. So, da würde ich sagen, hier, alle hopp. So, okay, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt können wir, wir können hier gar nichts machen. Oh, wie sind denn hier so Blöcke nach oben? Ah, okay, wir können hier noch weiter springen, Freunde. Guck dich das Ganze mal an. Oh, ich verstehe, wo wir hin müssen. Und oh Gott, oh mein Gott, wir haben es geschafft, Alter. Hä, schaffen wir den Sprung überhaupt darüber? Nee, das ist ja gar nicht möglich. Ah, wir müssen hier einfach, nicht am Stern hochklettern, sondern hier vorbei. Und jetzt, Freunde, oh mein Gott, da haben wir es geschafft. Glamrock George haben wir bekommen. Junge, je nach diesem heftigen Parcours. Hallöchen, ich bin es. Glamrock George. Junge, mit einem Auge und mit so einem Baseball in der Hand. Okay, der sieht echt gruselig aus. Alle hopp. Oh, wir gehen nach unten. Oh, hier sind solche Fußspuren. Seht ihr das? Wohin werden diese Spuren wohl führen? Finden wir es heraus? Können wir irgendwie durch die Türen gehen? Hallo? Hallo? Nee, okay. Gelb? Hallo? Und grün? Hallo? Und rot? Nein, wir können durch keine Tür hier gehen. Ey, hä, als ob. Naja, dann folgen wir mal hier diesen Fußstapfen und sowas. Oh, hier sind noch mehr Türen. Hallo? Hallo? Klopf, klopf. Hey, ich will doch nur hier reinkommen. Aber anscheinend... Oh, warte, kommen wir da rein? Nee, wir können hier nirgendwo... Oh mein Gott, rein und... Oh, hallo? Ist hier irgendwas? Oh mein Gott, hier sind überall so Bäume. Warte, ich würde sagen, wir machen mal lieber... unsere Taschenlampe vorsichtshalber haben und... da ist doch irgendwas. Slender Freddy. Wie cool ist das denn, oder? Wie gruselig ist das denn? Lalalala. Da, wir sprinten mal lieber hier vor Angst raus. Leute, geht da nicht durch die Tür. Ich rate euch davon ab, ey. Da haben wir ihn, Freunde. Slender Freddy und... Hallo, Buh. Und der ist so... Ah, der schreckt sich total. Alles klar bei dir, ey? Guck mal, wie der wegrennt vor uns. Bleib stehen. Okay, keine Angst haben vor mir. Alles gut, ich verwandle mich wieder hier zurück hier in Sonic. So, da würde ich sagen, wen haben wir denn da? Dominus Frigidius. Das hört sich an wie so ein Zauberspruch von Harry Potter. Dominus Frigidius. So, wo haben wir den am Start? Da, nachdem wir jetzt den grünen Dominus haben, haben wir jetzt hier den hellblauen Dominus ausgerüstet. Alles klar, können wir jetzt hier in den Aufzug rein? Nee, hier können wir auch nicht durch. Okidoki, da würde ich sagen, schauen wir uns mal genau erstmal hier ein bisschen außenrum, bevor wir jetzt, oh mein Gott, zu diesem, Spielplatz kommen. MLG Freddy. Wie sieht der denn aus? Einfach ein MLG TNT Boost. Hey Kids, was geht ab? Ich bin's MLG Freddy. Habt ihr Bock auf ein paar TNT Boosts? Oh, hier einfach der MLG König hier am Start. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal hier. Oh, der MLG Freddy klopft an. Hallöchen. Ich will hier genau hier reinkommen in die Zimmer. Hallo, geht's hier lang? Nein, alles klar. Da geht es auch nicht hier lang. Dann schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter. Oh mein Gott, das ist ja ein richtiges Kinderparadies hier im Hotel. Oh Gott, also perfekt für mich eigentlich. Okay, dann würde ich sagen, komm, ich kann's kaum abwarten. Wir müssen jetzt auf jeden Fall so reingehen. Ich kann es kaum abwarten. Und 3, 2, 1, nihihiu. Ab geht die Post. Was haben wir hier so am Start? Okay, hier ist erstmal alles. Alles klar. Haben wir hier irgendwas? Nee, okay. Wir müssen jetzt hier wirklich jeden Bereich genauestens untersuchen. Oh, was haben wir denn hier? Items zerstört. Ah, Totems. 1 von 7 Totems. Ah, das ist das zweite Totem. Alles kaputt machen. Sonic muss kaputt machen. Guest Freddy. Ha, wo haben wir den denn am Start? Das ist der Roblox Guest Freddy. Na, alles klar bei euch. Ich bin der Roblox Guest. Oh, hier, der Gast von Roblox. Und jetzt würde ich sagen, klettern wir... Ey,
Ja, nach oben. Ich bin nicht so sportlich, ja, muss sagen. Aber dafür können wir hier alles Mögliche zerstören. Hallo? Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich kann die Dinger einfach nicht zerstören, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Aber, oh, ich habe da drin schon irgendwas gesehen, Freunde. Können wir irgendwie hier... Aha, wir können hier tatsächlich rein. Da ist doch irgendwas, Freunde. Blue Axolotl. Oh, selten ist das sogar. Oh ja, den haben auf jeden Fall meine Adleraugen gesehen. Und oh, was meine Adleraugen aber nicht sehen, ist der Ausgang. Hallo? So, da geht es jetzt auf jeden Fall ab nach draußen. Ein seltener Axolotl. Wir haben ja schon den gelben Axolotl gehabt. Und jetzt haben wir noch einen seltenen dunkelblauen oder sowas. Da, direkt neben den normalen. Hallöchen. Gluck, gluck, gluck. Oh, ich brauche Wasser. Wasser, Wasser. Okay, okay, dann würde ich sagen, Freunde. So, wir verwandeln es wieder hier zurück. Alles schön. Ich bin's wieder. Sonic. So, und da haben wir den. Oh, okay, den Guest Freddy. Alles klar. Den haben wir uns gekümmert. Können wir die... Ah, 3 von 7 Totems haben wir zerstört. Den haben wir und den nice Huggy Wuggy haben wir gefunden. Den lieben Huggy Wuggy. Nachdem wir schon... Oh, bist du da eingesperrt? Alles klar. Kann man dir irgendwie helfen? Nachdem wir den Bösen gefunden haben, haben wir jetzt auch hier den gefunden. Big Brain Freddy ist sogar auch hier oben drauf. Okay, erstmal würde ich sagen, Freunde. Eins nach dem anderen. Entspannt euch mal hier ein bisschen. So, ich kann hier nicht alle auf einmal machen. Zuerst mal haben wir den nice Huggy Wuggy. Hallo, Freunde. Ich bin es, der liebe Huggy Wuggy. So, den haben wir auf jeden Fall am Start. Junge, der geht richtig lustig. So, bum, 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 bum. Und dann haben wir den Big Brain Freddy. Also mit so einem riesen Big Schädel. Ich glaube, der war hier irgendwo unten, müsste der gewesen sein. Genau, hier ist der. Und oh, ich habe euch einen riesen Big Schädel. Guck mal, das gehört. Guckt der schon hinten raus. Alter, der hat echt einen riesen Big Schädel. Alter Schädel. Und ihr sagt zu mir, ich habe einen Big Schädel, ey. Guckt euch den ganzen mal an. Okay. So, dann würde ich sagen, diese Todes können wir hier nicht umschmeißen. Nein, da würde ich sagen, ist jetzt auch egal. Wir gehen jetzt. Ey, ich habe gesagt, wir gehen jetzt weiter. So, genau hier. Okay, den Tote können wir umschmeißen. 5 von 7. Haben wir vielleicht hier. Ah, in der Sandbox irgendwas. Und. Oh, warte mal, Freunde, ist das der Schlüssel? Das ist der Schlüssel für die Kanalisation. Sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, das merken wir uns. Dann können wir gleich in die Kanalisation. Ich glaube, ansonsten hier unten gibt es nichts. Alles klar, Freunde. Jo, ich dachte, der Schlüssel wäre irgendwo in der Nähe von der Kanalisation. Aber scheinbar ist der hier einfach im Spieleparadies, was auch immer hier den Schlüssel macht, ey. Für die Kanalisation. Okay, dann würde ich sagen, hallo, hallo, hier will ein Igel raus. Sonic, nein. Was machst du, Sonic, ey? Ich will hier raus. So, okay. Da haben wir es auf jeden Fall rausgeschafft. 6 von 7 haben wir zerstört. Sundrop, Freunde. Wir haben jetzt alle Tote anscheinend doch zerstört. Es hat doch geklappt. Und jetzt haben wir den Sundrop Freddy bekommen. Da haben wir ihn am Start. Guckt euch den mal an. Oh, ich bin es, Sundrop. Junge, einfach so ein Sonnenmännchen oder irgendwie sowas. Alter, den habe ich auch noch nie gesehen. Haben wir hier vielleicht am Eingang vor der Rutsche noch irgendwas? Nee, okay, wir können ja wieder zerstören. Naja, würde ich sagen, gehen wir auf hier. Oh, weiter, wer ist der denn? Ah, okay, das ist der Guest. Ich glaube, den haben wir ja schon eingesammelt. Da würde ich sagen, Alter, Junge, du bist viel zu langsam, Kollege. Da oben ist aber doch was. Da ist eine Ratte. Guckt euch die ganz mal. Hallöchen, und da haben wir Ratten Freddy einfach. Boah, der sieht echt, ja, der sieht schon ziemlich hässlich aus, muss ich sagen. Da haben wir den und, hallo, ich bin eine kleine Ratte. Gib mir euren Käse. Da haben wir, ey, sogar so einen Rattenschwanz habe ich hier am Start. Alles klar, würde ich sagen, hoppeln wir jetzt hier mal nach oben. Haben wir hier an der Seite was? Nee, okay, dann würde ich sagen, oh Gott, die kleine Ratte ist echt nicht sportlich. So, jetzt sind wir auf jeden Fall oben ankommen. Junge, wo sind wir denn hier gelandet? Guckt euch das Ganze, Mann. Was gibt es hier zu entdecken? Hallöchen, bist du ein Spieler oder bist du ein Morph? Ha, hier ist noch ein anderer Spieler. Ey, aua, ich bin runtergefallen. Ich habe mich einfach auf den Stuhl gesetzt. Och, ganz gemütlich hier, muss ich sagen. Alter, okay, ich muss mich echt mal hier zurücksetzen. Anders hat man hier keine Chance, irgendwas zu finden. So, haben wir vielleicht hier irgendwas in der Ecke oder sowas? Hier muss so, Alter, was ist hier überhaupt passiert, ey? Junge, hier sind hier richtig viele Sachen zerstört. Und 5 von 7 oder, ne, oh, 6 von 7 Maskottchen haben wir mittlerweile gefunden. So, gibt es hier nur noch ein Maskottchen, da gibt es hier noch irgendwo... Oh, was ist das hier? Ein Morph oder so. Okay, das Maskottchen, was dahinter liegt. Alles klar, aber... Oh, Interact oder so. Können wir hier mit interagieren? Oh, wir können den Schalter umlegen und haben wir irgendwas aktiviert oder so? Da sind wir jetzt aber auf jeden Fall wieder oben und von hier können wir auf jeden Fall in Daycare Pickup reingeben und wir betreten jetzt auch den nächsten neuen Ort. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Hier gibt es... Ah, da haben wir doch direkt das erste gefunden. Jo, wir haben alle Maskottchen gefunden. Hä? Warte mal, was war das? Was für das für ein Morph? Der ist so schnell gekommen. Hatten wir den nicht schon? Ah, die Mondstatue einfach. Oh, guckt euch die mal. Ich bin es, der Mond. Hahaha. Ich leuchte jede Nacht über euch. Alter, okay, der sieht echt richtig gruselig. Guckt euch das Ganze mal. Moondrop steht hier auch schon. Hier sind überall so Plakate von mir. Jo, alles klar, Homie, was geht ab? Und da denkt ihr auch nur so, jo, ich bin ein Krokodil, was geht ab? Haha, alles klar. Würde ich sagen, wir schauen uns mal weiter um. Junge, der ist aber ziemlich langsam, muss ich sagen. So, wie Alter, guck mal, der hat sich zurückverwandelt. Hallöchen, wir haben uns auch zurückverwandelt. Ja, mal schauen, was es jetzt hier auf jeden Fall gibt. Hinter den Postern vielleicht irgendwas. Hier ist ja meistens auch irgendwas.
Aha, versteckt du. Marshmallow Freddy? Was? Es gibt einfach einen Marshmallow Freddy. Ich hab noch ein bisschen Marshmallow zwischen den Zähnen. Marshmallow Freddy ist auch. Hä? Am Schatten. Wer ist denn da oben? Den hab ich fast übersehen. Einfach Panda. Nee, das ist ein Affengeräusch. Einfach den Panda Freddy haben wir jetzt auf jeden Fall auch freigeschaltet. Der müsste auch hier irgendwo gewesen sein. Da hab ich ihn neben dem Grizzly. Yo. Ich bin ein Panda. Gib mir ein bisschen Bambus, was ich essen kann. Der Tilde-Ei auf jeden Fall hier. Haha, ganz, ganz oben hier sein Leben als Panda. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal. Oh, warte mal hier um. Was ist denn hier, Freunde? Hinter dem Poster, guckt euch das Ganze mal. Können wir hier reingehen und. Oh, hallo, ist es hier ein Geheimgang? Hallo, komm ich hier durch? Oh, tatsächlich, Freunde. Dominos Infernus, den nächsten Dominos haben wir auf jeden Fall auch gefunden. Junge, wie viele Dominos-Morphs gibt es denn hier bitte? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile hier unser dritter, den wir gefunden haben. Da haben wir in Dominos Infernus jetzt hier den orangen, roten Dominos. Haben wir auf jeden Fall auch am Start. Alles klar. Jetzt würde ich aber sagen, Freunde, Speedrun, ab geht's. Jetzt können wir durch die Türen gehen. So, als Sonic müssen wir uns jetzt mal hier wieder alles möglich umschauen. Da können wir wieder in die Lobby gehen. Alles klar, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen natürlich hier den Bereich hier erstens genauestens untersuchen. So, haben wir den Marshmallow. Okay, von hier kommen wir. Aber ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts, ne? So, oh, groß ist der Bereich nicht. Hier oben, Freunde, können wir da irgendwie rein? Warte mal, hinterm Automaten, alle hopp. Vielleicht als Mensch oder so. Oh, tatsächlich, wo sind wir denn jetzt hier hinkommen? Wir sind in einem weiteren Lüftungsschacht. Und, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Wir müssen jetzt hier für den richtigen Weg entscheiden. Das ist natürlich immer... Oh, okay, es war doch der falsche Weg. Es ist natürlich hier. Ey, hier der richtige Weg. Okay, dann ist es hier. Hä? Rechts? Warte mal, wo waren wir denn jetzt hier? Ja, Alter, Schwede. Hä? Links? Okay, dann ist es die Mitte hier, oder? Okay, Freunde. Mitte und... Okay, nochmal Mitte war es nicht. Mitte, links, Freunde. Und jetzt ist es... Oh Gott, ich weiß nicht. Und nein, 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 nein. Ich lebe doch, hallo? Mitte, links. Und jetzt Mitte oder rechts, Freunde. Und es ist rechts. Let's go. Und jetzt haben wir den Gregory. Also nicht mehr diesen Baby Gregory, sondern den normalen. Da haben wir ihn. Hallo, ich bin es, Gregory. Gregory, hä? Warte mal, wer bist du? Ich bin Gregory. Ich bin Gregory. Ich bin Gregory. Ich bin Gregory. Okay, dann würde ich sagen, oh ja, so, wir springen wieder hier raus. Und da haben wir jetzt ihn gefunden, Gregory. Oh ja. Genau, Freunde, wir wollten das Ganze jetzt noch mit dem Schlüssel ausprobieren. Aber irgendwie, guck mal, ich habe den Schlüssel gar nicht in der Hand. Ich habe ihn zwar ausgesammelt, aber irgendwie kann ich ihn nicht equippen. Trotzdem haben wir jeden Bereich abgeklappt. Hier in der Lobby waren wir, Daycare waren wir, hier bei dem Tunnel, bei dem Eingang, bei den Treppen, hier unten im Tunnel. Überall waren wir, auch in dem Raum hier, Atrium mit den drei Etagen. Im Museum waren wir auch und hier in der Kanalisation eigentlich auch. Wir stehen nämlich jetzt vor der Tür. Wir können das irgendwie das Ganze hier nicht öffnen. Wir können sogar so ein bisschen dahinter gucken, Freunde. Irgendwas ist da versteckt, aber was wird dahinter sein? Hallo? Klopf, klopf? Ich habe den Schlüssel hier in der Hand, aber ich kann die Tür nicht öffnen. Aber schau mal, Freunde, was ich jetzt hier noch gefunden habe im Museum. Hier oben einfach Bee Freddy. Das habe ich hier gar nicht gesehen, ey. Und jetzt können wir sogar noch in eine Biene verwandeln. Bzz, bzz, ich bin eine Biene. Bzz, bzz. Oh ja, aber ich denke mal, Freunde, wir haben jetzt wirklich hier unser Bestes gegeben bei den Five and Ed Freddy Moths. Oh, hier ist sogar so eine Lüftungsschacht oder sowas. Guck mal, Freunde. Ja, das lohnt sich immer, zweimal hinzugucken und mal schauen, was uns hier erwarten wird. Wir gehen mal hier vorsichtig auf jeden Fall hier entlang. Hallo, ist hier irgendwas? Und hier sind überall solche, hallo, roten Knöpfe oder so. Da würde ich sagen, lalala, ich stoße mir die ganze Zeit den Kopf. Hier die ganze Zeit gegen den Lüftungsschacht. Aber, oh, hier sind so Spinnenweben. Aber ansonsten sieht das Ganze eigentlich ganz okay aus. Und, ah, hier waren wir doch schon. Aber, oh, was ist das denn oben, Freunde? Das habe ich auch übersehen. Ninja Freddy, ey, wen haben wir denn da gefunden? Ja, es lohnt sich echt immer so zweimal nachzugucken. Da findet man auf jeden Fall noch einige neue Morphs. Irgendwie können wir uns aber in ihn nicht verwandeln. Naja, ist egal. Oh ja, schaut ihn euch an, so sieht ja auf jeden Fall aus. Aber ich denke mal, Freunde, das sollte es dann gewesen sein mit dem heutigen Five at Freddy's Morph Video. Ihr seht es auf jeden Fall bei Morphs. Guckt euch das Ganze mal an. So, so viele Verwandlungen haben wir schon freigeschaltet. Junge, 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 es fehlen echt nur ein paar Verwandlungen. Und dann haben wir wirklich alle freigeschaltet. Sehr, sehr krass. Wenn ihr auf jeden Fall Bock auf den zweiten Teil habt, wo ich auf jeden Fall noch die restlichen Morphs freischalte, dann schreibt es auf jeden Fall, oh, warte mal in die Kommentare. Und jo, da haben wir, hä, die nächsten Morph. Hallo, ich bin ein Warnungsschild. Lasser Boden, ausrutscht. Gefahr. Wie sehen wir denn jetzt aus, ey? Ja. Naja, aber ich denke, Freunde, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Wir haben jetzt wirklich ultra viele Morphs gefunden im heutigen Five Nights at Freddy's Morph Video. Und jetzt sind wir einfach so ein Warnzeichen geworden. Na super. Wir alle kennen Huggy Wuggy, aber was ist, wenn ich euch erzähle, dass es noch 100 verschiedene andere Verwandlungsmöglichkeiten von Huggy Wuggy gibt?
Ihr glaubt mir nicht? Was ist denn das hier? 1000 verschiedene Verwandlungsmöglichkeiten von Huggy Wuggy, in die wir uns auf jeden Fall heute verwandeln werden. Und wir fangen sofort an, hier in der Fabrik zu suchen, in der Poppy Playtime Fabrik, nach weiteren Huggy Wuggy Verwandlungsmöglichkeiten. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn, wow, du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir befinden uns heute vor der Poppy Playtime Fabrik von Huggy Wuggy. High Five, Kollege. Let's go. Und wir haben hier sogar diesen Spielzeug von Huggy Wuggy, diese eine Hand, wo wir uns so an verschiedene Gegenstände so ranziehen können. Und in diesem Modus, Freunde, können wir uns in die verschiedensten Formen von Huggy Wuggy verwandeln, Freunde. Ihr seht es, hier gibt es einen orangen Huggy Wuggy, einen Teufel Huggy Wuggy, einen gruseligen Huggy Wuggy, noch vieles, vieles mehr. Und wir müssen auf jeden Fall, um uns in diese Huggy Wuggys zu verwandeln, verschiedene Badges finden, die auf jeden Fall jetzt hier irgendwo versteckt sind, auf dieser Fabrik hier, oder in dieser Poppy Playtime Fabrik. Und ich würde sagen, wir suchen erstmal hier, ey, Mülleimer, ist hier irgendwas im Mülleimer drin? Nö, 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 okay, hier ist auf jeden Fall nichts oder sowas, wo wir uns schon mal in die erste Version verwandeln können. Und ich würde sagen, wir betreten dann hier die Fabrik. Let's go! Die Poppy Playtime Fabrik, Freunde. Und new, ha, ab geht es. Und hier sitzt dann so, hier so der Typ. Oh, schönen guten Tag. Willkommen zur Poppy Playtime Fabrik. High Five, wenn Sie auf jeden Fall hier rein wollen. Oder stopp, Sie kommen hier nicht durch. Let's go. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, mal schauen, was es hier alles so zu entdecken gibt. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier solche Badges und sowas finden. Und mit jedem Badge können wir uns auf jeden Fall... Oh, was freischalten? Kissy Missy Poster. Gibt es sogar hier auch am Start. Jo, was ist das hier? Warte mal, das ist doch ein Among Us Figürchen oder sowas. Warte mal, können wir da drüber laufen oder sowas? Komm schon. Yo, wir haben es gefunden, das allererste Abzeichen, alles klar. Und wir schauen mal, wo haben wir das Ganze denn, Freund? Hier irgendwo, genau, Among Us, einfach hier, Among Us Huggy Wuggy. Und jetzt können wir uns bei Morphs auf jeden Fall in den Among Us Huggy Wuggy verwandeln, da ist der, Freund. Let's go, yo. Oh, ich sehe aber sus aus, Freund, ich glaube, ich bin der Imposter. Aha, guckt mich mal an, wir sind jetzt hier einfach als Among Us Huggy Wuggy. Und das ist jetzt der allererste Morph, den wir jetzt hier gefunden haben in der Fabrik. Mal schauen, was es noch... irgendwie sowas gibt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier alle Morphs auf jeden Fall finden. Didim, didim, didim. Let's go. Wir sind einfach hier sehr, sehr sass. Und jo, wir können einfach hier hochklettern. Let's go. Als Among Us Huggy Wuggy. Da ist ein Zebra, Freunde. Warte mal, Freunde, wir springen mal ab nach oben. Let's go. Ey, warte mal. Und jo, da haben wir das nächste Abzeichen gefunden. Einfach ein Zebra Huggy Wuggy. Alles klar, wir schauen uns mal um. So bei Morphs oder irgendwie sowas. Haben wir hier ein Zebra Huggy Wuggy? Junge, wie viele gibt es? Und warte mal. Wie sieht das aus? Wir verwandeln uns ihn und jo, moin moin, ich bin Zebra Huggy Wuggy. Was geht ab? Ha, let's go. Und das ist jetzt auf jeden Fall der zweite Morph, den wir gefunden haben. Einfach so als Zebra Huggy Wuggy. IA oder was machen Zebras für Geräusche? Naja, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall mal weiter um. Genau, hier ist ja so Kissy Missy am Start. Das Poster von der. Aber hier ist auf jeden Fall weit und breit nichts in sich. So, da waren wir. Da haben wir nichts gefunden. Hier waren wir auch oder so. Weil da haben wir das Zebra Huggy Wuggy Morph gefunden. Jo, was ist das hier? Warte mal, interagieren oder sowas? Können wir jetzt hier irgendwas machen oder sowas? Let's go! Wir können jetzt hier das Ganze betreten. Haben wir irgendwas auf der Decke? Oben was? Jo, was ist das denn hier? Halleluja! Der Engels-Huggy-Wuggy, Junge! In den würde ich mich auch mal gerne verwandeln. So, würde ich sagen, wir schauen hier jede einzelne Ecke ab. Vielleicht haben wir hinter den Steinchen irgendwas, weil hier ist ja der originale Huggy-Wuggy. Hey, Kollege, was machst du da? Hä? Oben? Jo, das ist einfach ein Spinnennetz. Warte mal, Freunde. Können wir denn nach oben? Komm schon, komm schon, komm schon, Zebra Huggy Wuggy. Gibt auf jeden Fall dein Bestes. Und ich glaube, wir müssen uns, glaube ich, zurücksetzen. Und da oben, Alter, warte mal, ich sehe aus wie so ein Stein oder irgendwie sowas. Einfach so ein Zebrastein. Jo, er ist auf jeden Fall auch ein Zebra Huggy Wuggy. Und wir müssen es, wie gesagt, zurücksetzen, um diesen Parcours zu machen. Jo, was ist er für ein Huggy Wuggy Verwandlung? Er ist Sonic Huggy Wuggy. Holy, sowas gibt es auch. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ab nach oben. Let's go. Alter, wir haben uns so nach oben gezogen. Und Junge, der ist in so einer Spinne oder irgendwie sowas. Und zack, Freunde. Ey, und wir haben es bekommen. Spinnen-Huggy Wuggy. Oh mein Gott, einfach Huggy Wuggy als achtäugige Spinne. Da, ihr seht es. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in die Morphs. Und jetzt sind wir
Spinnen-Huggy Schnuggy. Let's go. Boah, Junge, mit so vier Armen oder irgendwie sowas. Und er ist auch eine Spinne. Jojojo, Spinnengang, Spinnengang. Haha, was geht ab? Wir sind jetzt einfach hier die Spider-Man-Gang. Haha, und haben uns jetzt einfach in diesen Morph verwandelt. Junge, mit vier Augen. Der sieht wirklich richtig gruselig aus, muss ich sagen. Diese Verwandlungsform. Aber ich würde sagen, wir müssen mehr so. Hey, High Five. Warte mal, ist das auch ein Badge oder sowas? Können wir das so irgendwie aufsammeln? Nee, alles klar, das geht anscheinend hier nicht aufzusammeln. Aber als Spinne. Yo, Kissy Missy. Mui, mui. Was geht ab? Ey, kannst du mir einen Kuss geben, Kissy Missy? Wo hat er diesen Kissy Missy Perk gefunden? Und oh, hier geht es weiter, Freunde. Yo, wo ist mir denn jetzt hier? Hier sind solche Schließfächer und irgendwie sowas. Und hier ist noch ein Poster von Kissy Missy. Ist hier vielleicht irgendwo unten was? Nee. Und yo, hier, Freunde. Hä, warte mal, was ist das denn? Einfach ein Auge oder irgendwie sowas? Wir laufen mal hier drüber. Ach, wir müssen uns, glaube ich, immer wieder zurücksetzen. Anders können wir die Badges nicht aufsammeln. Aber wir können uns hier teleportieren. Und hier ist der Raum, Freunde. Dieser Locker Room oder irgendwie sowas. Wir betreten das Ganze mal und snacken uns jetzt hier das Auge-Badge oder irgendwie sowas. So, warte mal, können wir da drüber rein? Hallo, krieg ich das Auge? Krieg ich das Auge? Und warte mal, was ist das denn? Wie sehe ich denn jetzt aus? Wir verwandeln uns mal ihn und moin, moin. Junge, mit so einer orangenen Nase. Alter, Junge, mich kann auch so keiner ernst nehmen. So bekommt doch keiner vor mir Angst, ey, muss ich sagen. Mit dieser Verwandlung. Und warte mal, hä? Wir können hier durch. Wir können durch das Kissy-Missy-Poster durch. Guckt euch das Ganze mal. Hier ist ein Geheimgang oder sowas. Mal schauen, Freunde. Hier muss doch locker irgendwas. Ey, warte mal, Kollege, was du denn hier? Hier ist noch irgendwer. Lass mich mal einmal durch. Ich bin Tomaten-Hoogie-Woogie. Und jo, warte mal, was ist das hier? Oh, hier gibt es einen Parcours oder irgendwie sowas. Guckt euch das Ganze mal an. Wir müssen jetzt anscheinend hier diesen Parcours machen. Und Freunde, let's go. Jo. Oh, naja, wir haben gefailt. Na toll, ey. Vielleicht sollten wir uns dafür auch zurücksetzen. Ich glaube, so ist es einfach. Hey, einfach ein roter Stein. Ein roter Stein ist aus uns geworden. So, wo war das Ganze? Hier. Bei den Schließfächern, genau. Das ist auf jeden Fall der nächste Raum, wo wir sind. Und hier war irgendwo, genau, hier dieses Portal oder hier dieser Parcours hinter diesem Poster. Ein geheimes Poster. Interessant, interessant. Dann würde ich sagen, ab geht's und wir dürfen jetzt hier bloß nicht runterfallen. Und können wir uns nicht einfach cheaten danach? Warte mal, können wir das Teil nicht einfach, jo, nach hinten schießen? Warte mal auf das Grüne. Let's go! Und jetzt, nein! Wir haben gefailt. Ey, moin, Kissy Missy, was geht ab, Kollege? Ah, vielleicht so oder irgendwie sowas. Wir müssen halt genau auf dieses Grüne, wow, Plättchen drauffallen. Oh mein Gott, Freunde. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Parcours geschafft. High Five, Kollege. Wir haben es geschafft. Und das ist jetzt auf jeden Fall hier das Badge von Kissy Missy. Und jetzt können wir uns hier tatsächlich, warte mal, in Kissy Missy verwandeln oder irgendwie sowas. Kissy Missy, da ist sie, Freunde. Kissy Missy, moin, moin, ich bin Kissy Missy. Ja, redet die so? Ich weiß es nicht. Let's go. Oh mein Gott. Da haben wir auch den nächsten Morph gefunden. Alles klar. Ich glaube, in dem Raum sollten wir dann auf jeden Fall hier fertig sein. Ich meine, wir haben dieses Auge gefunden und Kissy Missy. Das ist doch sehr, sehr gut. So, wir gehen mal hier durch die Tür. Lalalala. Au, voll mit dem Kopf dagegen geknallt. Lalalala. Moin, moin. Alles klar bei dir? Ha. Was ist denn mit dem los, Junge? Der versteckt sich hinterm Schild. Der so, Huggy Wuggy, lass mich bitte in Ruhe. Keine Angst, Kollege. Wir dürfen jetzt hier bloß nichts übersehen. So, Security-Raum, ist hier hinter was? Nee, hinter dem Poster ist nix. Aber hier ist ein Lüftungsschacht. Let's go. Didim, 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 didim. Yo, ich werd verfolgt. Warte mal, wer ist er denn? Er ist der Spinnen-Huggy Wuggy. Ein Spinnen-Huggy Wuggy verfolgt mich. Alles klar. Würde ich sagen, wir biegen mal hier ab. Gibt es hier irgendwas? Gibt es hier irgendwas? Warte mal, wir haben immer noch verfolgt. Und yo, er ist immer noch hinter uns her. Moin, moin. Was geht ab, Kollege Schnürschuh? Okay, da würde ich sagen, oh, warte mal, was ist das hier? Können wir das hier holen? Let's go. Das ist irgendwie so eine Frostbeule. Ja, ich habe ein nächstes Badge bekommen. Und damit können wir uns auf jeden Fall in das nächste Huggy Wuggy Morph verwandeln. Warte mal, was gibt es denn hier alles? Irgend so ein Frost und da, Frozen Huggy. Wie heftig ist das denn? Ey, Hilfe, ich steck fest. Hilfe, Mama, kannst du mir helfen? Junge, ich steck mit meinem Kopf fest. Und warte mal, kannst du mir auch helfen und mich nicht so blöd angucken mit deinen Augen? Naja, ich glaube, das werden wir hier auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Oh Gott, und ich bin wieder ein blauer Stein, wir sind stecken geblieben. Aber wir haben es jetzt wirklich geschafft. Let's go, Frozen Huggy Wuggy. Guck mal, der hat so Eiszapfen an seinen Ohren. So kalt ist hier diesem Frozen Huggy Wuggy auf jeden Fall. Mui Spinnen. Let's go. Aber wir gehen mal den Lüftungsschacht weiter. Ey, guck mal, er kommt auch nicht raus. Er ist da stecken geblieben. Was geht ab? Okay, wir gehen jetzt mal vorsichtig durch. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas am Ende war oder ob das Einzige war. So, wir gehen mal jetzt hier durch. Ladam, dadam, dadam. Okay, hier geht es noch weiter. Es geht hier. Oh, ab nach oben. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Guckt euch das Ganze, Mann. Das hier ist die Lagerhalle oder hier ist das Produktionscenter von Huggy Wuggy, von der
Poppy Playtime Fabrik auf jeden Fall. Guckt euch das Ganze mal. Und mal schauen, was gibt es hier so zu entdecken? Wir können es ja unseren Arm benutzen, irgendwie sowas. Und uns mal ein bisschen hier umschauen. Weil wir springen mal nach unten. Moin, moin, ha, das ist hier die Maschine oder irgendwie sowas. Und haben wir hier vielleicht das nächste Morph oder sowas. Wir müssen uns hier ganz genau umschauen. Warte mal, von hier, warte mal, von hier kommen wir nicht. Hier gibt es auch noch zwei Türen. Junge, wie groß ist das Ganze denn? Das ist ganz gar nicht gut. Wir setzen uns wieder zurück und teleportieren jetzt hier sowas von schnell wieder in die Produktionshalle. Alles klar, mal schauen, wo ist hier auf jeden Fall die nächsten Badges? Gibt vielleicht, müssen wir uns so auf die Decke oder sowas? Gibt es hier auf den Röhren was? Nee, hier gibt es auf jeden Fall nichts. Junge, der verfolgt mich hier die ganze Zeit. Was geht da ab? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will doch auch hier meine nächsten, Huggy-Wuggy-Morph finden. Hier unten waren wir doch noch nicht. Warte mal, wir gehen mal jetzt hier vorsichtig entlang oder sowas. Haben wir vielleicht hier irgendwas und, oh mein Gott, wir sind im nächsten Raum angekommen. Was geht denn da ab? Guckt euch das Ganze, Mann. Wie riesengroß ist das denn? Ich würde sagen, let's go ab an die, ich komme nicht an die Decke dran. Warte mal, an das Rohr oder irgendwie sowas? Kann ich mich hier an das Rohr so bewegen? Yo, ab geht die Post und, ich bin runtergefallen. Und jetzt aber, oh mein Gott, guck mal, wir sind auf so einem blauen Laufband oder sowas. Gibt es vielleicht hier irgendwas? Nee, anscheinend nichts. So, wir springen mal, hopp, auf das Blau oder so oder gehen mal so in die Richtung und let's go, Greifarm. Und komm schon. Und, warte mal, hier hinter ist tatsächlich was. Guckt euch das Ganze, Mann. Wir haben das nächste Badge gefunden. Junge, wir sind ein richtiger Profi, ey. Junge, jeder, kein Geheimversteck ist vor uns sicher. Und warte mal, jetzt sind wir... warte mal, wie sehen wir denn aus? Junge, wir haben sogar so ein Stoppschild. Wir sind jetzt hier der Verkehrs-Huggy-Wuggy. Fast wieder so, so der Orange da einfach. Und wir sorgen hier für Sicherheit im Straßenverkehr mit einem, ja, mit so einem Hut einfach auf dem Kopf. Was geht da? Alles klar, ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall jetzt hier die Badges gefunden oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt es hier aber noch irgendwas anderes zu entdecken, oder? Oh, warte mal, was ist da oben? Seht ihr das? Warte, können wir da hin? Können wir mit unserem Greifarm da hin? Let's go! Ich glaube, wir müssen uns wieder zurücksetzen. Es war eine Freude mit dir, aber dieses Orange. Orangene, Junge, das sieht aus wie so ein Chips oder sowas. Muss auf jeden Fall weggehen. So, wir teleportieren uns wieder auf jeden Fall jetzt hierhin so zurück. Und da ganz oben, genau, wir snacken uns den Greifarm und gehen jetzt auf jeden Fall so hier an die Wand. So, komm schon. Ey, ey, wieso kann ich denn nicht nach oben? Und let's go. Didim, didim, didim. Ha, ab geht die Post. Und komm schon, komm schon, komm schon. Let's go. Und wir haben's. Wir haben das Badge jetzt auf jeden Fall eingesammelt. Und warte mal, was ist das denn? Sind wir jetzt etwa ein? Hojo, ich bin es. Ninja Huggy Wuggy. Was geht denn da ab? Hier mit diesem Ninja-Bad einfach. Junge, was? Guckt uns mal an, ey. Jetzt haben wir uns einfach in einen Hojo-Ninja verwandelt. Wer will sich mit uns anlegen? Moin, moin, was geht ab? Ich bin es, Ninja. Aha, er probiert, oh, tschüss. Er probiert, das Badge auch zu erreichen. Aber, okay, es geht jetzt auf jeden Fall hier weiter. Als Hoyo Ninja Huggy Wuggy, alle aus dem Weg hier. Und warte mal, wohin führt uns jetzt auf jeden Fall diese Tür? Und let's, oh, let's go. Guck dich das Ganze, Mann. Yo, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Holy Macaroni. Also, wenn es auf jeden Fall jetzt hier keine neuen Verwandlungsmöglichkeiten gibt, dann weiß ich auf jeden Fall auch noch nicht. So, gibt es hier irgendwas? Hier? Warte mal, was macht ihr in der Ecke? Und oh, hier ist eine geheime Wand. Guckt euch das Ganze mal. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall hier einen Parcours überwältigen. Und Junge, ich stoße mir die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Decke. Wie soll ich denn jemals hier diesen Parcours schaffen? Es war eine schöne Zeit mit dir, Ninja. Aber ich muss mich leider von dir verabschieden. So, aber Freunde, bevor wir jetzt zu diesem Parcours kommen, würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal. Warte mal, wo waren wir denn? Genau, hier in dieser Lagerhalle. Hier muss doch noch locker irgendwas geben. Ich meine, guckt euch das Ganze mal an. Irgendwo bei den Paketen oder irgendwas muss doch hier sein, damit wir uns hier in die nächste Form verwandeln können. Hinter. Na, dahinter war auf jeden Fall nichts. Hier hinter. Nee, da ist auch nichts. Mist, Mist, Mist. Hey, Kollege, wo hast du irgendwas gesehen? Okay, er geht nach oben. Er geht nach oben. Ich gehe auch mal nach oben. Oh, tatsächlich. Yo, was ein Pro. Ich habe jetzt einfach, warte mal, King Huggy Wuggy bekommen. Was ist das denn für ein Morph? Einfach so der König oder wie? Und, oh, warte mal, wo ist der? Und wir verwandeln uns ihn und, yo, ich bin jetzt einfach ein König. Ach, verbeugt euch alle vor mir. Ich bin es, der King und, yo, warte mal, da ist direkt das nächste Morph. Holy, guck mal, Kissy Missy oder dein Evil Penny haben wir bekommen. Alles klar, es war eine schöne Zeit mit dir, King Huggy Wuggy. Aber es geht jetzt auf jeden Fall weiter, hier direkt zum nächsten Morph. Wir wollen natürlich alle Morphs oder so viele wie möglich auf jeden Fall finden. Und das ist jetzt hier Evil Penny. Hier einfach Kissy Missy, muss ich sagen, hier, aber mit diesen gruseligen Zähnen. Alles klar, mit der würde ich mich nicht anlegen. So, würde ich sagen, hier gibt es so einen Lüftungsschacht. Aber ich glaube, von hier sollten wir eigentlich kommen. Oder gibt es hier, yo, irgendwas, yo, hier ist einfach Kissy. Au, 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 au. Hier ist einfach noch eine Kissy-Missy oder so. Haha, guck mal, er fällt da hier den ganzen Gang runter. Was geht da ab? Okay, 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 okay. Wir gehen jetzt mal hier so den ganzen Gang nach unten und, hallo?
Kann ich einmal durch? Hallo? Ich möchte hier durch. Ich glaube, hier ist kein Durchgang für Kissy Missys Kollege. Ich glaube, jo, dreh am besten um. Muss ich sagen, jo, mach mir hier keine Angst. Oder wir setzen uns auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Alles klar. Dann teleportieren wir uns hier nochmal hin, weil hier gab es ja irgend so einen Parcours oder irgendwie sowas. Genau, mit so einer geheimen Wand. Und den Parcours müssen wir jetzt auf jeden Fall bestreiten wahrscheinlich, um das nächste Patch zu finden. So, zack. Jo, wie springen wir denn? Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Und komm schon, zack. Okay, ja, kein Problem. Alles gut. Wie ein Profi mache ich das. Boom. Und boom. Und, oh, wieder gefällt. Können wir nicht einfach mit der Hand hier so auf die Decke oder irgendwie sowas? Let's go. Okay. Cheaten geht leider nicht, dann würde ich sagen. Müssen wir das irgendwie, Alter, anders regeln, Junge. Ich flipp aus. So, easy. Peasy, lemons, squeezy. Zack. Okay, ich hab, geschafft. Okay, es geht weiter. So, jetzt hier, so nach rechts abbiegen, rechts. Hä, warte mal, was ist das hier? Müssen wir jetzt hier, mit der Hand hier drunter durch. Und komm schon. Und, da haben wir auch hier das nächste Badge gefunden. Oh, das ist ein Regen. Und damit können wir uns, oh mein Gott, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, in, einen Moment, ich muss noch suchen, da haben wir ihn in Sonic Hagiwagi verwandelt. Moin, was geht ab? Ich bin Sonic. Und jetzt können wir einfach hier als Sonic hier rumrennen. Was geht ab? Und niu, ab geht es. Aber der ist ja ganz schön langsam, muss ich sagen. Hier für ein Sonic Hagiwagi. Was geht ab? Hier mit dem Ring auf jeden Fall. Let's go. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir teleportieren uns mal hier. Wohin sollen wir uns teleportieren? An den Anfang oder irgendwie sowas. Let's go, yo! Hä? Leute, ich kann fliegen. Didim. Okay, ich glaube, wir setzen uns lieber mal zurück. Irgendwas hat da nicht so ganz gestimmt, muss ich sagen. Vielleicht gibt es hier irgendwas so nach am Anfang oder sowas. Irgendeine andere Morph oder sowas, die wir noch nicht hier gesehen haben. Vielleicht hier im Wald oder sowas. Haben wir hier irgendwas an den Bäumen oder sowas? Ich glaube, oh, da ist tatsächlich was. Warte mal, wir gehen mal mit unserer Hand dahin. Let's go. Und zack. Okay, wir haben es nicht getroffen. Und let's go. Wir haben es bekommen. Und jetzt haben wir den, oh mein Gott, Engel freigeschaltet, den Engelmorph einfach. Oh ja, ich bin es auf jeden Fall, der liebe Engel, na? Das sieht so aus, als hätte er irgendwie so Puder ins Gesicht bekommen und sich komplett in Puder eingerieben oder sowas. Moin, na, alles klar bei euch? Ich bin es ja auf jeden Fall jetzt hier, der Engelmorph, was geht denn da? Okay, mal schauen, wir haben ja das schon mal im Wald gefunden. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas anderes hier draußen, so in den Ecken oder so. Und yo, warte, was bist du denn? Bist du eine verdammte Schildkröte? Yo, Schildkröte. Was geht denn bei dir ab, Junge? Als ob der einfach so eine Schildkröte ist. Wie heftig ist das denn? Alles klar, aber wir müssen jetzt hier die Fabrik auf jeden Fall hier weitersuchen. Nach weiteren Morphs. Wir haben bei weitem noch nicht alles freigeschaltet. Ihr seht es, warte mal. Hier sind die ganzen Badges. Überall, wo ein Haken ist, ja, haben wir auf jeden Fall so, ja, vielleicht so die Hälfte haben wir freigeschaltet. Da gibt es auf jeden Fall aber noch einiges auf jeden Fall zu entdecken. Wir gehen den Gang mal entlang. Haben wir vielleicht hier irgendwas, so hinter den Bauklötzen oder... Jo, wo ist das denn? Hier ist ein Arm oder so. Leute, ich habe einen Arm gefunden. Kommt alle hier hin. Ha, was geht denn da ab? Und damit haben wir den Lieben freigeschaltet. Guckt euch das Ganze an. Hallo, ich bin ganz, ganz nett. Ich will keiner Fliege was. Und wir sind einfach der liebe Hagiwagi und nicht der Böse. Also eigentlich so der Original. Und jo, was geht denn hier ab? Eine fette Party oder was? Jo. Und ich war nicht eingeladen, Leute. Was ist denn los bei euch, ey? Junge, das ist einfach so ein Grüner. Junge, diese Schildkröte. Wie ist er zu dieser Schildkröte geworden? Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Warte mal, war da oben irgendwas? Da ist doch irgendwas und... Oh, warte mal, ich glaube, ich hab's geschafft. Warte mal, war das dieser Schildkrötenmorph von irgendwie sowas, wo wir uns in eine Schildkröte verwandeln können? Ich wollte schon mein ganzes Leben lang eine Schildkröte sein und nun kann ich endlich... Moin, eine Schildkröte werden. Jetzt haben wir uns einfach in eine verdammte Schildkröte verwandelt. Yo, Homies, was geht ab? Ich bin eine Schildkröte und das hier ist mein Schildkrötenfreund, Bernd. Sag hallo, Bernd. Was geht ab? Da haben wir den Schildkrötenmorph tatsächlich gefunden. Aber ich glaube, es geht hier auf jeden Fall noch hier weiter. Freunde, ihr seht es, hier gibt es auch links und rechts eine Tür. Und wir sind erstmal hier links in die Tür gegangen. Mal schauen, was es hier gibt. Hier gibt es auf jeden Fall einen Gang. Und, warte mal, ist da oben was? Nee, okay, alles gut. Wir müssen es ja wirklich alles im Blick haben. Und, yo, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, das ist hier die Lagerhalle, wo wir schon waren. Ist vielleicht hier so eine Ecke irgendwas? Nee. Aber warte mal, was ist da oben? Guckt euch das Ganze mal, da ist eine Zuckerschlange. Hagiwagi will Zuckerstange essen. Hagiwagi will... Ich muss sie erstmal zurücksetzen, bevor ich die Hand benutze. Und da oben, was geht da? Da oben ist einfach so eine Zuckerstange. So, jetzt ganz, ganz schnell. Wir teleportieren uns in die Lagerhalle. Ab geht die Post. Junge, das ist ja übelst gut versteckt. Hey, Kollege, guck mal da oben. Da oben, warte mal, vielleicht wird er mir nachmachen, wenn er mich anguckt. Und Freunde, 3, 2, 1, let's go. Und hepp, ich hab's bekommen. Hä? Ich hab's nicht bekommen? Hey, warte mal, Freunde, würde ich
natürlich sagen, let's go, yo, er probiert's auch. Und er fällt einfach runter und failt. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt muss ich doch bekommen haben. Und boom, ich habe das nächste Badge bekommen. Alles klar. Und jetzt haben wir einen Zuckerstangen-Hagiwagi. Oder was haben wir jetzt als nächstes bekommen? So, hier oben haben wir, glaube ich, genau nichts freigeschaltet. Hier unten irgendwas. Und oh, der Grinch. Wir haben den Grinch freigeschaltet. Oh ja. Ich habe Lust auf Zuckerstangen. Wer will meine Zuckerstangen essen? Und guckt euch mal den kleinen Nuba, der denkt so, Alter, Junge, wo sind hier Badges? Hilft mir irgendwer. Der Arme, der sucht ja auf jeden Fall alles ab. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt auf jeden Fall alles gefunden. Ich glaube, hier hinter ist nichts. Dann würde ich sagen, ja, komm schon. Oh Gott, Junge. Ja, ich bin auch nicht mehr der Sportlichste und der jüngste Hagiwagi, muss ich sagen. Aber hier haben wir irgendwie gar nichts gefunden. Yo, kleine Spinne, was geht ab bei dir? Hier muss doch, oh, warte mal, irgendwas sein. Warte mal, ist da oben was? Guck dich das ganz mal. Warte mal, wir können uns jetzt hier so an die Decke ziehen und let's go. Nein. Oh Gott, ja toll, jetzt bin ich auch so einem Spielzeug verarbeitet. Nein, wie soll ich denn jetzt hier jemals da oben kommen? Oh ja, hier an dem, oh, Schriftzug festhalten. Oh ja, wie ein Ninja schleiche ich mich jetzt hier vorsichtig nach oben und komm schon. Ach Gott, oh Gott, Junge, das ist ja übel schwierig, hier nach oben zu kommen. Und jetzt aber, wir haben es geschafft, tatsächlich. Hier ist einfach eine, was ist das, eine Mistgabe oder irgendwie sowas. Und damit können wir uns auch auf jeden Fall jetzt in den nächsten Morph verwandeln. Junge, wir haben jetzt schon übelst viel freigeschaltet. Dämonen-Hoggy-Woggy. Ich bin außerhalb der Map. Ich bin außerhalb der Map. Verdammt nochmal. Hilfe. Was geht denn da? Wir sind einfach außerhalb der Map gefallen. Aber Freunde, ihr seht es. Okay, jetzt bin ich wieder rückgängig geworden. Wir sind jetzt einfach ein Dämonen-Hoggy-Woggy. Hey, Sonic, alles klar bei dir? Was geht ab bei euch? Ich bin jetzt hier der teuflische Böse. Oh ja, das sieht doch auf jeden Fall hier sehr, sehr gruselig aus, muss ich sagen. Okidoki, mal schauen, was es hier noch alles gibt. Ob wir irgendwas hier übersehen haben vielleicht, Junge. Mit diesem Teufelsdreizack laufen wir jetzt auf jeden Fall hier in der Hand rum. Sind wir hier schon durch die Tür gegangen, Alter? Junge, hier gibt es so viele verschiedene Türen und sowas. Ich blick da gar nicht mehr durch, aber ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, hier haben wir schon alles entdeckt oder so. Aber was befindet sich hier in dieser Tür? Ich glaube, hier waren wir tatsächlich. Jo, noch nicht. Und was ist das denn, Freunde? Guckt euch das Ganze mal an. Ey, ich will auch mitmachen. Hallo, hier ist ein Dämon-Hagiwagi. Hallo, guck. Hallo, ich will auch hier mitmachen. Junge, okay, ich kann aber nicht mitmachen. Und da ist ein Parcours oder irgendwie sowas. Let's go. Bei diesem Parcours müssen wir unbedingt mitmachen. So, wir teleportieren uns wieder sofort dahin. Jetzt bin ich aber am Start. Ab geht die Post. Und, yo, da haben wir den Horror-Hagiwagi. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal hoppala und hoppala und hoppala. Oh, hoppala, hoppala, hoppala. Dafür müssen wir jetzt aber auf jeden Fall hier diesen Parcours bestehen oder sowas. Und warte mal, können wir uns nicht einfach hier so rüber teleportieren mit unserer Hand? Let's go. Okay, das geht nicht. Aber was, wenn wir jetzt hier so rüberspringen und dann, er ist runtergefallen. Und jetzt mit der Hand, okay, wir sind zu weit weg. Wir müssen ein bisschen, nein, näher dran gehen, so. Und, ey, sie hat auch den Sprung gefällt, aber Freunde, ich werde den Sprung. Jo, Alter, wo stehen wir verdammt nochmal? Okay, jetzt ganz, ganz vorsichtig so. Was, wir dürfen nicht die Wand berühren. Ey, das hätte mir mal vorher jemand sagen können. Halt, stopp. Erklär mir erstmal die Regeln, bevor es losgeht, so, Freunde, komm schon. Jetzt aber, first try, müssen wir das Ganze nochmal hier schaffen. So, das kann doch nicht sein. Zack, easy, der erste Sprung ist einfach. Der zweite, oh. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt der Mega-Jump und Mega-Jump und, hä? Warte, wir haben es geschafft. Let's go. Und jetzt, Freunde, komm schon mit der Hand. Oh, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Let's go. Warte mal, was? Nein, wir sind gegen die Wand geklatscht. Moin, Sonic, ey, aus dem Weg, ey, was stehst du da so blöd rum? Du kommst hier nicht als Sonic hier ab nach oben, so. Jetzt müssen wir diesen Parcours bewältigen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Endlich, moin, moin. Evil Hagiwagi, da sind wir endlich bei dir am Ende angekommen. So, wir gehen sowas von die Badges rein. Und wo haben wir ihn? Nee, da haben wir, Junge, wir haben ja fast alles freigeschaltet. Da haben wir ihn. Nightmare Hoggy, der Albtraum und moin moin, ey, du siehst genauso aus wie ich, Kollege, was soll das? Und Freunde, schaut uns mal an, ich bin euer schlimmster Albtraum, einfach hier als schwarzer Morph. Ja, Kollege, renn weg, hast du etwa Angst vor mir? Ja, er sagt so, stopp. Kein Schritt weiter. Ich werde dich auffressen. Ja, ist in Ordnung. Ich tue dir schon nichts. Ich bin ein lieber Hagiwagi. Alles klar. Aber, Freunde, ihr seht zwei Badges. Wir brauchen noch einen Evil Hagiwagi. Und sonst haben wir schon überall einen Haken dran. Und warte mal. Was? Das Spiel müssen wir jetzt für 2 Stunden spielen, um den Morph freizuschalten. Und den Morph kriegen wir, wenn wir das Spiel 1 Stunde gespielt haben. Und das für 30 Minuten. Aber ansonsten haben wir jetzt wirklich hier jeden Morph freigeschaltet. Und, oh, coming soon sogar. Was geht denn da ab? Junge,
ist das eine Ente oder was? Und wie sehen die denn aus? It's-a-me, Mario, gibt es sogar auch noch. Oh ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, dass ich hier weitere Morphs austeste, schreibt's gerne unten in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir müssen jetzt erstmal als nächstes Evil Huggy Wuggy suchen. Ey, yo, Kissy Missy, was geht ab? Ey, kannst du bitte runter von meinem Kopf gehen und... Warte mal, was sagst du? Yo, was? Die hab ich einfach angegriffen. Hä? Das geht? Junge, das wusste ich ja gar nicht, dass es geht. Aber Freunde, was ich auf jeden Fall zeigen wollte, ist, ich glaube hier unten oder irgendwie sowas, da gab es auf jeden Fall noch was, wo wir noch nicht waren. Nämlich hier oder sowas. Und hier gibt es, glaube ich, noch zwei... Oh, Türen. Nein, die sind verschlossen. Und hier können... Oh, warte mal, wir gehen hier durch und... Yo, da oben. Was ist denn da oben? Komm schon, Freunde. Da oben ist ja der Kopf von Evil Huggy Wuggy. Und da haben wir auch das nächste Abzeichen hier bekommen. Und damit können wir uns auf jeden Fall jetzt hier in Evil Huggy Wuggy verwandeln. Ja, Kiss. Missy, was willst du jetzt tun? Was wollt ihr jetzt tun? Junge, eine fette Huggy-Wuggy-Party geht ja ab. Leute, entspannt euch. Ich bin doch nicht so böse, wie ich aussehe. Oh mein Gott, Junge, einfach Sonic. Alter, wie schnell ist der denn? Junge, ganz, ganz viele verrückte Boss. Hey, 2 gegen 1, das ist unfair. Junge, was geht hier für eine fette Party ab? Oh Gott, Leute, ich glaube, ich bin Hasta la Vista. Ich bin ein blauer Stein geboren. Aber ansonsten haben wir es geschafft. Ihr seht es, wir haben jetzt jeden einzelnen Morph und wirklich jedes einzelne Abzeichen gefunden. Außer so ein paar Premium-Morphs oder sowas. Da müssen wir, glaube ich, in so eine Gruppe joinen oder so das Spiel 2 Stunden spielen. Oder hier zum Beispiel 2 Freunde einladen. Aber ich habe ja leider keine 2 Freunde. Aber ansonsten haben wir wirklich jeden Morph freigeschaltet bis zum Ende. Und zum Schluss wählen wir nochmal hier die Spinne. Also irgendwie sieht das mehr lustig aus als gruselig, muss ich sagen. Guckt den euch einfach mal an. Einfach hier das Sonic Morph. Aber ich muss sagen, das hat wirklich total viel Spaß, man hier die verschiedenen Abzeichen zu finden und hier mich in ganz, ganz viele verschiedene Verwandlungsmöglichkeiten zu verwandeln. Und wenn ihr Bock auf den zweiten Teil habt, wo wir auf jeden Fall jetzt hier sogar die Coming Soon, also bald gibt es neue Morphs, auf jeden Fall auch austesten werden, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare und like jetzt auf jeden Fall das Video. Oder ich würde als Spinnen-Huggy-Wuggy vorbeikommen und ein Kaffee mit dir trinken. Yo, Ben, sollen alle dieses Video liken? Yes. Und auch meinen Kanal abonnieren? Yes. Und sogar die Glocke aktivieren? Yes. Ha, was? Ihr habt es alle gehört und Ben, meinst du das eigentlich ernst? No. Oh, na, alles klar. Okay, ich verstehe schon. Das merke ich mir, Ben. Aber ich werde mich auf jeden Fall an dir rächen. Denn unser Ziel wird es auf jeden Fall sein, alle 319 Talking Bands zu finden. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an im heutigen Find the Talking Band. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechnest dann auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute in einem weiteren Find the Game hier in Roblox. Nämlich befinden wir uns heute in Ben. Find the Band, Find the Talking Band. Junge. Und ich glaube, wir haben noch nie ein Find the Game gespielt, wo es so viele Sachen zu finden gab. 319 Find the Band gibt es hier zu finden. Und ich würde sagen, wieso läuft hier diese Zeit runter? Okay, da würde ich sagen, wir schauen uns erstmal hier bis am Spawn um, ob wir hier vielleicht irgendeinen Geheimgang haben oder sowas, wo wir, ey, aus dem Weg, Kollege, wo wir die ersten Talking Bands finden müssen. Und wir gehen jetzt erstmal hier alle hopp hier erstmal rein und, jo, was gibt's hier? Oh, 100.000 Visits, Ben. 100.000, nochmal 100.000 Visits. 50.000 Visits, Ben. 10.000. Junge, was gibt ab? 1.000 und... Oh, hallo, Ben? Also, ich hab's mir ein bisschen anders überlegt. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh Gott, ich glaube hier, können wir irgendwo hin? Können wir jetzt hier runterspringen oder was? Na toll. Aber da haben wir auf jeden Fall die ersten 5 Talking Bands gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Wenn du die rote Linie benutzt, wirst du für immer deinen Fortschritt verlieren. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Rein da? Können wir rein? Ah, okay, ich glaube, da sollten wir vielleicht am besten nicht ran. Wer ist das denn? Hallo, Ninja Ben. Wie der aussieht, ey. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ab. Nach oben, was haben wir hier am Start? Oh, Animated Ben, Junge, die sind hier alle, ey, am Start hier ganz oben, das ist ja easy. Talking Fake Ben. So, dann können wir noch irgendwie, hoppa, können wir irgendwie so nach oben springen, hier die ganzen Bilder oder sowas kriegen? Ja, schauen wir uns mal gleich um. Erstmal gucken wir mal hier auf den Boden. Was haben wir? Thanos Ben ist hier am Start. Hey, krieg ich dich, Thanos Ben? Nee, bist du kein Badge? Dann haben wir hier, Talking TV Ben und ein Pinken Ben. Wir haben direkt, zwei Bands am Start. Da ist der Freunde. Der Thanos Ben. Ich geh schon, bitte tu mir nichts. Und jo, dann haben wir jetzt hier. Oh, warte mal, was war das? Haben wir irgendwas? Oh, nein. Wir haben es eingefroren. Okay. Keine Ahnung, was das war. Dann haben wir hier, oh mein Gott, die Talking Ben App hier. Obwohl man hier mit Ben auch ein bisschen reden kann. Aber mit dem habe ich eigentlich keinen Bock zu reden, ey. So, dann können wir jetzt hier
irgendwie nach oben oder sowas? Oder geht das nicht? Naja, wir schauen uns erstmal, hey, Spider-Man um. Ha, der hat ein lustiges Skin, wie das aussieht, ey. Okay, und, oh mein Gott, warte mal, können wir jetzt erstmal, oh, Talking Bad Logo-Tipp haben wir schon mal bekommen. Und da haben wir den echten Talking Bad, den sitzenden Talking Bad. Moin, moin. Was geht ab, Kollege? Dann haben wir jetzt hier, oh mein Gott, Junge, diese übelst einfach zu finden, der lilane, das lilane Badge haben wir bekommen. Und, hä? New Bandex, Talking Atomic Band. Haben wir hier noch hier irgendwas gefunden? Ah, hier an der Seite. Schaut euch das Ganze an. Junge, man sieht die Sachen gar nicht. Hey, Kollege, aus dem Weg. Und da haben wir... Oh mein Gott, wer ist er denn? Der sketchy Limonaden-Band. Kauft meine Limonade. Kauft meine Limonade. Kannst du vergessen, Kollege. Ich werde... Oh, keine Limonade von dir nehmen. Haben wir hier irgendwas? Und oh, ich habe Abzeichen bekommen. Oh, okay, okay. Oh, was sind das für Geräusche immer? Naja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Chat. Oh, ein Chatcode brauchen wir. Steht vielleicht irgendwas im Chat oder sowas. Chatcode 0963, schreibt einer. 0936 meine ich natürlich. 0936. Und es hat geklappt. Let's go. Du, 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 du. Oh, hier immer schön in den Chat gucken. Können wir jetzt hier irgendwie durch oder ist es der einzige Chatcode oder können wir hier... Ah, ich glaube hier. Wir probieren den Code nochmal einzugeben, aber ich glaube zu dem... Nein, nein, nein. Oh, doch. Da sind wir angekommen. Hä? Wir sind über ihm, ich glaube. Oh, wer ist denn? Der, schleimige Ben, hilft mir, ich bin im Schleim. Aber ich glaube, zu dem unteren irgendwie können wir, wir können hier rein. Alter, was ist das denn hier? Silber-Talking Ben haben wir am Start, okay. Dann gehen wir mal hier rein, okay. Da haben wir, ey, keinen, da ist mir runtergefallen. Aber zu dem Kollegen möchte ich auch noch gerne hin. Hallo, 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 nee, irgendwie. Der hat aber nicht so Bock auf mich. Können wir vielleicht hier irgendwie im Rand runterspringen, aber, oh, warte mal, sieht nicht so aus. Wir können nur hier in diese Schubladen reingehen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall, oh, Cheese Ben, Talking Cheese Ben. Eine Wasserflasche, Ben, am Start. Junge, was gibt's denn noch alles? Oh mein Gott, was war das von Ben hier? Haben wir hier irgendwas? Hier hinter? Nee, alles klar. Dann haben wir aber hier noch ganz, ganz viele andere Sachen hier am Start. Nämlich haben wir, oh, es gibt heute Ben zum Essen. Da denkst du, Mist, ey, verdammt nochmal. Oh, und dann haben wir noch den Koch oder was am Start hier. Den Toriel Ben. Alles klärchen, Wunderbärchen. So, dann haben wir hier unsichtbare Talking Ben. Wir haben ein Badge bekommen. Wo ist denn hier? Der ist so unsichtbar, dass man ihn gar nicht sehen kann. Ja, das macht eigentlich auch Sinn. Oh, wir können hier rein. Talking Bread Ben. Wir haben einfach ein Brot. Nom, nom, nom. Einfach ein Brötchen am Start. Dann haben wir hier... Okay, wo sind wir angekommen? Wo sind wir, verdammt nochmal? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, Hilfe, Hilfe. Müssen wir irgendwas anklicken und... oh Gott, ich glaube, das sieht ganz und gar nicht gut aus hier. Können wir uns irgendwie wieder zurück teleportieren? Ah, wir können uns wieder hier ins Haus von Ben teleportieren. Und hier haben wir anscheinend angefangen. Warte mal, wir können uns nicht mehr bewegen. Oh, Kollege, alles gut bei dir? Hey, okay, okay. Da sind wir wieder am Start und wir teleportieren uns mal. Jo, hä? Wo sind wir jetzt hier angekommen? Hier im Wald, ey, chill mal. Ich will erstmal hier alles fertig machen. Tom's School. Oh mein Gott, da haben wir auch, oh mein Gott, ein Teppich bekommen. Ein Talking Ben Teppich. Okay, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an bei Bens Haus. Und genau, das waren wir schon auf der Straße nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Okay, wir müssen erstmal hier Bens Haus hier fertig machen, Freunde. Bevor wir zu den weiteren Bens kommen. Was haben wir denn alles am Start? Wir haben schon 27 gefunden. Wieso habe ich 27 so komisch gesagt? Oh mein Gott, es gibt sogar eine zweite Etage hier. Oh, Eclipse Talking Ben, alles klar. Ah, und hier muss ich verschiedene Talking Bens hier finden, um diese Bereiche freizuschalten. Interessant, interessant. Okay, wir teleportieren jetzt nochmal hier hin zurück und dann schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Alter, was geht hier? Oh, ja, mit dem alten Bett. Ach ja, damals, als ich ein kleiner Welpe war. Das waren schöne Zeiten. Dann haben wir hier noch richtig viele Junge. Wie viele Badges bekommen wir? Wir laufen einfach überall drüber. Junge, ist das eine Minecraft-Tür? Zu, auf, zu, auf. Aha, einfach eine Minecraft-Tür. Die schauen wir uns mal gleich an. So, was haben wir ansonsten hier am Start? So, hier waren wir eigentlich. So, dann können wir hier irgendwie durch. Können wir irgendwas anklicken oder... Oh, warte mal, was stand da? Lev, finde die Karte im Holz. Okay, okay, mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Karte finden sollten. Jo, hier im Kühlschrank war noch was in der Küche. Was geht denn? Oh, na toll, wir wurden getrollt. Was war das denn? Da war irgendwas. Ey, hier ist erstmal eine Uhr. Ding dong. Oder ja, Tic-Tac, ey, aber in dieser Uhr, da will ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Da war doch irgendwas... In der Küche, hier, okay, genau, da sind wir, Hallöchen, ich möchte einmal in ihren Kühlschrank reingehen, Hallöchen, so, da sind wir auch angekommen, und erstmal können wir hier nach oben, oder, das ist so ein Trollface, das bedeutet, was, nach, wir fallen die ganze Zeit darunter, aber, hier ist erstmal was, guck mal, wir sind im Kühlschrank erstmal drin, da haben wir so ein Candy Cane bekommen, so, das letzte Mal, Freunde, können wir jetzt irgendwie, können wir irgendwie dahin, müssen wir rüberspringen oder sowas, Freunde, hier ist so eine Lücke, da würde ich sagen, komm schon, Alter, wir werden das auch niemals, nein, haha,
Niemals schaffen. Mist. Okay, dann würde ich sagen, komm, wir gehen mal. Haben wir hier irgendwas drin? Da ist doch irgendwas. Da ist ein Talking Bell. Haben wir den schon bekommen? Ich glaube, den haben wir schon bekommen. Da, hallo, Ding Dong. Können wir irgendwie hier rein? Kann ich mich schrumpfen oder sowas? Sieht anscheinend nicht so aus. Okay, dann schauen wir uns mal hier weiter um. Wir gehen mal nach draußen. Was haben wir hier am Start? Den lachenden Bett. Das ist eher eine gruselige Lache. Dann haben wir den traurigen Bett. Neben dem Lachenbett. Können wir hier... wir können auch locker hier irgendwo reingehen. Ich wusste es. Wer ist denn da? Der Müllben. Ja. Und, warte mal. Im Holz war irgendwo eine Karte versteckt. Haben die am Anfang gesagt. Vielleicht ist es ja hier irgendwo im Holz. Naja. Ich habe meine Adleraugen auf jeden Fall schön weit offen. Aufgemacht, habe ich gesagt, die Augen. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas, zu entdecken. Aber ich glaube... warte mal. War da irgendwas? Oder... Junge, ich sehe nur Holz und noch mehr Holz. Aber anscheinend gibt es hier kein Holzben oder sowas. So, hier gibt es irgendwas. Hier, warte mal, das ist der braune Talking Ben. Der hat sich auch sehr, sehr gut versteckt, muss ich sagen. Aber von mir, ja, braucht er sich auf jeden Fall nicht verstecken. Was haben wir hier? Okay, dann ist hier noch so eine Schrift oder so. Können wir hier nach oben springen? Da oben ist doch irgendwas, Freunde. Hier ist doch so ein bisschen Holz, haben wir. Oh, da ist doch irgendwer. Guckt euch das Ganze mal, der Holz-Talking Ben. Ja. Und da in der Ecke, die sind so klein versteckt. Der wütende Ben, ich bin wütend. So winzig, aber so wütend, ey. Ich kann es irgendwie... warte mal, nicht ernst nehmen. Wir sind hochgeklettert. Alter, können wir jetzt hier, hoppa, irgendwie hoch, nee. Wir können ja nirgends hoch, aber wir sind ja gerade irgendwie, wie haben wir das gemacht? Wie sind wir hier hochgeklettert, so, einfach so, zack. So, da sind wir jetzt hier oben angekommen, so, hier oben, ihr braucht euch gar nicht vor mir verstecken, warte mal, sterben wir, oder bist du irgendwer? Naja, mit dem lege ich mich am besten nicht an, ich glaube, da habe ich auch, nichts bekommen, aber hier gibt es ein Obby, oh Gott, Freunde, komm schon, da oben ist doch irgendwas, ey, was klappt? Nein, jetzt hier, hoppa, um die Ecke springen. Oh mein Gott, da, Freunde, da ist irgendwer. Und jetzt hier. Oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir jetzt den, oh mein Gott, Sprung schaffen jetzt. Alter, können wir da runter? Können wir runter? Hallo, ich will nicht. Hallo. Ich komme da nicht runter. Da oben ist sogar eine Squid Game Karte oder so. Wie kommen wir da rein? Bereich ist abgesperrt. Na super. Aber hier ist, eine Zeitmaschine. Der Zeit, Ben. Interessant. Okay, dann teleportieren wir uns natürlich wieder zusammen auf die Straße. Was geht hier ab? Hier ist ein Bob, der Baumeister. Ben, der... Oh mein Gott, Baumeister, Junge. Es gibt hier so viele Teleportationen, Kristall-Ben und noch viele, viele mehr. Alter, ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich will gar nicht in deine Höhle. Ich will einfach nur hier so ein paar finden. So, dann haben wir hier noch irgendwie... Warte mal, ich glaube, dafür müssen wir den Shift-Lock anmachen. So, komm schon, Freunde. Und jawohl. Da haben wir ihn. Ja. Tipps vom Profi auf jeden Fall am Start. So, guck, komm hier irgendwie hier unten, den ich mit meinen Schuhen zertrete aus Versehen. Den teuflischen Ben. Den Teufel. Alter, können wir hier irgendwie durch? Okay, ich dachte, das wäre ein Geheimgang. So, wir gehen mal nochmal in die Höhle hier rein. Haben wir hier vielleicht irgendwas drin? Eine Microfackel ist hier auf jeden Fall am Start. Aber ich glaube, hier war nur dieser eine Talking Ben oder sowas. So, genau, den haben wir ja schon eingesammelt. Aber ansonsten, hallo, ist hier irgendwer? Junge, die Höhle ist ja, ein bisschen größer. Hey, wir haben noch irgendwo einen gefunden. Ich sehe die einfach alle gar nicht. Ich laufe einfach hier lalalala. Hier ein bisschen drüber. Hier gibt es auch so ein Labyrinth oder sowas. Aber ansonsten gibt es hier, glaube ich, keinen Talking Ben mehr. Wuff, ich hab ein bisschen Hundefutter. Ja, braves Hündchen. Komm zu Papa. Vielleicht können wir die ja so anlocken. Ich glaube, ich bin jetzt schon... haben wir hier einen? Da haben wir noch einen Talking... das ist eine Kerze einfach. Da denke ich auch nur so, ich hasse mein Leben. einfach einen Kerzenbett haben wir. Oh mein Gott, auch am Start. Ich habe keine Ahnung, Alter, wo ich bin. Bin ich hier irgendwo? Dirtbett. Okay, anscheinend habe ich hier noch einen weiteren gefunden. Okay, Cave unlocked. Warte mal, ich glaube, das ist ein weiterer... ein weiterer Teleport. Wen haben wir denn da? Mit den Diamantspitzhacke am Start. Den Diamond Talking Man. Der farmt dir schön Diamanten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Dabei können wir hier irgendwie am Rand oder so ist vielleicht ein Geheimgang. Wir rennen mal. Hier waren wir noch nicht, oder? Waren wir hier oder kam hier vielleicht von dir? Können wir jetzt hier, vielleicht irgendwie hier so durch, Freunde? Warte mal. Gibt es hier so einen kleinen Parcours oder so? Hallöchen. Talking Ben, ist da irgendwer dahinter? Aber, nee, ich glaube, dahinter ist auch keiner. Okay, dann gehen wir mal hier wieder zurück und, hier waren wir noch nicht, oder, Freunde? Vielleicht waren wir hier schon. Ich habe keine Ahnung, ey. Was ist das denn? Junge, der hängt einfach von der Decke hier runter. Alles klar, so, wir schauen uns hier richtig genauestens um. Wir müssen hier jede, grauer Talking Ben, alles klar. Wir müssen hier alles genauestens, können wir hier oben klettern? Nö, nur bei Kopf stoßen hier. Alles genauestens unter die Lupe nehmen. Alles klar, ich glaube, okay, aber von hier kommen wir jetzt wirklich, genau. Da
da sind wir jetzt wieder aus der Höhle draußen. Alles klar. Jo, wie haben wir denn hier, Junge? Wir übersehen hier richtig viele. Einfach eine Blume. Blumentalking. Denn da ist die Tom School. Alles klar. Da gehen wir auf jeden Fall auch mal gleich rein. Schauen wir uns mal gleich um. Aber als erstes, genau da oben habe ich noch einen gesehen. Den müssen wir uns natürlich, ey, auch schnabulieren jetzt. Hey, hallo? Kann ich irgendwie zu dir? Oder von, von hier, Freunde. So, zack, ey. Guck mal, wer da gekommen ist. Und da haben wir den, den Blitz, Talking Ben. Alles klar. Ich glaube mal, dann sollten wir hier eigentlich relativ weit gekommen sein. Ich weiß nicht, können wir von hier noch irgendwie nach oben springen? Nee, wir können nur die Tür auf und zu machen. Aber ich wollte mal probieren, hier diesen Parcours oder sowas, ob es da irgendwas anderes noch zu entdecken gehabt. Hallo, kann ich hier so? Ab nach oben. So, ich glaube, hier konnten wir nicht ab nach oben, aber hier können wir doch locker noch irgendwas entdecken. Hier ist so ein Knopf gewesen, Freunde. Haben wir den davor auch aktiviert? Und hier ist doch noch so ein Winzling. Guck dich den ganzen Mal an. Corrupted Talking Bin. Alles klärchen. Oh, da unten ist doch einer, Freunde. Aber dafür müssen wir jetzt runterspringen. Darauf habe ich eigentlich nicht so Bock. Deswegen erstmal schauen wir uns mal hier um. Oh, warte mal. Können wir hier irgendwie um die Ecke? Können wir auf den Busch hier drauf? Oh, wir sind jetzt hier auf dem Busch drauf. Und von hier jetzt irgendwie, nein, um die Ecke hier nach unten springen. Und komm ich hier durch? Komm ich hier durch? Okay, wir springen mal hier ein bisschen weiter. Da haben wir den Ballon auf jeden Fall. Nein, da oben. Da oben ist der Ballon. Wie komme ich jetzt an den Ballon? Hier, warte mal. Was ist hier unten, Freunde? Guck dich das ganz mal an. Hier war so ein Geheimversteck. Junge, das habe ich fast gar nicht gesehen. Ich habe mich schon gewundert. So, jetzt hier vorsichtig. Lalalala. Wir gehen mal entlang. Ey, das direkte Kritzelband. Nur noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und da wieder. Ah, der Skelettband auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Da haben wir ihn. Blub. Auf jeden Fall am Start. Dann haben wir. Ah, den braunen. Den haben wir ja schon. Naja, dann snacken wir uns auf jeden Fall jetzt hier noch den Kollegen ab. Genau, den. Geist Talking Band. Ey, da bin ich fast stecken geblieben. Okidoki. Dann schauen wir uns mal hier weiter. Genau, hier war ja so diese Straße und sowas. Warte mal, haben wir dich eingesammelt? Nein, den Talking Orban. Oh ja, interessant. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Hier waren wir auf jeden Fall auch am Start. Genau, und da ist sie, die Tom School. Alter, da oben sind ja noch richtig viele. Warte mal, Freunde, da muss ich aber nochmal hier genauer hinschauen, ob wir irgendwie nach oben können oder sowas. Auf die Hecke drauf. Das wäre, wow, auf jeden Fall. Oh, sehr, sehr krass. Ey, ich wollte gar nicht in deine Höhle, Kollege. Reicht mir jetzt auf jeden Fall mit deiner Höhle. So, vielleicht hier wieder rum. Ah, den haben wir auch noch gar nicht eingesammelt, den Bilderman. So, dann schauen wir uns mal. Oh, hier um können wir hier vielleicht irgendwie so ein Geheim. Oh. Ihr habt es gesehen, da war irgendwas, Freunde. Dann geht es ab in die Schule. Aber davor schauen wir uns erstmal hier um. Nicht, dass sich hier noch irgendwo versteckt. Hey, genau. Was haben wir denn? Hier am Start, Freunde. Guck dich das ganz mal an. Hier vor der Schule von. Ey, Talking Benny, sind wir jetzt hier zweimal im Kreis gelaufen? Dich oder oben schnapp ich mir. Können wir hier irgendwie nach oben springen? Müsste irgendwie richtig weit nach oben kommen. Und da gibt es anscheinend noch sehr, sehr viele. Hey, andere Talking Bands. Moi, moi, Kollege. Dich kann ich auch nicht schnappen. Dein Ernst? Da oben ist auch noch einer. Die sind alle übelst weit oben hier. Okay, aber als erstes gehen wir in die Schule. Wir fragen mal vielleicht die Lehrer oder irgendwie sowas. Mal schauen, ob es. Oh, hier ist ein Teppich, genau. Den wir schon eingesammelt haben. Ob es vielleicht hier irgendwelche. Geheimgänge. Waren hier nicht irgendwelche Partikel oder sowas? Da war doch irgendwas. Hallöchen. Talking Ben. Wuff, wuff. Gibt es. Hey, hier irgendwie am Start. Warte mal, Freunde. Ey. Da war wieder ein Partikel. Warte mal, Freunde, wir warten mal hier. Hört auf, mich zu trollen hier die ganze Zeit. Das kann ja wohl sein. Oh, wen haben wir denn hier? Yeah, coole Frisur, muss ich sagen. Ist das hier die Toilette? Ah, nee, das ist das Klassenzimmer. Wie man einen Imposter malt. Und so malt man einen Imposter. Interessant. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Ah, Talking Old Cartoon Band haben wir gefunden. Alles klar, können wir noch hinter, unter den Tischen vielleicht noch irgendwas oder sowas? Wir haben noch locker schon irgendwas übersehen. Sieht aber anscheinend nicht so aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir aus dem Raum erstmal raus. Okay, was haben wir? Oh, Geschichtsunterricht ist ja. Yo, der coole. Oh, der Mobber Talking Ben anscheinend. Okay, mit dem lege ich mich. Oh ja, am besten nicht an. Ja. Und dann haben wir hier, oh ja, den Talking King Bang. Den König einfach, vor dem sich jeder verbeugen sollte. So, raus geht es jetzt hier aus dem Geschichtsunterricht. Reicht mir jetzt auch mit Geschichtsunterricht. Immer natürlich hier schön unter den Tisch gucken, ob wir irgendwas hier haben. So, wir haben hier wieder weitere Knöpfe. Ah, okay, genau. Das ist hier immer dieser Teleport, womit wir uns immer teleportieren können. Dann haben wir hier, oh, eine Glühbirne.
Oh ja, eine Talking Ben Glühbirne. Haben wir irgendwas auf den Geldschein drauf, Freunde? So hier auf den Geldschein war, glaube ich, aber nichts drauf. Dann haben wir hier, oh, Alter, ich bin fast ausgerutscht. Oh, den Wasser-Talking Ben, der ist schon komplett nass geworden. Und dann haben wir hier in der Ecke den orangenen und den Secret. Oh ja, yeah. Da haben wir schon einen geheimen gefunden. Sehr, sehr krass. I Show Speed. Okay, was haben wir hier am Start? Interessant, da auf dem Buch erstmal. Ja, immer schön auf den Büchern, auf den Tischen hier rum springen und sowas. Also ihr sollt das nicht in der Schule machen, sondern hier in dem Spiel natürlich nur auf den Tischen rumspringen. So, dann schauen wir uns mal hier um. Was ist das eigentlich hier? Toxic Talking Ben. Alles klar, okay, das sieht echt nicht gerade so nett aus. Aber keine Ahnung. Ansonsten gibt es hier irgendwer? Nee, ansonsten gibt es hier nichts. Art, also Kunst. Oh, ey, dich habe ich beinahe übersehen. So, dich habe ich mir nochmal geschnappt, den Poster. Da sind wir jetzt hier im Kunstunterricht. Oh Gott, was hat der denn gemacht, ey? Ein komplettes Schlamassel, ey. Der Artist hier am Start. Haben wir hier hinter noch irgendwo einen Geheimgang oder sowas hinterm Kunstwerk? Nee, anscheinend nicht. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich, oh, das Kunstwerk. Und da haben wir den Crewmate. Kein Imposter. Und oh, dahinter, Freunde. Wen haben wir denn da? Den Badly Drawn. Also der schlecht gezeichnete Talking Ben. Ja, der sieht echt nicht so hübsch aus, muss ich sagen. Und dann ansonsten ist hier noch irgendein Kunstwerk einfach runtergefallen auf den Boden. Okay, ja, das ist aber nicht mein Problem. Das müssen wir nicht, darum müssen wir uns nicht kümmern. Okay, das ist mir einmal im Kreis gelaufen, dann würde ich sagen, ab geht es in Etage Nummer 2. Und da sind wir jetzt hier in der zweiten Etage angekommen. Haben wir hier vielleicht wieder irgendwas auf dem Regal oder in den Büchern oder sowas. So hier, dann gucken wir mal hier, ab geht es hier nach oben. Aber ich glaube, hier war tatsächlich jetzt gar nichts. Oder ich habe irgendeinen Hund übersehen hier. Naja, alles klar, noch müssen wir davon entkommen. Den dunkelblauen Ben. Junge. Alles klar, dann gehen wir mal hier in diesen Raum. Hey, warte mal, das ist doch hier Talking Tom, ey. Moin, Tom, was geht ab? Freut mich, dich auch hier kennenzulernen. Ja, dass man hier nicht nur Talking Ben findet, sondern einfach auch Talking Tom. Dann war doch auf dem Buch hier, genau, der Tier Talking Ben. Alles klar, dann war es auch mit dem Raum hier. So, wir schauen uns mal hier. Oh, können wir da durch? Eine rostige Wand. Was? Der reiche Talking Ben. Hinweis, finde 4 Bobucks, 2 Ben im Haus und 2 auf der Straße. Was für ein Bobucks? Ich habe noch keinen Bobucks gefunden. Das bedeutet, wir haben das Ganze auch leider nicht freigeschaltet. So, ansonsten haben wir hier noch irgendwas. Was ist das hier? Einfach eine Raum, wo nichts ist. Das kann doch nicht sein. Das ruft mir doch nach einem Geheimgang. Geheimgang? Irgendwo? Bitte? Vielleicht? Ich glaube, das ist echt einfach nur ein leerer Raum hier, wo nichts steht. Interessant. Und ansonsten haben wir nur hier diesen rostigen Raum. Aber, okay, relativ wenig Talking Beds, muss ich sagen. Hier waren wir bei Talking Tom und sowas. Aber hier war auch nichts. Naja, dann gehen wir mal wieder aus dieser Schule hier raus. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas außerhalb der Schule... Aha, zu entdecken. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Leute, kann ich hier irgendwie... Warte mal, einsammeln? Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Alter, kann ich alle einsammeln? Mint-Ben, was ist das denn hier? Dann gibt es hier den nächsten Just-Cell-Ben. Den nächsten. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben ein richtiges Geheimversteck gefunden. Haha, guckt euch das Ganze mal. Und wir haben jetzt so viele Beds einfach gefunden. Wie unfair ist das denn? Junge, was war das denn bitte für ein krasses Geheimversteck? Wie viele haben wir mittlerweile gefunden? 101 Beds. Wie heftig war das denn? Jo, ich bedanke mich bei euch allen. Vielen Dank, dass ich auf jeden Fall euch finden durfte. Aber ich muss auf jeden Fall wieder hier los zur Schule. Okay, das war auf jeden Fall ein krasses Geheimversteck. Zum Glück haben wir das auf jeden Fall gefunden und somit die geheimen Beds freigeschaltet. Vor allem wie viele. Das war anscheinend hier. Alles klar, hier im roten Bereich. Interessant. Dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Ob wir vielleicht hier irgendwo einen Weg findet, wie wir jetzt nach oben können, weil ich glaube, oben, aha, da haben wir noch eine Ameise einfach, weil oben gab es auf jeden Fall auch noch einige am Start oder sowas, aber da sind auch keine Talking Bands oder so, da oben ist aber einer, alles klar, da habe ich doch schon irgendwen gesehen, sein. Alle hopp, ab geht es hier nach oben, moin, was bist du, bist du ein Flaschengeist? Ja, das ist der lilane Flaschengeist, der da hier rauskommt, interessant, so ansonsten, oh, da oben gibt es ein Obby oder so, da oben gibt es tatsächlich ein Obby, okay, darum müssen wir uns mal gleich kümmern, mal schauen, erstmal haben wir, hier, den Talking Meadow, Talking Ben, der macht hier ein schickes Picknick, alles klar, interessant, dann haben wir hier in der Ecke noch irgendwen, genau, den Stamm-Talking Ben haben wir, dann haben wir hier im Busch, genau, da haben wir, ist es eine Blaubeere, ja, eine Blaubeere einfach auch hier, wieso nicht, ey, so, und ansonsten, so, gucken wir mal, ist hier
beim Holz um. Oder wir machen gleich hier auf jeden Fall... Oh, was ist das denn hier? Dreifacher Talking Ben? Wie kommen wir jetzt da denn nach oben? Kommen wir jetzt hier von irgendwie hier? Oh, ab nach oben. Aber da unten haben wir doch irgendwie ihn gesehen, oder? Und warte mal. Oh, ich glaube, das war einfach nur mein Schatten. Ich dachte, das wäre Talking Ben, aber das war einfach nur mein Schatten, ey. Okay. Ich glaube, da habe ich mich auf jeden Fall ein bisschen zu verwirrt, ey. Ich glaube, nach diesem Spiel, Freunde, egal welchen Hund ich angucke oder welchen Mensch ich angucke, überall sehe ich einfach nur Talking Bens hier. Ey, wer ist denn hier? Der Apfel? Dich hätte ich ja beinahe... Oh, übersehen, ey. Fast hängen geblieben. So, aber wie kommen wir jetzt hier ab nach oben? Ah, hier, Freunde, guckt euch das Ganze mal an. Okidoki. Wir müssen jetzt hier, diesen Parcours jetzt hier bewältigen. Alles klar. Ah, so kommen wir jetzt hier zu diesem Triple Ben, also zu diesem dreifachen Ben. So, jetzt hier alle hopp hier rüberspringen. Und Freunde, der letzte Sprung. Und da sind wir angekommen beim Benwork. Oh yeah, Teamwork, Benwork. Ja, sehr, sehr gut. So, können wir jetzt hier noch irgendwie hier runterfallen oder so? Nee, alles klar. Das war jetzt auf jeden Fall jetzt hier dieser Parcours. Aber Freunde, guckt euch das Ganze, Mann. Der Obby geht hier sogar weiter. Es gibt noch einen, einen weiteren Weg. So, oh, jetzt hier vorsichtig rüberspringen. Es geht nämlich hier noch ganz, ganz oben. Und jetzt gibt es hier... Oh, warte mal, bist du einer? Hey, da ist doch einer, Freunde. Jawohl, der Bird einfach. Also der Vogel. Yeah. Fühl dich frei, Vogel. Flieg. Sehr, sehr nice. Und okay, dann haben wir hier noch irgendwas. So, genau. Hier haben wir was. Graffiti. Haben wir irgendwas im Müll? Außer Ratten und Müll? Nee, alles klar. Aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt hier den nächsten gefunden. So, sehr, sehr gut. Können wir jetzt irgendwie hier in die Wüste und dafür müssen wir 100 gefunden haben? Warte mal, wir haben doch schon über 100 gefunden, oder nicht? Hallöchen, ich will in die Wüste. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Nee, naja. Wir teleportieren uns nochmal. Jawohl, ins Haus von Ben. Moin, moin. Da sind wir auf jeden Fall jetzt hier am Start wieder. Ja, das sieht doch sehr, sehr schön aus. Und ich glaube, hier irgendwo, wo war das Ganze? Genau, hier können wir uns aus dem Bereich freischalten, wenn wir 50 Bens freigeschaltet haben. Und das war dieser Bereich. Aha, interessant. Jetzt verstehe ich das Ganze auf jeden Fall ein bisschen mehr hier. So, wieder ab ins Haus von Talking Ben. Moin, moin. Mal schauen, was ist das denn? Finde den Troll-Bereich, um diesen Bereich zu betreten und... Oh, okay, ich glaube... Hä? Warte mal, haben wir ihn gefunden? Was geht hier ab? Wo sind wir jetzt hier angekommen, Freunde? Guckt euch das Ganze an. Kann es sein, dass der Troll-Bereich da war, wo wir die ganze Zeit... Was? Nein! Blub. Wo wir die ganze Zeit gefailt haben. Ich glaube, das war der Bereich. Kann das sein? So, wir teleportieren jetzt nochmal ins Benhaus und 100 plus Room. Warte mal, haben wir den jetzt auch freigeschaltet? Und von hier können wir jetzt in die verschiedenen Bereiche reingehen. Hey, was soll das denn? Anscheinend nicht. Ansonsten gibt es hier den Dream-Bereich können wir finden. Die Basement-Area finden. Oh, was ist das denn hier? Geld. Meins? Hä? Meins? Alter, wo ist mir jetzt? Oh mein Gott, hier ankommen. Das Ganze, hier gibt es ein Geheimversteck einfach. Den Text-Talking-Ben hier. Und können wir jetzt hier irgendwie durch? Oder müssen wir dafür auch, oh mein Gott, den lilanen gefunden haben? Oder verschiedene gefunden haben? Dafür müssen wir wahrscheinlich verschiedene Farben gefunden haben. Und dann gibt es am Ende diesen Regenbogen-Ben, den wir uns freischalten können. Was gibt es hier unten? Da oben noch, in der zweiten Etage. Da gibt es auch nochmal verschiedene Bereiche. Dafür müssen wir den Ben-Lab finden. Okay, den Fake-Ben. Okay, ich glaube, den haben wir gefunden. Kann das sein, Freunde? Okay. Wir haben ihn anscheinend nicht gefunden. Interessant. Ansonsten gibt es hier noch. Ich bin doch gar nicht da rein gerade. Okay, jetzt ganz, ganz vorsichtig. Mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl. Alles klar. Finde den Dust. Okay, um da reinzugehen. Und hier können wir reingehen, wenn wir 100 Bens freigeschaltet. Warte mal, den Dust. Haben wir den gefunden? Okay, anscheinend. Haben wir den auch nicht gefunden. Aber 100 Bens haben wir locker, Freunde. 112 Bens haben wir mittlerweile. Und jetzt können wir auch. Können wir hier rein? Oh! Yo, wir sind drin. Ja, jetzt sind wir aber auf jeden Fall wieder hier in diesem Bereich angekommen. Spawn Area, Schnee und Wüste. Und um in die Wüste zu gehen, müssen wir erstmal 7 farbige Bands einsammeln. Und hierfür müssen wir, um in den Schneebereich zu kommen, 3 weiße Karten freischalten. Ansonsten, dürfen wir anscheinend nicht in diesen Bereich reingehen. Alles klar, interessant. Ich verstehe schon. Und Freunde, ihr seht es, wir haben jetzt diese Karte gefunden, womit wir jetzt eigentlich diesen Bereich öffnen können. Hallöchen. Oh Gott, fass mich lieber nicht an, ey, du bist voller Tinte. Da haben wir den nächsten gefunden. Jetzt haben wir einen nächsten Bereich freigeschaltet. Und hier können wir, oh mein Gott, experimentieren. Alter, ich habe irgendwas angeklickt. Klick, Talking Man. Klick. Hier können wir jetzt anklicken. Und Kollege, hallo, ich fühle mich wie im Himmel. Hallo, Echo. Wir müssen jetzt aber jetzt wieder hier, zack, raus.
rausteleportieren in das Haus von Ben. Let's go. Und jetzt haben wir wirklich diesen Secret-Bereich einfach freigeschaltet hier im Haus mit dieser Karte, die wir gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wo wir die gefunden haben, ehrlich gesagt. Aber naja, ist ja auch egal. So, dann haben wir jetzt hier, können wir jetzt hier rein. Okay, okay. Den nächsten Talking Ben hier. Hier müssen wir anscheinend auch irgendwie rein. Können wir jetzt hier irgendwas anklicken oder sowas? Oder können wir jetzt hier jede einzelne anklicken? Nee, ich glaube, das war nur das eine. Da haben wir auf jeden Fall den Wissenschaftler am Start. Ja, ja, ja. Der arbeitet hier an weiteren Experimenten. Oh, Gefahr. Okay, das sieht nicht gut aus. So, können wir jetzt hier... Oh, irgendwo... Yo, hinterspringen. Okay, okay, ein weiterer Obby. Aua, wieso kriege ich... Aua, aua. Wieso kriege ich... Hey, ich kriege Schaden. Hilfe, Hilfe. Oh Gott, wir müssen einfach durchrennen. Wir rennen einfach durch und da haben wir ihn. Junge, was ist das denn bitte für ein krasser Obby? Okay, mal schauen, ob wir hier noch irgendwas haben in diesem Bereich, was wir jetzt hier... Oh, übersehen haben. Hier ist doch ein weiterer Bereich und warte mal, was steht da? Oh, das ist der Keller. Hinweis. Entfernter Glitch? Warte mal, hallo? Klopf, klopf, ich will in den Keller reingehen. Ich muss unbedingt diesen Kellerbereich freischalten. Oh mein Gott, was geht denn hier? Warte mal, falle ich hier nicht einfach runter? Gibt es hier noch irgendein Secret oder ist es einfach mein sicherer Tod? Aber da hinten ist doch einer. Ein Trank oder sowas. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Ab geht es. Nein, wir fallen einfach runter. Okay, das war eigentlich klar, dass wir da runterfallen. Keine Chance, ey. Warte mal. Hier gibt es noch eine zweite Etage. Wieso hat mir das denn keiner vorher gesagt? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hey, Kollege, versteck dich hier vor mir. Hey, der glückliche Talking Man. Endlich mal hier ein Glücklicher auch am Start, ey. Nicht, dass jeder hier so traurig oder sowas aussieht. So, aber hier hinter... Oh, vielleicht irgendwo ein Geheimgang oder sowas? Nee, anscheinend nicht. Alles klar. Hey, moin, moin. Was gibt's gerade eine dritte Etage? Alles klar. Die müssen wir uns auch mal gleich anschauen. Der YouTuber einfach. Hallo, Leute. Mein Name ist Talking Man und heute zocken wir mal. Was zockst du? Talking Man? Der spielt einfach sein eigenes Spiel, ey. Okay, dann schauen wir uns mal. Oh, hier weiter oben. Oh, da haben wir irgendwas eingesammelt oder sowas. Aha, und ey, warte, den habe ich ja gar nicht gesehen. Der Gitarrenspieler hier. Ja, sehr, sehr musikalisch auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ey, 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 versteck dich nicht hinter der Säule. Dich hätte ich ehrlich fast übersehen. Da habe ich mich noch nicht genug umgeguckt. Oh, hinter dem Bildschirm vielleicht. Das könnte auch irgendwas sein. Oder hier der YouTuber. Warte mal, genau. Hier den Talkie YouTuber, ey. Das war ich voll offensichtlich. Und den habe ich beinahe übersehen. Okay, dann würde ich sagen, ab geht es. Hey, Kollege, gibt es da oben noch ein Talking Ben oder sowas? Du willst mir nichts erzählen? Ja, alles klar. Dann finden wir es halt selber heraus. Was haben wir hier am Start? Einfach ein Kissen hier. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ein NFT von Ben auch am Start. Dann haben wir hier den blauen Mond. Wow, das sieht ein bisschen gruselig aus, muss ich sagen. Unter den Büchern vielleicht. So, oder hier auf den Büchern. Ah, da haben wir doch, oh mein Gott, die zweite weiße Karte. Ich glaube, mit drei weißen Karten können wir diesen Schneebereich einfach freischalten. Das wäre wirklich sehr, sehr krass. Eine Karte fehlt uns auf jeden Fall. Nein, noch nein. Ich wollte nach oben. Ich wollte nicht nach unten. Jetzt bloß hier auf das Schwarze drauf gehen, auf die Platte. So, haben wir hier hinter der Säule irgendwas? Hier irgendwas? Hier dazwischen oder sowas? Immer natürlich hier alles schön gründlich beobachten. Aber anscheinend, Freunde, was? Gibt es keinen mehr? Den Blur-Talking Band? Keine Ahnung. Ich habe einfach nur das Abzeichen bekommen. Aber ist er auf dem Boden? Hier irgendwo, Alter. Ich weiß gar nicht, wo der ist, aber naja, Hauptsache ich habe ihn gefunden, auch wenn ich ihn eigentlich nicht gefunden habe. Und, hä? Talking Ben? Fragezeichen, Ausrufzeichen, Fragezeichen? Junge, ich sehe die einfach nicht. Die sind wahrscheinlich so winzig oder sowas. Ich krieg die ganze Zeit so Badges, dass ich irgendwie ihn gefunden habe. Aber naja, Freunde, okay, ich glaube, das soll es jetzt blub gewesen sein hier mit der dritten, zweiten und ersten Etage von dem Haus, von dem liegenden Talking Ben. Moin, moin, da bist du ja wieder. Mal schauen, haben wir hier vielleicht auch irgendwas übersehen oder sowas? Ich glaube aber nicht. Jo, hier gehen wir nach oben, ey. Das habe ich gar nicht gesehen hier im Garten. Ich glaube mal, dann soll das Ganze gewesen sein. Wir haben jetzt hier zum Schluss noch den Mountain Talking Ben gefunden. Einfach ein Berg mit Schnee bedeckt, ein Talking Ben. Alles klar. Oh mein Gott, ich glaube, okay, okay. Hier können wir aber anscheinend nicht weitergehen. Aber hier unten ist noch einer. Let's go. Den Getting Over Talking Ben konnten wir uns jetzt auch noch mitsnacken. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns aber mal wieder an den Anfang zum Spawn hier. Und wir haben wirklich angefangen mit 0,000 Talking Bands. Und mittlerweile sind wir angekommen bei Trommelwirbel. Haltet euch fest. 130 Stück. 40% haben wir schon gefunden. Fast die Hälfte einfach. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, dass wir noch die restlichen Talking Bands hier finden, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und gebt dem Video einen fetten Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, Ben, hast du Lust auf jeden Fall noch auf den zweiten Teil? Yes. Oh ja, er hat auf jeden Fall Bock. Und jetzt liegt es nur noch an euch. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das im heutigen Video.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.